Hallo Leute, ich hoffe, der Stream läuft. Läuft er? Sind wir auf YouTube? Hoffentlich. Weil letztes Mal haben wir auf Twitch gestreamt. Ich hoffe, wir sind auf YouTube live. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem erneuten Livestream auf die Katastrophe. Wir sind wieder weg am Start, Leute. Und ich hoffe, euch geht es gut mit einer dezenten Verspätung. Und ja, wir reisen gerade frisch ein. Und ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf, denn wir spielen heute mal einen neuen Charakter, den ich eigentlich die ganze Zeit mal machen wollte, aber... ja, mich nicht getraut habe und jetzt haben wir es soweit. Jetzt habe ich einen neuen Charakter mal wieder. ja, ich tausche derzeit Characters immer aus. Einmal so, so ist es. Ja, wir werden heute aber illegal einreisen. Das heißt, ich fliege mit meinem Privatflugzeug, was ich geklaut habe, und springe jetzt gleich irgendwo ab. Und dann geht's los. So, ich hoffe, ihr seid alle mit am Start, Leute. Endlich in aller Frische wieder live. So ist es. Und natürlich wie immer zu spät. Aber ja, es läuft alles, oder? Ihr seid alle am Start, hoffentlich. So, danke auch an Florian Adam, der hat nämlich vor 2 Minuten geredet. Guten Abend, wie war dein Urlaub? Sehr angenehm, sehr entspannt. Vielen, vielen Dank an Florian Adam. So, kann man damit eigentlich einen Looping fliegen? Strömungsabriss. Ui. Oh, da hinten sind wir Deutschland, wie schön. Ja, damit kannst du nicht wirklich einen Looping fliegen. Jack Ben ist auch dabei, danke für den Euro und Schmalex TV ist noch gesubbt. Christoph Seeland hat 1,90 raus. Vielen Dank für 22 Minutos. Liebe ihn raus. Und ja, das ist für alle, die gerade eingeschaltet haben, das ist ein neuer Charakter. Und wir werden jetzt gleich hier vorne, wenn wir gleich abspringen. Oh, Alter, kannst du ja richtig. Das funktioniert gut. Das ist so gut, ey. Ich werde ein bisschen weiter nach oben fliegen. Ich habe Angst, dass ich irgendwie den Fallschirm nicht zünde. Mal jetzt schon. Wie heißt der Charakter? Werdet ihr gleich sehen. Werdet ihr schon sehen, wie er heißt gleich. So, hier werde ich dann gleich abspringen. Aber ich könnte auch eine Wasserlandung probieren, aber es ist nicht so spektakulär, wie hier einfach abspringen. Für Fortnite! Für Fortnite! Hoffentlich geht das Ding nicht auf mich drauf. Oh, Alter! Es fliegt aber ganz schön schnell, ne, runter. Keine Pariolen. Rüdiger. Rüdiger am Steuer, das wird teuer. Jetzt sind es mehr, ich hoffe. Ich hoffe nicht, dass da unten mehr anbaut oder so. Ich hab's nicht mehr explodiert. Ah, jetzt! Ja, schön. So, ich mach mal auf. Nicht, dass wir hier nur abstürzen. Oh, kommt schon Funkspruch durch. Ich bin's gar nicht. Ich war das gar nicht. Das war mir ganz anders. Ui, Bagger steht unten. Ja, die holen wir gleich. Das war unser Fortnite Battle Pass. Für Fortnite. Ich glaube, da unten sind schon die Jungs. Ja, klar, guck. Das ist der Sound auf die Spinde. Jungs, geh weg, Mann. Ey, was läuft, Jungs? Was läuft, was läuft, was läuft? Ey, wer bist du denn, Mann? Der war kurz high. Wir kennen uns doch, Bruder. Ey, Bruder, bist du's? Ne, ich bin's. Fuck, ist das der Schamane, Junge? Nein, Bruder, wir sind doch die Lancer Family, ja. Ey, Lancer! Ey, Bro, du hast doch auch, Mann. Abduli, du da. Ey, du glaubst ja, was brauchst du? Bruder, ey, mal fragen, hast du was zum Funk? Hast du was zum Barzen? Nimm danke, was Bruder. Mal, Mann, nimm Mann, einfach mal. Ey, was mit dem Flugzeug, Mann? Ey, Alter, ich hab jetzt... Ja, oh, Mann, Bruder. Yo, guck mir. Ey, der ist stoned, Mann. Ey, der ist unser geilster Bro, Mann. Weil die Frage, wie scheiße? Aufgepasst? Ja, wie war der Funk nochmal? Jake Lancer. Weil, apropos Funk, Mann. Shaden war schon vergeben. Nee, was vergeben? Nicht Jason hätte ich auch noch nehmen können. Ey, yo, aber ich wollte nicht, dass Jason seine paniert wird. Ist vielleicht mehr, ja, Jaden. Grunderstattung machen und dann ein bisschen was beatzen, Mann. Ey, wer ist jetzt wer von euch? Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Ja. Ey, ich bin Jared, der dir das Bartzeug gegeben hat. Ja, Jared, ja, wer bist du? Jamal, Bruder. Jamal, Bruder. Jamal, Alter. Auch hey. Jamal, nochmal Jamal, hey, oder ah, was? Ich bin Jaden, Bruder. Sorry. Jamal, Bruder. Fuck, was, du heißt Jaden? Scheiße, Bruder. Ey, Jaden, hast du figured out, Mann, Mann. Wie heiße ich denn, Mann? Bruder, ich glaube, ich heiße... Bruder, ich glaube, ich heiße auch Jaden. Nein, Bruder, ich bin Jake, Bruder, ich bin Jake, ich mach nur Spaß. Ich bin... Hey, Jake! Aber hast du das Flugzeug, Digga? Was? Ja, ist kaputt, Bruder.
Scheiß. Ja, jetzt, aber wo hast du es geklaut? Mit dem Flugzeug hätten wir Drogen schmuggeln können. Ja, Bruder, ich hab das geklaut. Yo. Ey, und Scheiße, mit dem Feuer vom Flugzeug hätten wir es anzünden können, Mann. Scheiße. Ey, yo, stell dir vor, Alter, das Gusch, Alter, mit dem Flieger hin und her, yo. Scheiße. Alter, was war drin in dem Zeug? Ey, yo. Bestes Zeug aus Ghana, Alter. Bro. Zum Baumarkt, Alter. Ich brauch ey, jemand muss tragen, Mann. So, warte, komm wie her, hieß Bro. Nochmal der Bruder? Ey, wir haben noch jemanden. Die sind mir so blöd. Ja, wir hören dich, Mann. Ey, yo, Alter, Schamal, ich nimm den Bruder jetzt mal. Ey, du Schamal, hast ganz schön starke Bruder. Arme, Mann. Alter, ey, Jungs, stark, wir Mann. Haben zu wenig Platz im Auto, ja? Ey, Jungs, wer sitzt denn neben mir, Mann? Ey, wir brauchen einen Bus, her, Mann. Wir brauchen einen riesengroßen Partybus oder so, Bruder. Aber der muss rot Arm, sein, Mann. Ja. Und rauchen. Ey, Digga, bitte. Ich Scheiße, dein Arsch blockiert Digga. Die Tür, Mann. Das ist zieht. Mir egal, Mann. Ey, nimm ab, Mann, du Fettsack. Ey, was soll das, Mann? Gib mir mehr zum Batzen, Mann. Wir sind heute alle dabei. Mann, Carsten, Mann, guten Mann, Abend. Ist geplant, Karl-Heinz Arzt, und Karl-Heinz zusammen Livestream zu machen. Keine Knie mehr, Mann. Dass zwei Karl-Heinz kommt, vielleicht mal, ja. Aber es ist, worauf ich mal Bock hab mit Freddy zusammen, diese Oma wieder. Die war richtig lustig. Das beim Baumarkt, Mann. Yo, dann kommt Jumbo mit unseren zwei Schwestern, Alter. Bruder, ich hab mal eine Frage. Weiß jemand, wo man hier einen Einlauf kriegen kann? Ich hab mir über die Reise voll den Darm verstopft, Bruder. Ich hab so ein ekelhaftes Käse-Sandwich an der Tanke bekommen, und Bruder, seitdem war ich nicht mehr scheißen. Scheiße. Ich glaub, du brauchst Weed, Alter. Ich brauche Darmspülung. Der hat was gesagt. Der hat gesagt, ein Einlauf, einmal batzen. Bro, ich glaub, hier geht's nicht lang, Bro. Ey, fuck, kann man auch mit dem Arsch rauchen? Ey, Bro, pass mal auf, wo du hinfährst mit der Kiste. Ey, kannst du auch aus dem Arsch rauchen. Ey, das wär safe und geil. Weed meinen Bob reinstecken. Das ich seh so einfach geil. Nur noch ich hab noch Beine, Mann. Das passiert dann, wenn man seinen Charakter changed, ne? Wir lachen mal auf, mal schauen, ob ich heute mal einen Lack hab oder nicht. Ich hab heute Lack, ey, Bruder! Es geht doch. Wo müssen wir jetzt hin? 5000, ey, Bruder! Ich hab schon 7000 Dollar! Ey, gibt's da Weed? Das ist an dem Markt, Alter. Oh, ich dachte jetzt, Alter, wenn der so mal 5000 drin wäre, wäre geil gewesen. Wer hat was gesagt von zwei Schwestern, Digga? Wer ist denn hier? Was? Ich hätte. Ey, Bro, weißt du, wo man hier heiße Schnitten herkriegt? Ja, im Kühlregal. Oder am Weihnachtsmarkt, jo. Ey, guck mal da vorne, das ist schon die. Ey, können die zu uns? Schau mal, die sind ja rot wie wir, Bruder. Ey, yo, was geht? Yo. Ey, Jumbo, was geht, mein Jumbo? Jumbo, alles fresh, oder was, Mann? Ah, Bruder, ich kenne nicht, wer ist das denn? Das ist Jumbo. Yo, Jumbo bin ich, Mann. Jala und Jennifer. Können die zu uns? Ich bin so stolz. Oder was, Alter? Nee, Mama Jürgen ist noch da geblieben, Mann. Fuck, yo. Achso. Nicht Mama. Scheiße. Nee, ist nicht. Mama. Mama Jürgen ist nicht da, Mann. Ey, Sisse. Was hast du für eine Karre, Jumbo, Alter? Nee, yo, Alter, ich hab gehasselt, sag ich dir. Hast du Weed für mich, Alter? Ein paar Gramm? Nee, dann müssen wir wählen zum Parkplatz, Mann. Wie geht's? Hey, Jumbo. Können wir deinen Ausricht verklappen? Nee. Jumbo, wo ist denn dein Boot, Mann? Ey, Bruder, ich brauch erstmal eine Knarre, die haben mir alles abgenommen, Bro. Ist immer noch. Schau mal, was ich hab, Alter. Ja, dann müssen Bro, wir, glaub ich, gemeint sich hin. Ja, zeigen wir dir, holen wir euch. Ey, lass erstmal einen Knarren holen. Nee, lass erstmal was holen, Mann. Jo, aber lass uns erstmal die Funkgeräte. Ey, die haben mir meinen Waffenschein weggenommen, Mann. Jo, achso, du hast noch kein Telefon, ne, haben sie gesagt. Was ist denn ein Waffenschein? Ich hab alles dabei, ich komm ja von woanders, Bruder. Achso, ich hab nur keine Knarre, bevor die mich aufhalten, Bro. Jo, okay, Mann. Wir holen dir die. Gut, dann holen wir erstmal Funkgerät, jo. Ja, lass mir mal die Kippe fertig batzen, Bruder. Ich muss schon sagen, Jumbo hat sich ganz schön verändert über die Zeit. Ja, Mann, der kann nicht mehr so riesen Ohren, Alter. Ich hab den nicht mehr erkannt. Ey, yo, du wolltest zwar noch ein bisschen was zu batzen, oder? Hast du was zum Rauchen, Alter? Ich kann ja auch meine Arsch. Ist das live? Natürlich sind wir live. Heute ist das erste Mal wieder live, Jungs, zumindest. Gramm, Alter. Bruder, hast du noch was zu batzen? Nee, Bruder, gar nichts. Geht, Mann. Ey, danke, Bro. Yo. Ey, ich zieh dir mal. Ey, wo ist jetzt dieses Kack-Funkgerät da?
Scheiße, man muss hier rein, jo. Wo hier rein in den Laden oder was? Okay, Bro. Hier hinten bei den Rasenmähern. Bei den Rasenmähern, alles klar, wir brauchen hier noch Rasenmäher, Bro. Jo, deswegen, Mann, Alter. Gibt es trotzdem noch 1 zu 7? Ne, wir haben 1 zu 7 abgeschafft. Wir haben 1 zu 7 komplett vom Server genommen, weil wir der Meinung waren, der Auffassung waren, es passt einfach nicht mehr. Das Kartell haben wir auch vom Server genommen und die Pizzeria ebenfalls. Hast du genug Geld, Bro? Was, Bro? Ne, ich habe alles, Bro. Alles gut. Perfekt, Mann. Wir haben jetzt nur noch die, wir haben jetzt nur noch hier die Dinge haben wir bei uns, die, die Lancer, sonst gibt's keine Gangs mehr auf RLO. Wir haben alles andere, haben wir weggemacht. Nur 24. Es gibt nur noch die Lancer. Dann diese Sternpunkt. Ich hoffe, ihr versteht die, diese wunderschöne Ironie. Alter, Bro, $139, Bruder. So, was mache ich jetzt damit, Bruder? Wie stelle ich ein? Das ist so ein Hexengerät, Mann. Du musst da drehen oben, Bruder. Ah, Bro, ich hatte schon eins. Und auf wie viel? So, 420, 42, man. 420, zweimal oder was? 420, 42, Bro. 420, 42, Digga. Mit Punkt, Bruder. Ach so, mit Punkt, Bro. Bruder, ja, sag doch. 420, Punkt, 42, Digga. Dann können wir reden, Bruder. Das ist der Sound. Test, Test, 1, 2, 3, wo sind meine Broskis? Ich höre dich nicht, Digga. Ey, Bruder, ich hab vor 2024 eingegeben. Was ist denn falsch mit dir, Bro? Hallo? Digga. Digga, was machst du denn für eine Scheiße? 420, Bruder. 420 oder was? 420.24, Bruder. Nein. Oder 24, Bruder. Ich geh zu dem anderen. Du bist einfach zu lost. Ey, bleib mal stehen, Bro. Ey, ich komme in diesen Dreck-Funk-Dings nicht rein. Wie ist da der... Ach, oh, 420.42. Ja, Punkt 42, Bruder. Jack, hört man mich, hallo? Jack, man hört dich, Mann. Bro, ja, Bro, ist alles okay? Jaden, ja, Mann, ja. Jaden, Junge. 420. Ey, Jaden Smith oder was? Ist der Jaden auch hier? Jaden weiß nicht, dass er Jaden heißt. Ist Jaden so Smith hier? Jaden, wir müssen ihm gleich erstmal ein paar Golfschläger besorgen. Alter. Ja. Mit dem Fairtrade-Sticker, Mann. Jo, wir müssen jetzt erstmal kurz nach Sandy, jo. Warum, Mann? Ich muss da am Parkplatz, ich lasse euch meine Karre hier. Wer ist denn jetzt Kinder Sandy? Sechs. Ist das auch eine Sis oder was? Oh, Alter, nein, ich hab mal eine Sandy bei SpongeBob gesehen. Ich hatte so einen Crush auf die Kleine. Wo hast du denn dann? Yo, Sandy, yo! Ey, Bro, wer fand auch Sandy bei SpongeBob übelst nice mit Bikini so? Yo, Sandy. Bro, ich hatte so einen Crush auf die, wie so 12 war, Bro. Ja. Oh, yo, also yo, letztes auf, Jahr, dann, Mann. Bruder, ich ahnte einfach. Die wird richtig hot, Bruder. Ich ahnte einfach. Nein, auf die Tragefläche, Alter. Ey, der Bro das steht auf Eichhörnchen, Mann. Nee, Bruder, ich ahnte, dass die hot wird, wenn sie älter wird. Weißt du, ich ahnte einfach. Da hat jemand grüne Haare oder bin ich schon wieder Stone? Ich glaub, du bist Stone, Mann. Fuck, der Mann, der hat grüne Haare. Crush of Sandy, nee. Ja, bestimmt, ich brauche mal ein neues Outfit, ne? Ich bin damit eingereist. Ich brauche mal ein rotes Outfit. Alisan Selimovic. Dankeschön für den 10er Superchat. Vielen Dank. Außen weiß und innen grün. Yo. Danny, eine kleine Spende für Goose, der P-Spieler und dein Server. Macht echt Spaß, deinem Live zu schauen. Mach weiter so mit deinen Leuten. Vielen Dank. An Danny, Stefan Walter mit DLP, Thomas Heger, willkommen zurück. Wie war der Urlaub? Wie geht's? Sehr gut. Auf jeden Fall schön mal entspannt gewesen. Dankeschön, Thomas. Der Spezi-Tiger, danke sehr, Kilian. Spezi-Tiger. Hoffentlich fällt er nicht runter, Mann. So, K7M, wie geht's dir? Sehr gut, ich hoffe dir auch. Dankeschön für den 10er Superchat vorhin, ne? Die Liebe geht raus. Und irgendwer hat vor 12 Minuten Prime-Sub bei Twitch dagelassen, dankeschön. Vorsicht, hey, Wolf. Genauso wie Ryan. Stecken. Jumbo Pferd, das wird das auch geworden. Danke, Robert ist auch noch VIP geworden, dankeschön. Ryan Stecken. Ey, was ist geil, einen neuen Namen für Ryan gefunden. Ja. Ey, Bro, der ist unsere Farbe, Bro. Drin ist, ey, der gehört jetzt mir, ja. Oh, ich klau den, Bruder. Lass mal schauen, ob da Weed drin ist, Alter. Ey, yo. Ist er wieder drin?
Hey, gibt's hier Weed? Hey, da wird Liebe gemacht, Bro. Da ist nichts drin, Alter. Ja, ich lasse immer was drin. Ist es auch ein Bro? Lass ihn mal auf die Karte pissen. Jake. Ja, Bruder, ich habe ihm was reingemacht. Jake, mach langsam, Bro. Das ist der Sound auf die Spende. Ey, fuck, wann wollen wir den klauen, Mann? Ich weiß nicht, habt ihr was dabei zum Klauen? Ich nicht. Ja, hab ich mal. Ja, dann klauen wir den doch, oder? Ich hätte auch einen Dietrich, Alter. Ey, und lass meinen Raptor heile, ja, Mann? Alter, der war teuer. Ey, das ist der Grüne, Mann. Schau, das ist sweet, Mann. Hey, hast du was zum Ziehen? Oh, leider nicht, da muss ich passen. Wieso leider nicht, Mann? Fuck, wir sind unterweedet, ey. Hör mir zu. Was denn hier? Scheiße, ja, Scheiße, er hat sie ja gefunden. Ich hab jetzt das Felsen gezogen. Scheiße. Bro. Der sieht aber ganz schön green aus. Green City oder was? Darf ich kurz einpacken? Ey, Bro, der will hier einpacken. Mach mal Platz für den. Jo, pack ein. Gegen 10er Gebühr, Alter. 10 Gramm gibt's dafür, Alter. Weißt du nicht. Ey, willst du was kaufen? Willst du was kaufen? Leider nicht. Ich hab noch 9 dabei. So. Nee, scheiß auf den LKW. Nee, da muss ich wirklich schneller passen. Oh, schade. Nächstes Mal, Bro, nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Ja, nächstes Mal, Bro. Was ist los jetzt, Alter? Wir fährten hier, wir müssen mal fahren jetzt, Alter. Einfach noch ein Auto steigen. Ey, wir müssen noch irgendein Eisen kaufen, Mann. Ja, Bro, ich brauch eine Waffe oder so, ich hab gar nichts, Bro. Ja, Bruder, wir gehen uns jetzt Waffen holen, Alter. Jo, mach das, ich komm wie gesagt später nach, Mann. Alter. Und passt aber auf den Donnervogel auf. Jo, der war vorhin schon wieder unterwegs, Alter. Was ist denn der Donnervogel, Alter? Der Donnervogel mit den gefährlichen Flügeln, mein Geld. Ey, Bro, wenn ich auf Toilette sitze, gibt's einen Donnervogel. Hab ich schon mal geklaut, jo. Du ahnst, Bro, du ahnst. Ich hab gerade gedacht, Alter. Jo, das ist einer. Da fliegen die Cops rum, Alter, und machen Lucky Lucky, Alter, wie das heilige Lama. Wartet mal auf uns, Alter. Ich muss nur schnell im Laden Geld holen. Das ist der Sound auf die Spende. Das wird heute so lustig, einfach mal. Drittes Auge wie das heilige Lama. Alina AB 17, danke für 5 Euro, Superchat, dankeschön. Und hier Carsten Wunder, aber hey, schön, dass du überhaupt nicht krank geworden bist. Vielleicht ist ja voll, ich war zum Glück nicht krank. Ich dachte kurz, ich werde krank, aber zum Glück nicht. Nee, Mann, Alter. Boah, Bro, ist ein Überfall hier, hallo? Ey, da ist ja niemand. Hey. Hab ich doch in die Taschen reingeschaut, hab ich noch Burger gefunden. Fuck, Mann. Geil, Alter. Crispy Chicken, Mann. Leben kann so geil sein. Ey, Jungs, Joe ist am Hauptplatz, Mann. Joe? Wer ist Joe, Mann? Joe soll in den Funk kommen. Joe Mama, Bro. Joe Mama. Ah, Joe Mama. Ey, wo seid ihr hingefahren, Mann? Ja. Bei der Bank, ja. Ey, ich brauch eine Waffe oder so, Bruder. Ja, wir holen jetzt mal. Wir kennen da jemanden, der einen kennt, der ein bisschen schnell bellenden Hund hat, Mann. Ihr holt ja dann Joe noch ab, Mann. Jo, fahr mal bitte. Wir holen jetzt erstmal Wummen, Alter. Jo, Alter. Aber ihr müsst dann Joe abholen. Ich hab jetzt Termin, Alter, wegen dem Boot. Shit. Von Onkel Jeffrey, Alter. Sonst krieg ich da Ärger, Mann. Onkel Jeffrey, Alter, der nimmt dir deinen Weed weg, Mann. Ja, Mann, Alter, ich hab seinen Kahn geklaut, bin hergeschippert, setz die Karre weg, Mann, Alter. Danke doch mal an Alisan, Moixil, meine zweite Spende, und ich wollte dir sagen, dass du der beste Streamer, den ich kenne. Vielen Dank. Ja, dankeschön, Alisan. Vielen herzlichen Reiz darin. Bei Mama Jürgen oder was? Und der jemanden kennt, den wir auch kennen, meinst du den hier? Denk dran, wie gesagt, Joe wartet am Hauptplatz. Lass den jetzt nicht hängen, yo. Ja, Alter. Yo. Yo, Mann, Joe, ja, lass mich nicht hängen, Mann. Yo, ich bin fresh. Ey, Bro, da vorne sind Cops, Bro, guck. Ich muss Funkgeräte abgeben. Ey, yo, guck mal, ey, Bro. Ey, lass kaufen, Bro. Ey, yo, Alter. Ey, Bro, bleib mal stehen, wir kaufen trotzdem. Wir reden mal mit dem. Komm, wir lenken den ab, die sind schon drüben. Yo, gute Idee, Mann. Yo. Oh mein Gott, ich bin so fett. Scheiße, Bro, hier gibt es nichts zu sehen, Bro. Yo. Bro, hier gibt es nichts zu sehen, Bro. Yo. Ey, was läuft?
Wie geht's, Mann? Wie viel um bei Ihnen? Ja, Bro, mach mal Motor aus, Umwelt und so, Bruder. Shit, Mann. Ey, Bro, ey, ahnst du gerade was? Was denn? Ja, Bro, tust du gerade am Ahnen, oder was? Ach so, kommt er jetzt unser Bro, er ahnt. Bro, er ahnt einfach. Yo. Ey, der holt seine Kollegen. Der ist super, ey. Ja, Alter! Maximilian! Wuppelt 1 zu 7 raus, obwohl wir keinen 1 zu 7 Stream haben. Gut, was kann man jetzt für sie tun? Den Bro Yo abholen vom Haus. Ey, Bro, der ahnt, Bro, der ahnt einfach. Ey, Bruder. Ey, Bruder, wenn du gerade am Ahnen bist, dann sag's mir, Bro, okay? Ey, ja, predicted, man. Was geht, Schnuckelchen? Oh, ja, das ist kein Wort. Sie klärt das, Alter, sie klärt das. Sis, Bro. Ich glaube, der braucht eine Autowäsche. Ey, das ist was zum Barzen, Mann. Was haben sie gesagt? Ich glaube, er braucht eine Autowäsche. Netter Schnauzer, gefällt mir. Er redet nur mit Frauen, hat er das gemerkt, Mann. Voll abgehoben, Mann. Ey, Maximilian, ich küsse deinen Nacken, viel herzlichen Reizdarm. Er haut hier 1 zu 7 mit Fies raus. Ich küsse deinen Nacken, Leute, lasst alle mal ein Herz in dem Chat und 1 zu 7 im Chat für Maximilian 143, bitte, meine Damen und Herren. Was wollt ihr jetzt hier? Oh, Bro, ich bin so bekifft, Bro, ich sehe nichts mehr. Oh. Ey, das Zeug hier ballert ganz anders, Bro. Ey. Ey, hier ist ja Disco, Blinklicht und so, Broski. Ey, Bros, ihr ahnt, oder? Ihr ahnt einfach, oder? Ey, Bros, hört ihr mich? Ach, der macht die Scheibe nicht runter, der... Oh. Hey, yo, peace, Bro. Ey, ist alles cool, Jungs, ist alles cool hier, oder? Lass mal eine Runde golfen jetzt gehen. Ja, ich dachte, wir gehen eine Waffe kaufen. Ich muss mir aber noch ein Eisen kaufen, Mann. Lass mal alle golfen gehen, Alter. Ja, ich brauche noch einen Golfschläger. Broskis, wo kriegt man hier einen Golfschläger her? Jungs, ihr seht mir aus, als spielt ihr Golf in der Mannschaft. Wo kriegt man so einen Drecksgolfschläger her, Bro? Ich zähle jetzt bis 3, dann steigen sie aus. Wenn 1, sie bis dahin 2, sind, 3. Ich kann noch bis 3 ziehen, mir geht's gut, Bro. 2, 3. Redet der mit dir oder mit mir, Bro? Ist nicht der Uber, ach, du warst Bro, da drin, okay. Ey, unser Bro kann nicht zählen, seid mal lieb. Ey, Jungs, ich brauche einen Golfschläger. Ey, du siehst mir nach einem schnuckeligen Golfspieler aus. Kannst du mir einen geben? Spielt wer Golf von euch? Spielen Sie Golf? Nee, negativ. Oh nee, ich brauche jemanden, der Golf spielt, dass ich mir das beibringen kann. Entschuldigung, Sie machen keine Golfveranstaltung und sind Sie kein Golflehrer oder so? Ich würde mir gerne mein Golf-Tattoo stechen lassen, aber... Dann steigen... bleiben Sie mal bitte stehen da hinten, ne? Ey, Broskis, fahren wir jetzt oder wie sieht's also aus? Das Auto. Hallo, ja, einmal bitte alle aussteigen. Der macht Stress ohne Grund. Hallo, wer holt mich hier zusammen? Ey, der macht Stress ohne Grund, auf den habe ich keinen Bock. Nein, der hat keinen Golfschläger. Warum denn aussteigen? Ich steig aus, wenn du einen Golfschläger hast, Bro. Eine Kontrolle durch, bitte aussteigen. Ich hab Rheuma, Mann. Ey, wer räumt sein Haus nicht auf? Ja. Kacke, ich hab Weed einsteigen, Alter. Ja, ich komm, auch. Yo Mama, fahr mal bitte, nicht so. Mann, doch nicht vor die Linse, Mann. Bruder, ich brauch noch immer eine Waffe. Ich hab auch keine. Ja, ich auch nicht, Mann. Wow. Mach mal langsam, Mann. Wow. Alter, wow. Was für eine Scheiße, Mann. Ja, fahr nicht so ein Müll zusammen, Bro. Echt, Mann. Ich mach mein Bestes, Mann. Hast du was zu barzen, oder was? Und Bruder, sonst kommen wir heute noch hinter schwedische Gardinen. Und das will ich Weed nicht. In den Venen, Mann. Fährst du smoother, weißt du. Ja, Mann. Ey, ist unsere Sis dabei? Nein, nee, Bro. Scheiße. Die ist nur dabei, wenn's ums Barzen. Oh Mann, ey. Wir bringen uns dann raus, Mann. Ey. Wir sind schon, weiß ich, seit 24 Minuten, wir sind schon in Highspeed verfolgt. Ja, wo ist eigentlich die Highspeed, ey? Ja, aber die haben eine G-Klasse hinten dran. Ich auf jeden Fall, Mann. Und ich werd angerufen. Ich hab mich an. Nix zu verbergen, Mann. Ich war ich erst auch. Im Knast, Mann. Ich hab einen Hotdog, ja. Ja, ich hab einen Hotdog in meiner Hose, Bro. Den kenne ich, Mann. Aber da darfst du nicht hingreifen. Ja, wir machen das so, Mann. Oh, ey, oh, jetzt hab ich mich. Ah, Bruder. Entschuldige, ich hab grad einen aufgedrückt im Auto. Alles okay? Kein Problem, Mann.
Das ist ein normaler Geruch, Mann. Ich glaube, so langsam geht die Verstopfung weg. Jetzt drückt der Stift, Bruder. Die, wo nichts zu verbergen haben, bleiben gleich einfach sitzen und ich renn weg. Weißt du, wer gleich bleibt? Apache bleibt gleich. Wer? Ja, was sucht denn der Stelle? Das ist unser Häuptling. Ey, yo, ich hab so das Gefühl, wir kommen nicht weg. Yo, wir kommen auch nicht weg. Mit dem wir wollen doch nicht weg. Ah, Bruder, wir gehen aber in der schwedische Gardine, das will ich lass nicht. Lass mal was barzen. Lass was barzen. Wie viel ist ja eigentlich legal? Ich hab jetzt, ich raus uns alles weg, Bro. Yo, nicht verdammt, im Auto ich hab rauchen, auch noch Alter. Was, Mann. Ja, warum nicht im Auto rauchen, Bro? Was passiert dann? Ich knall's Gras weg, Alter. Ja, ey, das ist ein Rauchverbot. Dann sind wir voll in der Cloud, Mann. Wie bei Uber. Oh, nee. Yo, ich brauch eine passende Stelle, Alter. Lass dich mal von Baba Gabne ins Video gehen. Alter! Bruder, übertreib nicht! Hast du nichts gelernt, Maximilian 143 haut. Das ist doch keine Schule, Mann. 250 Euro mit Überweisungsgebühren raus, bitte. Sag mal, ist alles okay bei dir? Ich weiß schon. Auf einen Mega-Stream schreibt er. Du hast ja nur am Schulhof im bist du deppert? Ich hau mal ein Like raus. Das ist so. Ich hau mal einen raus heute. Lass alle mal ein Like dafür, Maximilian. Der wuppelt hier raus. Das ist gut, aber übertreib's nicht. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Aber ich bedanke mich recht. Bruder, du hast jetzt gerade. Du hast hier gerade über 300. Nee, du 357 Euro ausgegeben. Aber davor hätte sie mir Spiegelei gemacht. Bist du deppert? Der schallert raus. Yo, geil, Mann. Ey, Bro, ich hab so das Gefühl, das wird nichts, Bro. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die vielleicht wegbashen. Habt ihr eine Bazooka im Auto, Bros? Leider nicht. Negativ, hier im Hotel. Bruder, ich ahne was, ich ahne. Ich hab einen in der Hose, Mann. Yo, du hast eine Super Soaker halt von Mattel in der Hose, die ist so klein. Mit der kannst du gerade mal ein bisschen geladen, Wasser Mann. Spritzen. Bro, Alter, meine ist mit automatisch Raketen. Was? Automatisch Raket? Ey, Bro, ich hab jetzt voll Bock auf ein Käse-Raclette. Ich renn weg, Alter. Hast du Käse? Ey, Bro, Homie. Ey, Bro, was macht jetzt, Bro? Bro, Homie. Hey, wir ey, Bro, rück rüber. Bro, rück rüber ein Stück. Ey, Bro. Ey, wieso läuft der Bro, rück doch rüber, Bro. Er sitzt vorne im Auto und rückt nicht. Bro, du musst, du ahnst. Aussteigen. Ey, Bro, ich hab damit nichts zu tun. Ich wurde, Bro. Aussteigen. Ey, wir haben, ey, wir sind die Waffen, für, Jungs. Mann. Ey, Bro, wir können wirklich nichts für, das ist losgefahren, Bro. Hey Leute! Ey Bro, der ist losgefahren, Bro! Rose! Peace, ey, peace! Ja, chill, wir holen dich. Oh, Bro! Soll ich halt wichtig machen? Er hat mich fetzt halt wieder, also ich dachte, ich mache. Support? Hilfe? Habe im Auto geraucht und bin jetzt tot. Schau mal, ob ein Support kommt. Ich hab halt gedacht, man steigt aus oder so. Er gesagt hat, man geht aus dem Auto raus. Dachte ich mir so, okay, ich dachte, ich mir so schnell alles vernichten. Schnell alles im Auto rauchen. mich haut's ja wortwörtlich aus dem Auto. Ich dachte, er steigt aus oder so. Deshalb soll ich nicht machen. Das ist ein Bug. Das ist halt legitim ein Bug. Ich hoffe, da kommt wer und holt mich. Ich will mich jetzt nicht selber überhelfen. Warte hier. Ist ja so vom Supporter, ich hoffe. Hilfe haben im Auto. Dankeschön. Oh, Bro. Jetzt muss ich dann wieder alles hoch, natürlich. Logischerweise. Ich hatte es ja ganz runtergemettelt mit dem Ding. Ich muss ihm sagen, ich hab gerade in der Cloud kurz verbracht. Aber der Bug wurde mir bis jetzt nicht einmal reported, ne? Nicht einmal, also ich wusste nichts davon. Ey, wo sind denn die Bros? Ey, Bro, ich bin voll in der Cloud. Oh, Mashallah, oh, einfach die Hübsche. Ey. Gehören sie dazu? Ja. Ey, sie sind voll hübsch so.
Seit wann sind Polizisten so hübsch? Danke, aber dann bitte ich Sie einmal mit dem Rücken zu mir gekommen. Ja, ja. Oh, ich lasse mich gern von Ihnen festnehmen. Danke. Dann sind Sie vorläufig festgenommen. Ja, ja, ja. Ich habe damit auch nichts zu tun, ich bin nicht gefahren oder so. Oh, sie riechen nach... Bitte. Sie riechen voll gut. Erinnert mich so ein bisschen an... wie heißt denn das? Nach... Wie heißt denn das? Können Sie mir vielleicht erstmal verraten, wo ich Ihren Perso bin? Hey Bro, ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Ich hinten in der Tasche. Ich greife da mal rein, ja? Nach Blüten. So riecht das. Nach Blüten. Ey, Bro, ich wurde gerade von einer richtig heißen Officerin festgenommen, Bro. Ey, wieso hab ich das Glück immer nicht? Ja, ich hab grad voll das Glück, Bro. Ey, ich glaube, die mag mich. Ich glaube, wir gehen, heute noch auf den Kaffee oder so. Natürlich. Ey, ich hab im Auto einen gebarzt und war auf einmal irgendwo in der Cloud, Bro. Ich ahnte, ich ahnte. Ich hab einfach geahnt. Ey, wir haben damit wenig zu tun. Der Bro ist einfach abgehauen. Ich schwöre. Ich schwöre auf meine Mutter. Der ist so, abgehauen, erstens, ja. Kennen Sie Ihre Rechte? Hä, was? Ob Sie Ihre... Oh, Bro! Oh, Bro! Oh. Ich glaube, jetzt kenne ich meine Rechte. Jetzt bin ich verletzt. Ich auch. Oh, Bro, mein Bein. Oh, Bro. Oh, das schmerzt, Bro. Ah, jetzt kenne ich meine Rechte. Oi. Ja, wir hätten es vielleicht absperren sollen. Der, der Kollege ruft das FD. Ja, der Kollege Schnürschuh. Ja, es geht noch, weil sie da sind, ja. Okay. Kennen Sie Ihre Rechte? Ja, der ist mir rechts reingefallen. Jetzt weiß ich, wo rechts und links ist. Nein, nein, Ihre Rechte als Gefangener. Warum bin ich gefangen? Ich habe doch nichts gemacht. Hallo. Ich bin ja nur, ich wollte ja nicht da mitfahren und so, Bro. Ich wollte ja nicht fahren. Der Bruder hat geahnt, so, weißt du, der ist ja weggelaufen, hat geahnt, dass was passiert, so. Und ich saß hier im Auto, ich konnte nicht aussteigen, ja. Waren doch alle hier in dem Fahrzeug mit drin. Ich bin sogar aus dem ekelhaften Trip zurückgekommen, weißt du. Ja, gut, das geht, bleiben Sie mal hier. Ich bin jetzt zurückgekommen, weißt du. Ich wollte noch mal fragen, weil er wurde überfahren. Nein, Bro, das ist meine, komm, verpiss dich, geh zu dem übergestülpten Typen. Bro, ey, wir teilen doch brüderlich. Nein, das ist meine. LAPD, hallo? Oh, jetzt habe ich. Können Sie vielleicht einen Kuss auf mein Knie machen, weil das tut jetzt übelst weh so? nee, leider nicht. Oh, schade. Wo finde ich denn Ihren Ausweis? Mein Ausweis ist in der Tasche, rechte Hosentasche. Hinten, okay. Hinten in der Hosenflasche, ja. Okay, Herr Lenz. Nicht so grob ziehen dran, ja? Hab ich nicht. Alles gut. So. Ja. Dann nochmal die Frage. Kennen Sie Ihre Rechte im Staat L.A.? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die noch nicht gehört. Nee, von Ihnen höre ich es gern. Okay, dann sage ich Ihnen die einmal. Kleinen Moment. So, Sie haben das Recht zu schweigen und Fragen zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu konsultieren, bevor Sie mit der Polizei sprechen und einen Anwalt bei der Vernehmung jetzt oder in Zukunft anwesend zu haben. Wenn Sie sich entscheiden, Fragen jetzt ohne Anwesenheit eines Anwalts zu beantworten, haben Sie immer noch das Recht, die Beantwortung jederzeit einzustellen, bis Sie mit einem Anwalt sprechen. Die Polizei ist jedoch nicht verpflichtet, einen Anwalt zur Verfügung zu stellen. Der Gefangene hat das Recht, die Befragung so lange hinauszuzögern, bis er einen Anwalt gesprochen hat. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, aber ich habe eine Frage zu den Rechten. Ja. Wollen wir später auf einen Kaffee gehen oder so? Nee, tut mir leid. Okay. Ich suche Sie noch. Ja, Bro, ich hab nichts dabei, ich schwöre. Du ahnst, ich hab nichts dabei. Ah, einmal hinten bitte, ich hab ihn nochmal raus. Entschuldigung, Mann. Also hinten mit der Tür und einmal mit dem Anschnallgurt, bitte sehr. Jo. Okay. Alles klar. Ich nehme ihn, wir gehen jetzt mal zum FD vor und dann... Ja. Ey, Bro, bis später, Mann. Ja, Bro, ich wurde angefahren, Bro. Ich ahnte einfach. Hallo, ich hab geahnt. Ich nehm kurz die Handschellen ab. Und ja, dann ich hab ja nichts gemacht, so. Das ist Jamal Lenz. Alles cool. Verstehst du, Bro? Ist ja alles cool bei uns. Ey, sie sehen so ein bisschen aus wie mein kleiner Willi, wenn ich ihn raus soll. Der hat auch so einen Hut auf.
Ja, Bro, ich hab eine Frage. Und die eine Person? Und zwar, ich hab mir voll am Bein wehgetan, so, Bro. Ja, setzen Sie sich mal auf die Trage oder legen Sie sich drauf. Ja, ich bin nicht schwer verletzt oder so, Bro. Ich wurde halt angefahren, ne, Bro. Ja. Soll ich mich hinsetzen, Bro? Wie es für Sie besser ist. Ja, ich setz mich hin. Weißt du, der ist mir so voll ins Knie so gefahren, weißt du, Bro? So rechte Rechts Bein, so. Bro, rechte Bein, Bro. Boah, ich schwöre. Ich guck mir das mal an. Bruder, er hat geahnt. Er ist einfach gefahren, wie ich festgenommen wurde, weißt du? Ich wurde halt so festgenommen, weißt du? Und dann fährt er mir einfach so rein. Und ich war so voll auf dem Trip, weißt du? Ich war so unter Erdboden. Und dann kommt der und auf einmal so BOOM! Weißt du, und dann rein. Er ahnte. Oh ne, Manuel Bogolte! Haut auch und muss ja alles vorlesen. Ey, vielen Dank! Bruder! Ich ahne. Wie sind Ihre Schmerzen? Ja, weißt du, so ganz auf Ehrenbruder-basismäßig so. Schon schmerzhaft so, weißt du, aber wenn du angreifst so, weißt du, wie du jetzt gerade machst, tut halt mehr weh. Aber so auf Ehrenbruder-Basis so eine 4 von 50. Okay. Wollen Sie Schmerzmittel haben? Ich weiß, ich hatte schon mehr Schmerzen. Meine letzte Beziehung hat am mehrsten geschmerzt, weißt du? So also auf dem Meer draußen. Schmerzmittel haben? Nee, Bro. Aber letzte Beziehung hat am meisten geschmerzt. Ich hab halt geahnt, so, weißt du, die ist so fremd gegangen und so. Die hatte einfach so voll den Typen. Ich wusste halt nicht, dass die so auf Asiaten steht, so, Bro. Dann geht die einfach so mit, weißt du, so mit so Karate-Kit einfach, weißt du? Und hat mich so links liegen lassen, Bro. Das hat voll. Bro, das hat voll geahnt. Ich hab halt geahnt, dass sowas passiert, so, weißt du? Ja, und dann hat sie halt so Schluss gemacht, hat sie so gesagt, ich werde nie asiatisch, weißt du? So, und dann habe ich mir gedacht, ja, ich komm, lass Augen operieren, so. Und dann dachte ich so, nee, Bruder, ist nicht wert, so, weißt du? Weil, weißt du, die steht halt nicht so auf mich, so, weißt du? Bro, ich schwöre, das hat so gehörtet in meinen Feelings drin, Bro. Ich war so richtig broken down, weißt du? Das hat, also seitdem ich so Schmerz hatte, so innerlich Schmerz, weißt du, seitdem so macht mir nicht mehr so viel Probleme, wenn mal so kleines Auerbubu ist, weißt du? Ja. Können Sie mal Ihren Namen verraten? Bitte, wie Name? Ja, Lancer, Bruder. Lancer. Wie noch? Da gibt's ja nur einen. Ja, da gibt's nur einen, genauso ist es. Vorname? Viele Lancer. Ja, Bruder, jetzt ahn doch mal. Keine Ahnung. Ey, Bro, man kennt mich doch. Ich seh dir alle gleich aus. Wir sehen uns, Bro, hallo. Wir sind zwar von einer Mutter, aber muss ja nicht so asozial, dass wir alle gleich aussehen, Bro. Ist ja voll gegen unsere Familie, ja, so, nicht weißt alle, du. Aber es sehen wirklich viele ziemlich ähnlich aus. Zumindest sehen die ziemlich ähnlich alle aus. Müssen Sie den Herrn Lernzer mitnehmen, oder? Ja, wahrscheinlich. Sein Bein sieht nicht so gut. Warum sieht, Bro, mein Bein sieht doch gut aus. Warte, ich zeig Kollege, dir, komm. Guckt sich's noch mal komm, an, ich schieb dir Ausweis, Bro, komm her. Verbinden können. Dann kannst du dir merken, weißt du? Danke sehr, mach ich. Kriegen Sie einmal direkt schön für mich zurück. Thanks, Bro. Ja, weißt du, weil Dame hat nicht aufgepasst so auf mich. Jetzt hat die auch meine Feelings so ein bisschen gehörtet, weil die mit mir nicht auf den Kaffee will. Oh, schau mal, Feuerwerk, voll romantisch, so voll küssen, so, weißt du? Weißt du, die Chica am Schoß. Ey, Jungs, ich hab kein Geld, ne? Na, wie war dein Ich übernehme die Rechnung, alles gut. Ah, es ist sehr, Bro, ich bin gerade frisch hier drin, weißt du? Ich war vorher nicht da, so. Ich habe kein Geld zum Bezahlen, so, Bro. Ich bin arm. Du warst C1, oder? Ja. Ja, ist aber schön, dass sie zahlen. Ich hätte beim Kaffee hätte ich bezahlt, weißt du? Aber sie wollen ja nicht. Ohne Geld.
Wie? Nein, ich habe ja ein bisschen, aber ich weiß nicht, Behandlung, was kostet so, weißt du? Ja, was machen die denn hier oben? Ich verstehe das nicht. Warum machen die so schönes Feuerwerk? Keine Ahnung. Ich schwöre, ich würde mich jetzt am liebsten so auf Rücken legen, so. Und dann so ein bisschen Feuerwerk schauen. Und dann so knutschen, weißt du? So mit... ich nicht mit ihnen, nein, nicht mit ihnen so. Mit, aber da kommt so alles wieder hoch aus letzter Beziehung, so Silvester, weißt du? Was hatten wir hier für Schmerzen? Oder ja, Beinschmerzen. Er macht ja gerade am Bein. Okay. Am Bein tut Schmerzen. Hat eine 4 gesagt. Ja, das Bein ist... Ja. Muss das Bein jetzt ab? Genommen. Nö. Ey, die machen nochmal Feuerwerk. Jetzt nochmal Knutschparty hier. Ich hab auch nur Feuerwerk. Warum machen die auch Feuerwerk? Ja. Willst du dir ein Bild noch machen? Ja, was? Bild machen? Was? Wollen wir ein Bild machen? Ey, Bro, du bist ziemlich nah an meinem Sack, Bruder. Musst du ein bisschen aufpassen, ja? Alles gut. Ich bin da sehr empfindlich. Ja, ich würde den auch mitnehmen ins Oceans. Mhm. Gut, wenn sie wollen, können sie dich hinlegen. Oder ja, Bro, ich leg mich hin, ja? Ich leg mich hin, Bro. Alles cool. Gut. Wo gehst du jetzt hin? Ins Hospital oder wohin? Ja. Genau. Okay. Ja, ich ahnte schon, dass wir dorthin fahren. Okay. Täter-Status, bitte. Ja. Ey, aber so ganz auf flockig fahren wir dorthin, oder? Ja. Fahren wir so mit Siren und so mit genau. Blue Light oder Red Light? Alles drum und dran. Wow, Bro. Die Regeln für die Ambulance kennen Sie? Hä, was? Welche Regeln? Nicht essen, nicht trinken, nicht ja. Telefonieren, nicht pumpen, okay. Gar nichts. Okay, alles cool. Sind Sie im Fahrzeug? Ja, alles tasty, ich sitze drin. Perfekt. Alles crunchy so. Also mein Bein ist auch crunchy, verstehst du? So, ich lese mal vor. Davorix, wollte dir danken, dass du so, dass du mich oft aus meiner Depri-Phase holst in deinen Streams. Ich habe zu danken, dass du dabei bist. Dankeschön, Davorix. Und freut mich, dass ich dir irgendwie mal raushelfen kann. Der Hans-Jürgen Aust ist dabei. Danke auch für 90 Cent, haut raus. Max Gaming ist auf jeden Fall. Manuel Bogolte. Also, für den besten Hund. Das Beste für Feierabend im LKW. Manuel guckt im LKW zu. Alter, 50 Euro Superchat. Ich bedanke mich recht herzlich. Mit sowas. Dankeschön, freut mich. 500 Futterkäufer. Bin auf Jagd. Jawohl, da viel Spaß beim Jagen. Was auch immer du jagst. Hoffentlich keine Hunde. Einfach am Jagen. Max und Feier. Grüße bitte Johannes 1-7. Er hat einen Lazi-Town-Moment. Also Lazy Town, da steht Lazy Town, Moment. Weiß ich natürlich noch, er leitet auch einen Gamer-Discord. Keine Ahnung. Johannes 1-7 sagt mir gerade gar nichts. Aber ich grüße auf jeden Fall. Max und Feier. Oh, Vanessa Strübig ist auch wieder dabei. Schön, dass du wieder da bist, Jun. Ja, ich hab zu danken, dass du auch wieder am Start bist. Vanessa Strübig am Start, haut und 20er Superchat raus. Vielen Dank. Killer, mit meine Idee für 3-0 sind die neuen M2 und Autovermietung kennst du Bad Hersfeld. Was sind das für Fragen? Neuer M2 ist drin. Autovermietung werden wir nicht machen, weil sonst keiner mehr Auto kauft, alle mieten dann. Und Bad Hersfeld kenne ich tatsächlich nicht. Nein. Aber Dankeschön an Killer. Monkey Mika, danke für den Euro auch. Magna Lump, willkommen zurück aus dem Urlaub. Hoffa Rosam. Chuck Norris kennt den Vornamen von Frau Kleudowig. Was? Was? Chuck Norris kennt den Vornamen von Frau Kleudowig. Keine Ahnung, Bruder. Den verstehe ich nicht. Und jetzt der Pharao unter der Kassierern. Haben sie es passend? Den verstehe ich. Dankeschön an Magna Lump. Wieder mit den besten Flachwitzen EU West. Stachere ist noch gresubbed. Lottos Cobra ist gresubbed. Nida ist noch neue VIP geworden. Alin Tan ist gresubbed. Xionfan 1700 Bande von Life ist neuer Sub. Vielen Dank. Maximilian nochmal. Einer geht noch. Vielen Dank für den Euro. Alter Maximilian vorne am Raushuppeln. Und Big Mac, Dank für den Euro. Big Mac, Bruder. Max und Fire, grüß bitte Johannes, also sie mir hat damals. Ich verstehe das so immer nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Max und Feier, keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. So.
Vitalasis, hab dich vor 8 Monaten letztes Mal geguckt, wie geht's? Sehr gut, ich hoffe dir auch und Dankeschön. Vor 25 Minuten donated, ich lese selber das vor, tut mir sehr leid, aber mir geht's gut, ich hoffe dir auch, ne? Albanien sind das wieder dabei. Hallo aus Kosovo, Dankeschön und Grüße zurück. Höchstwahrscheinlich im Urlaub, ne? Es sind ja derzeit sehr viele Urlaub gerade, jetzt ist Urlaubszeit. Merkt man auch on stream, ne? Wenn sehr viele Urlaub sind. Alin ab 1,75 Euro, Carsten Wunder. Aber schön, dass du aus dem Urlaub nicht krank geworden bist. Das haben wir auch vorgelesen. Jawohl, zum Glück. Aber wie gesagt, ich war kurz vor dem Urlaub, dachte ich schon, ich wäre krank. Kurz davor gewesen einfach. Ja, aber zum Glück nicht passiert. Und Nico ist auf neuer VIP geworden. Dankeschön. Jetzt habe ich mal alles vorgelesen. Oh. Sorry, Bro. Ja, Bro, ich hatte heute so ein ekelhaftes Käse-Sandwich. So, weißt du, so einfach am Airport, weißt du? Ja. Und ich habe schon so geahnt, wird nicht gut. Ich habe seitdem so übelste Verstopfung, weißt du? Ja. So richtig awkward einfach. Und dann sitze ich da das so stimmt. Und dann, weißt wie du? Wie ein Eimer aufs Bett reifen. Aufs Bett? Auf welches denn? Auf das linke oder aufs rechte? Oh, oh, Bro. Bro, warum schmeißt du mir so aufs Bett, Bro? Oh, Bro, warum schmeißt du mir so aufs Bett, Bro? Jetzt, Bruder. Und du weißt, was zu tun ist, oder? Ja, ich mach Bärtebehandlung. Jetzt zieh mal meine Hose aus. Oh, oh. Oh. Ey, Bro, hier riecht's übelst awkward drin. Als hätte irgendwie so in die Ecke geschissen. Desinfiziert jedes Mal. Ja, was? Hier wird alles jedes Mal desinfiziert. Ja, vielleicht hat jemand in die Pflanze gekackt oder so, Bro. Das glaube ich nicht. Hat jemand seinen Stuhl abgelassen? Oder seinen Koffer abgestellt, weißt du? Hat jemand seine Wurst in die Pflanze reinkatapultiert, so? Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut. Ja, weil sie so gucken, so unten, so. Ich sag mal, ich will hier raus! So, ich habe einmal alles für Bertha fertig geschrieben, dass sie sich ihr Bein nochmal anschauen wird. Ja. So. Ich tue das einmal alles für Bertha dahin hängt. So. Dadurch, dass die Rechnung seitens des PDs, also die Verletzung quasi seitens des PDs verursacht sind, ja. Wird das PD dann die Rechnung übernehmen. Alles klar. Bertha ist um 19 Uhr dann mit ihnen fertig. Ja, alles klar, Bro, danke. Dann werden sie auch vom PD abgeholt. Ja, ja, okay, verstehe. Das ist der Sound, dann auch gute Besserung. Jawohl, Ihnen auch gute Besserung. Ich hab zwar nichts gemacht, Bro, aber alles cool. Schmeiß ich mir die Tabletten rein, Bro. Ein bisschen hier. Aber Barzen, Bruder. Was war zweimal ein Barzen, Bro? Ich bin um 19 Uhr, komme ich hier raus. Also 5 Minuten noch. Was machen wir die 5 Minuten noch? Niemand. Hey Kurdel, wie geht's dir deiner Familie und Freundin? Kannst du der Saarländer grüßen? Kuss mal weiter. Den Saarländer kenne ich ja noch. Gruß geht raus und allen geht's gut. Mit Freunden, der Familie, passt alles. Dankeschön, niemand. War bei Grand RP, wo er dich angestarrt hat von Max on Fire. Wie gesagt, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Er hat mich angestarrt. In Grand RP. Okay. Ich kann mich aber legit nicht mehr dran erinnern. Keine Ahnung mehr. Das ist schon für mich wieder zu lang her. Annika Obi ist so VIP geworden. Dankeschön. Jetzt mal ein Bart, ey, Kusch. Soll man hier eine Feuerwehr? Ne, wir machen jetzt keine Feuerwerkbox hier rein. Aber es wär schon lustig. Es wär lustig. Die Panzerung wäre nicht schlecht, ne? Soll ich mir vielleicht mal drüber ziehen. Und die immer wieder ausziehen. So. Aber danke, ja, ich hatte einen sehr schönen Urlaub. Danke an alle, die so fragen gerade im Chat. Wie geht's denn euch? So, seid ihr gerade im Urlaub? Was macht ihr gerade? Schaut mal, was der Chat schreibt. Was schreibt denn der Chat? Ah, Zapferl. Ja, heute wieder Zapferl-RP. Schau mal, was die Leute schreiben. So. Man merkt auch im Server, ist heute auch weniger los als sonst. Sonst hast du 120, 130 Leute.
morgen wieder Arbeit. Bleibt einer. Wo warst du Urlaub? Ich war in Kroatien. Ah, da war auch einer in Kroatien, sehe ich gerade. Fang an, den Melo zu mappen. Sehr schön. Balkonien. Ist Barcelona auch dein Lieblingslied? Barcelona? Okay. Ist ja in Barcelona? Dann könnte ich mich das Meme machen. Nee, war in Thailand. Muss leider arbeiten in Österreich und schaut den Stream. Ja gut, sehr viele Deutsche fahren nach Österreich in Urlaub, ne? Ja, war in Österreich wild schön auch. Da sah ich doch, sehr viele Deutsche fahren irgendwie in Österreich Urlaub. Ey, aber bei uns war so viel Stau, da wir sind gefahren nach Kroatien runter, es war alles gesperrt, ne? Es war komplett die Autobahn gesperrt wegen Unwetter, weil überall Hochwasser war. Und da mussten wir ausweichen. Wir sind legitim 8 Stunden bin ich im Auto gesessen, was eigentlich eine 3,5 Stunden Fahrt sein sollte. 3,5-4 Stunden fährst du eigentlich hin. Wir sind einfach 8 Stunden im Stau. Alter, das war schlimm, Bruder. 8 Stunden. Weil die Autobahn gesperrt war komplett, ne? Wegen dem Hochwasser. Alle sind ausgewichen, das kommt dann auch noch dazu. Und alle haben sich auf der Autobahn getroffen, ich schwöre. So sau viele Deutsche dort gewesen. Übelst viele. Ich hab nicht gedacht, dass so viele Deutsche dorthin fahren. Und Italiener. Österreicher, Deutsche, Italiener. Sau viel nach Kroatien gefahren. Heftig. Also die Deutschen machen ja in Österreich Urlaub. Aber ey, die sind in Kroatien so viele Deutsche. Ist unglaublich gewesen. Deshalb, sehr viele haben gedacht, ich wäre in Rom gewesen, weil ich dieses Kolosseum da gepostet habe. Aber es ist in Pula gewesen. Und da gibt's auch ein Kolosseum, was aber viel kleiner ist. Oder was heißt ja viel kleiner? Ein bisschen kleiner ist es. Aber war schön dort. Deshalb habe ich auch so einen funny Post gemacht. Weil ich dann geschrieben habe, wo bin ich? Weil das aussieht wie Rom. So. Ich glaube, die ahnten, ja. Die ahnten richtig. Auch in Kroatien von Wien fährst du mindestens 10 Stunden. Nee. Kommt drauf an, in Kroatien, wenn du nicht ganz runterfährst, fährst du keine 10 Stunden. Never. Auch so, das ist verdammt viel Verkehr. Aber wir sind bei der Rückfahrt, haben wir gebraucht 3,5 Stunden. Rückfahrt. Und dann nochmal nach Hause sind wir nochmal 1 Stunde gefahren, aber also insgesamt 4,5 Stunden im Auto. So, jetzt muss ich aber aufstehen, ne? Es ist 19 Uhr. Dings ist fertig mit mir. Ey, oh, nee, war, Bro, ich muss noch schnell Hose anziehen. Das wäre sehr nett für die Dame, die Hose wieder anzieht. Ja, die ist ja einfach reingekommen, der hat nicht geklopft, Bro. Alles cool. Die Dame dürfte mich gerne sehen, aber sie nicht. Alles cool. Okay, wie sieht's aus? Wir müssen sie trotzdem einmal mitnehmen, bitte aufs. Ja, kein Problem. SPD. Dann bitte ich sie einmal umzudrehen. Natürlich. Dann nehme ich sie fest. Natürlich, kein Problem so. Oh, sind aber ganz schön grob, ne? Entschuldigung. Alles so, dann cool. Dann dürfen sie mitkommen. Gehen sie dem Kollegen einfach mal. Ich habe einen Frosch im Hals. Ja, ich habe ein bisschen so Frosch im Hals vom vielen Weed so. Das weißt du, vom Barzen. Das ist aber nicht gut. Ja, da kriegt man so einen trockenen Hals. Da muss man immer so... Ja, weißt du. Haben Sie was zu trinken oder sollen wir ihn gleich lassen? Nee, alles gut, ich mag das. Schon cool so. Okay. War nur die coolen Jungs. Kroatien, Neudeutschland. Nee, Neudeutschland ist. Das ist der Sound of Spende. Eine Etage. Für mich immer noch Madeira. Das ist. Nee, warte, never mind. Das, da, wo die Deutschen komplett übernommen haben, ist. Wie heißt denn Dummer? Malle, Mallorca. Das ist Deutschland 2.0. Da habt ihr euch eine schöne Insel, habt ihr euch da gesichert. Kann mir jeder sagen, ne? Das ist komplett voll dort. Und ganz viele Deutsche ziehen dort auch hin, tatsächlich, ne? Sehr viele Deutsche ziehen dort hin. Sollten wir nicht zu Deutschland hinzurechnen, finde ich. Mallorca. Das sollte zu Deutschland gehören, bin ich der Meinung. Mittlerweile. Ja, kann man schon fast sagen, ne? Deutschland 2.0. Auf geht's nach mal. Ich war noch nie auf Mallorca, fällt mir gerade ein, noch nie. Aber wir Österreicher halten Abstand von Mallorca, weil da viele Deutsche dort sind. Der Lenz. was ist los? Sie dürfen einmal zu mir auf die Seite kommen. Ach so, ja. Wusste ich jetzt nicht. Dann einmal an die
Tür zu stellen. Ja. Dann wo geht's jetzt hin? Stellt euch sie zu Mission Row PD. Okay, was machen wir dann dort? Das klären wir dann. Ich schneide sie noch einmal an. Achso, ja, bitte schneiden sie mich an. Und dann können wir... Welche Nummer warst du nochmal? Das weißt du doch. Ha, ich vergesse das auch. 10. Was? 10? Mission Row PD. Ja. Okay. So, Marcel, Frank und Danny haben noch VIP geholt. Dankeschön, Xi und Hase. Ich hatte heute meinen ersten Tag bei der Firma Hangline. War sehr chillig. Ich bin Mischa und mache Spätzle und... Was? Schlupfnudel ist der Beste, was? Schlupfnudel? Was sind denn Schlupfnudel? Noch nie gehört. Was? Nö. Meine Frage, hast du dort auch einen Bonus? Ein Pünktlichkeitsbonus? Hast du den dort? Und einen Nichtraucherbonus, hast du den dort auch? Weil wo du jetzt deinen ersten Tag in der Firma hast? Sicherheitsazubi, ne? Kannst du einfach fragen nach dem Pünktlichkeitsbonus und nach dem Nichtraucherbonus. Ich glaube, der Brie hat sich gelöscht danach, ne? Nachdem das so ein Meme wurde. Das habe ich noch mitbekommen. Achso, das ist eigentlich der erste Stream, wo ich offiziell sagen kann, wir sind offiziell ein Rockstar Games verifizierter Server. Weil ja, nee, 5M gehört ja jetzt zu Rockstar Games. Ist ziemlich lustig. Stimmt, Sylt. Sylt ist auch in Deutschland 2-0, hast du recht. Sylt machen sau viele Urlaub, die Deutschen, immer. Sau viele. Marcel Frank mit 5 Euro, danke auch dafür. Und Davarix, hier noch meine Spende aus meiner neuen Heimat Dubai. Hoffe, kann irgendwann auch in der Sauer joinen. Ah, du wohnst in Dubai? Ja, da kannst du ja so viel wegsparen, keine Steuern und so. Oh. So, ich schneide sie einmal ab und hole sie aus dem Auto. Okay, gerne. Aufpassen mit dem Kopf. Ja, natürlich. Dann einmal den Kollegen nach. Eine Frage, finden Sie, dass ich so ein bisschen simp bin auf Sie oder so? Keine Ahnung. Ja, ich will jetzt nicht, dass das so eine cringy Conversation wird hier drin. Wissen Sie nein. So? Nein, kein Problem. Okay. So, wir müssen Sie noch einmal durchsuchen. Ja, okay. Ey, Bros, ich höre euch. Ey, Bro, bist du mir geht's wieder gut, Bro? Die wollen uns wegsperren, Mann. Hä, warum? Wir haben doch nichts gemacht. Der ist doch losgefahren, Bro. Wir haben nichts gemacht, Mann. Fuck, das sind alle Gangster, yo. Fuck the system, Bro. So, dann dürft ihr einmal mit reinkommen. Ja, okay. Bro, die wollen 60 Monate Haus. Hä, warum? Wir haben doch nichts gemacht, Bro. Wir haben nichts gemacht. Beihilfe, Mann. Wie Beihilfe? Ich wollte raus aus dem Auto, Bro. Oh, nee, warum krieg ich die Scheißzelle? Da ist schon mehr reingeschissen, Broski. Ey, yo. Ey, wir haben doch nichts gemacht, so. Ey, das könnt ihr nicht machen, Hau. Der ist doch losgefahren. Wir sind doch sitzen geblieben. Wir sind doch nicht abgehauen oder so. Ja, Mann. Wir haben nichts gefahren gemacht, Mann. Ja, nicht wir. Da saß wer neben uns. Ja, Bro, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das war unser Uber-Fahrer, Mann. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls ist er gefahren und wir wollten noch gar nicht mit. Und der ist dann so ausgestiegen und dann saßen wir da drin und haben nur gewartet, bis ihr wegkommt, so. Ja, wir haben uns doch nachher ergeben, Homie. Ja, haben wir doch. Wir wollten doch gar nicht mit. Okay, wir haben doch die ganze Zeit gesagt, er soll anhalten. Wir aussteigen sollen, Mann. Ja. Fuck, Mann, die Saftsäcke lassen nichts reden mit sich. Die sind ungütig. Ja, sind richtig ungütig. Wir haben sogar den Hauptsatz gekehrt, Mann. Ey, ihr ahnt da drüben, ihr ahnt schon. Richtig Ahner, Bruder. Ey, Bro, so heiße ich Jake Lancer. Ich bin Jake, ich bin 1,90 groß. Also ich hab nichts groß. Mehr, Bro. Fuck, Mann, uns ist Weed ausgegangen. Ey, wir haben schon zweimal gebarzt, seit wir hier Ey, Bro, ich hab auch zwei Barzen. Braucht ihr einen? Yo. Ja, Bro. Ey, zu barzen sag ich nicht nein, Mann. Ich weiß, ob ich da rüberkomme. Ich kann dich rüberschmeißen, Bro. Welche Zelle bist du, Bro? Ja, Bro, nächste Zelle. Ich schmeiß rüber, Bro, aufpassen. Jo, ey, danke, Bro. Mein vorletzter, Bro. Ich hab nur einen. Scheiße.
Ey, Bro, braucht ihr. Bro, wir können nicht teilen, Bro. Aber ich hab noch ein bisschen was da. Bro, willst du Tabletten? Ja, Bro, komm, ich schmeiß ja die rüber. 2 Stück, Bro. Gib's in die Nachbarzelle. Warte, Bro, komm. Bro, ich weiß auch nicht, was das ist. Hast du einen alten Mann dabei gehabt? Hab ich ihn abgeluchst. Danke, Bro. Ey, danke, Bro, das ist Weed. Scheiße, Mann. Danke, Bro. Ey, ich hab so voll die Kackzelle erwischt. Und ich weiß nicht mal warum. Ich hab so nichts gemacht, so weißt du. Ich war so voll nett zu der Kleinen, so, Bro. Ey, sorry, ihr hört das, ne? Sorry, ich muss ein bisschen leiser reden. Yo. Wir sind alle voll nett und gütig, Mann. Aber die sind ungütig. Ja, die Dame ist richtig gütig. Die wollte mit mir schon fast Kaffee trinken gehen, so. Die hat mich vorhin halb nackt gesehen, die Dame. Die hat mich vorhin halb nackt gesehen, wie ich im Ding war, habe ich Hose unten gehabt. Die war instant verliebt. Die war verliebt, war die. Ich hab's gerochen, dass die verliebt ist. Jetzt überleg die, weil ich hab vorhin so gefragt, ob ich so ein bisschen so simp bin. Bro? Ey, Bro, ich hab geahnt. Nee, weißt du, sie hat so geahnt. Nee, ich hab so geahnt, dass ich zu ihr so simp bin, so weißt du. Und sie so, nein, überhaupt nicht. Und ich glaub so, das wird noch was, so weißt du. Ey, glaubst du, die Untertanen haben's auch geahnt, Mann? Welche Untertanen, Bruder? Die Untertanen. Du meinst die da vorne? Nein, die Ahnen, Mann. Die Ahnen, auch weiß ich nicht, Bruder. Ja. Ich weiß nur, die Ägypter hatten schon damals so Glühbirne, weißt du? Was, Homie? Ja, so Ägypter hatten so Glühbirne, so weißt Shit, du. Mann. Ja, aber und die hatten auch so ersten Stock, so, der so Ding macht, weißt du? Shit, kann man die auch barzen? Ja, weiß ich nicht. Hey, warum reden sie sich davor? Wir haben doch nichts gemacht. Ja, Bro, ich bin nur mitgefahren, ich wurde ja entführt, so weißt du. Wir sind ja entführt worden. Die sollen wir uns einfach den Hauptplatz kehren lassen. Die haben Mann. Gesagt, Bro, wir haben Frieden gebrochen, Mann. Was für Frieden gebrochen, Bro? Ja, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab mit dir noch nichts zu tun, so. Peace, Alter, peace. Wir haben nicht Frieden gebrochen. Nur ey. Boah, ich schwöre, diese Puppe da vorne, ne? Ey, ich schwöre, wenn die mit mir heute noch so auf Kaffee geht, so. Bro, dann bin ich einfach so geheiligt, den Bruder. Den wir gebrochen haben, ist Joe Mama. Ey, Bro, dann bin ich einfach so geheiligt. Dann weiß ich so, der will was jetzt Gutes. Schon seit einer halben Hour, Mann. Eine halbe Hour? Ey, Bro, du ahnst, das wird eine Stunde. Joe Mama ist gebrochen, Mann. Joe Mama. Fuck, Mann, wir haben nichts gemacht, Homie. Was für Beihilfe, yo. Ey, Bro, weißt du, was ich gerade mache? Ich mache hier gerade Soße mit Kackkartoffeln. Geil, Mann. Mach ich gerade, aber mir ist Kacke drin. Mama wäre stolz, Mann. Mach mal warm, Mann. Mama wäre stolz, Homie. Endlich. Yo, Homie, das zieht darüber, Mann. Da wirst du high, Mann, vom Geruch, ja. Ja, Bro, ich will jetzt nur Bring raus, mal ein bisschen Bro. Was hier vor, Mann. Ey, macht mal schneller, ich hab heute noch einen Termin, ja? Ich muss heute noch zum Zahnarzt. Fuck. Ich mach mir heute noch Grills, Alter. Bro, ich mach mir so Goldgrills, weißt du? Die sind hässlich, Homie. Nein, Bro, die sind richtig cool. Das machen nur richtige Gangster-Rapper, so weißt du? Ey, wenn das so weitergeht, Mann. Ey, wenn das so weitergeht, werde ich noch zum Cloud-Rapper, Bruder. Cloud-Rap, Mann. Ja, ich mach gleich Cloud-Rap hier. Oha, Mann. Ey, das surf ich aber richtig mal rüber, Alter. Ja, dann surf ich auch rüber, weißt du? Ich surf heute noch auf Cumulus. Ey, sag mal, wollt ihr noch 50 Monate lang ahnen oder was? Jetzt kommt doch mal her, Bros. Jetzt machen wir mal fertig jetzt hier. Weiter ahnen und dann. Dauert ja länger, als ich bei McDonald's 5 Big Macs bestell, Bros. Fuck, Mann, das geht smooth, ey. Wie auf der Cloud, Mann. Ich schweine auf der Cloud. High, ich hab Geld und du nicht. Shit, ey, wir machen gleich Cloud-Rap-Gruppe. Ich sehe uns schon Cloud-Rap-Group. Ey, lass uns Gangsters Paradise nennen, Mann. Julio, ich will was trinken, Mann. Bro. Julio, der Ahne, Mann. Er hat's gemacht. Tupac. Er ahnt einfach das Lied, Mann. Ey, ich zahle euch 50 Cent, Mann. Geil. Dann gehen wir hier raus, ey. Boah, und ich schwöre, ich hab den besten Nicky Ausblick. Back. Ey, Bro, hast du so Ding hier, so Fernglas? Was, Homie? Hast du Fernglas? Ich hab wirklich Fernglas, Bro. Ey, Bro, kannst du rübergeben? Ich hab auch Fernglas, so. Ja, so mach rüber Ding. Schmeiß rüber, Bro, ich bin hier. Oh, danke, ja. Bro.
Bettmann, was hat er vor, ja. Oh, ja, ich weiß, was er vor hat. Oh, Bro, wow, oh. Ne, wobei, ich muss ehrlich sagen, die haben alle gerade nicht so Broskis. Aber von so, weißt du, so schon hübsch. Jo, ey. Aber die Ohrringe sind hässlich, Mann. Ey, Bro, ne, weißt du, was cool ist? So, die Kleinen haben so zwei Zöpfe, weißt du, kannst du so festhalten. Ja, aber guck dir mal die so Ohrringe an, so Pippi Langstrumpf-mäßig, Bro. Der kann die so, weißt du, kleiner Onkel dann. Was labert ihr, Jo? Ja, Bro, dann bin ich so kleiner Onkel, weißt du, und sie so Pippi Langstrumpf, Bro. Das ist illegal, Bro. Das steht im Strafenkatalog, Mann. Ja, was, wenn so zwei Zöpfe oder was? Ja, Mann. Sollte man illegal machen, ja. Das bin gibt 60 dafür. Hafteinheiten, Mann. Ja, Paragraf wie 60 Hafteinheiten? Ja, musst du ihr sagen, dass es illegal ist. So, weißt du, sie ahnt schon. Sie ahnt, Mann. Boah, ey, die macht das mit Absicht, oder? Ich drehe gleich durch. Nicht will hier raus. Dem Bro. Wir können einen Barzen, Mann. Ja, ich mach hier sauber, Bro. Ich hätte noch Whisky, Mann. Ich schwör dir, Bro, gleich bart sich mir ein und fliegt der Mann hoch, Mann. Ich bin dann so high wie ein Raubfisch, jo. Jo. Ey, wie wär's? Wir haben nichts gemacht und wir sitzen hier unten, Mann. Ey, Bro, stell dir vor, du bist so high, dass du durch Wände gehst, Homie. Fuck, Mann. Ey, Bros. Yo. Oh mein Gott, der Bruder ist. Fuck, Homie. Ey, die Dreads stehen noch. Ich bin gerade mit dem Kopf durch die Wand, Bro. Fuck, yo. Hast du dir einen gezogen, Mann? Keine Ahnung, da war ein Loch drin, Broski. Shit, Mann. Wie geht's euch? Fuck, yo. Ey, Bro, cool. Shit, Mann. Wie geht's euch, Bros? Warte mal, ich muss das dem Homie auch mal kurz. Ey, Bro. Was geht, Mann? Ey, Bro, was machst du hier, Mann, Bro? Ey, Homie, Mann. Yo, was ist das? Ey, Bros, ich steck zwischen den Barren fest. Ich komm da nicht mehr raus. Yo. Ey, dann bart's dir ein, Mann. Büppchen. Alles, Mann. Geht, hallo? Mann. Ich stecke zwischen zwei Barren fest. Bro, zieh ihn raus, Mann. Nee, Bro, ich komm nicht mehr raus. Ich kann ihn rausziehen. Zieh, Mann. Ja, geht nicht, ich bin fest. Zigarette, Mann. Boah, Bro, Kacksituation. Und man sagt, wenn man reinkommt, kommt man auch raus. Shit, ach, Mann, ich brauch was zu barzen, Alter. Ey, ich soll jetzt FD holen, damit die dich rausholen. Nee, ich bin schon draußen, Bro. Alles cool, alles cool. So mal einen, okay, Barzen, Mann, hier drin. Ey, boah, die müssen uns hier raus holen, Mann. Ja, die holen uns nicht raus, Bro. Die machen so, weißt du, was die gerade machen so? Die machen gerade so warten. Weißt du, warum die warten? Weil die einfach Bock drauf haben. Weißt du, dass uns richtig scheiße geht hier drin, Bro? Ich glaube, die machen einen Sitzstreik im Stehen, Mann. Ja, die streiken gerade so, dass wir da extra lang drin sind, Bro. Einfach Sitzstreik im Stehen, Mann. Ja. Die hassen uns, Mann. Shit, wir haben nichts getan. Nur, Mann, weil wir angeblich einen Frieden gebrochen haben, Mann. Nee, Bro, die believen einfach nicht. Die sind nicht am believen. So, weißt du, was ist das Problem? Nur was ist das Sound of a Spende? Ja. Ey, nur Peace, Mann. Shit. Ey, Bro, habt ihr auch schon mal von diesem DJ Fox gehört, so? Er ist DJ Fox, Mann. Techno und Remix, was ist das, Mann? Ich kenn nur Hip-Hop, yo. Yo. Woher habt ihr denn diese ganzen Infos, Mann? Ja, Bro, der macht dauerhaft Durchsage, so, weißt du? Nein, Mann, ich bin in einer Zelle, Mann. Hörst du nicht das Funkgerät? Aber Nintendo Disco G, vielen Dank für das Stream. Die haben ja alles abgegeben. Man hat es heute mal. Was? Community Games mache ich eigentlich nicht, nein, weil es leider immer zerstört wurde von Hackern, die immer reingekackt haben bei Community Games. Also dann hör besser hin. Vor allem GTA Online war das immer so. Ich höre, Mann. Als ich GTA Online gespielt habe, war schrecklich, leider. Live in the Mix. Jojo, außer Dank fürs Resub. Max Gaming, morgen zu dem Glitch. Kannst du mich auf dem Discord hinweisen, weil wurde gehackt? Aber Nickelback. Warte, was ist los? Ob es ihnen gut geht, sie sehen nicht gut aus. Ja, wir warten so lange, weißt du? Warum, was dauert denn hier so lange? Wir wollen raus, wir haben nichts gemacht. Wir sind uns gerade am Bereden. Ich sitze schon eine Stunde, Mann. Ja, aber doch nicht seit 30 Minuten, so, weißt du? Nein. Ja, die sind sicher schon seit 30 Minuten drin. Ich sitze da jetzt schon. Ja, aber da kann ich leider nichts für. Ja, aber was beraten die sich? Die brauchen doch so lang, so, weißt du?
Wir sind ja schon mal, Problem ist, wir sind da mitgefahren bei Auto und der ist einfach weggerast und wir wollten noch gar nicht. Aber warum sind sie nicht ausgestiegen? Ja, weil der doch dann angefangen hat wegzufahren. Ich dachte so, der bleibt doch stehen so. Ja, ich hab, der hat doch nicht mich gemeint, er hat nur gesagt, er soll stehen bleiben im Auto. Ich hab doch nichts gemacht oder verbrochen. So, weißt du so, ich hab ja nichts gemacht. Hat er nicht gesagt, dass sie aussteigen sollen? Nein, zu mir nicht. Er hat nur gesagt, der Fahrer soll aussteigen. Das war ja das Problem. Und dann ist es gefahren so. Weggefahren. Ich wäre ja stehen geblieben oder so. Ich hab mir nichts zu verbergen gehabt. So, weißt du? Und der Fahrer ist dann ausgestiegen und ist dann abgehauen. Und wir sind ja im Auto gesessen und haben dann gewartet auf sie. So, weißt du? Wir haben ja nicht geflüchtet oder so. Wir haben geahnt, so, dass wir sonst, weiß ich, sonst denken, so, wir flüchten. Aber wir sind ja im Auto gesessen, oder? Oder sah das nach Flucht aus, wenn wir im Auto sitzen und warten, so festgenommen werden? Ich meine, ich hatte sie sogar voll den Trip und bin trotzdem zu ihnen zurückgelaufen, so, weißt du so? Ja, ich weiß. Ja, eben. Ich hab doch nichts verbrochen, ich wollte doch gar nicht weg, so, Bro. Peace, Mann. Ich bin mit Peace ausgestiegen. Ja, eben, Mann. Wir wollen doch nichts machen, so, weißt du? Boah, Bro, ich schwöre, die ahnen einfach. Mann. Ey, wenn das unsere Ahnen aus Ghana sehen, yo. Wenn das unsere Ahnen erahnen würden. Bro, da kommt die Sarah. Bro, der ahnt dann, Bro. Ey, die Sarah ist auch unsere. So, hören Sie drei mich? Ja. Ja, laut und deutlich, Mann. Okay, also, Ihnen wird vorgeworfen, Nichtbeachtung einer rechtmäßigen Anordnung. Da sie halt trotzdem ins Auto gestiegen sind, trotz dass die Marshalls gesagt haben, sie sollen bitte nicht ins Auto steigen. Bro, ich war im Auto drin, der hat doch nichts gesagt, ich soll einsteigen. Ich saß schon drin. Der ist ja weggefahren. Yo. Bro, das ist... Lassen Sie mich kurz ausreden. Wow, das machen sie machen jetzt so voll Stand-up oder so, weißt du? Das wären $3,000 und 25 Sozialstunden. Heißt kein Knast. Ja, wir sind ja auch jetzt schon eine Stunde hier im Knast, Mann. Ja, Bro, wir sind hier schon übelst lang, so, weißt du? Shit, Mann, ey, lass jetzt einfach machen. Ihr hattet ja auch so einen Sit-Steh-Streik, Mann, über eine Stunde, Mann. Ey, kann ich die Scheiße machen, Mann? Ich geh raus, ja. Gamer Ehre, danke fürs Mitglied verschenken und fürs Mitglied werden. Vielen Dank. Hauptplatz reinigen. Gamer Ehre, danke schön. Ja, wir machen das jetzt auch schnell fertig und dann bringen wir sie darüber und dann. Ja, Bro, wir sollten schon seit 5 Stunden fertig sein, Bro. Ja, dann lass uns jetzt die 10. Wow, ich war einfach so Krankenhaus, Bro. Und bin hier gekommen und die waren schon da drin, so, weißt du, Bro, sicher schon so Stunde oder so. Da wäre ich noch zu Weed, Alter. Wobei, das wäre ein geiles Groove. Stell dir vor, wir können Weed. Ey, sind Sie Officer Coolio? Nein, oder? Nein, brauche ich nicht. Ich brauche Weed. Haben Sie Weed? Stopp, haben Sie Weed? Fuck, homie. Brauchen Sie was zu essen, zu trinken? Ich brauche Weed. Ey, Bro, wir holen uns später, okay? Wir machen später frisch von Palme, so, weißt du? Brauchen Sie was zu essen, zu trinken? Ey, ich hab gar nichts mehr, so. Ich hab noch trinken, aber kein Essen, so, weißt du? Ja, ich mach das immer. So auf Döner angelegt, weißt du? Aber ich hab keinen Döner. Was geht, homie? Ey, du bist heute light-headed, oder was? Oh, danke für Nuggets, Bro. Ich esse aber kein Chicken. Sorry, was ist los? Bro, ich esse nur Rind, so, weißt du? Jo. Ja, dann müssen sie über ihren Schatten springen und das essen. Nee, Bro, esse ich nicht. Kannst du wieder haben, Bro. Ja, sie bekommen alle ihr Gerät wieder. Ja, Bro, ich brauche irgendwas Rindmäßiges, so, weißt du, so rotes Fleisch, so. Weißt du, ich esse nur rotes, ja, sowas. Ja, rotes Fleisch, so, weißt du, wegen Haare und so weiter, weißt du? Wie? Jago. Schmecken. Verhungern, das ist ein Hunger, Bro, danke. Ey, braucht wer von euch Chicken Nuggets? Ey, Bros, braucht wer Chicken Nuggets? Von euch hat mir Chicken Nuggets eingepackt. Sofort bezahlen. Ey, braucht wer hier Chicken Nuggets? Wie heißen sie? Braucht wer Chicken Nuggets? Brauchen sie Chicken Nuggets? Chicken Nuggets? Chicken Nuggets. Ich hab auch Burger noch dabei. Nee, Bro, du kriegst Chicken Nuggets von mir. So, hier. Ah, danke schön. Die sind vom Kollegen, die sind noch arschwarm so. Ey, Bro, ich schwöre, ich war im Auto und der hat gesagt, wir sollen aussteigen und der ist losgefahren. Bro, ich hab nichts gemacht so. Ich schwöre, ich hab nichts gemacht. Deswegen sind wir ja auch nur auf dieses Nichtbeachten einer Anordnung gegangen, weil die. Ja, Bro, ich wollte aber aussteigen. Hallo, der ist doch. Ich war Geisel, ich bin weg. Der ist weggefahren mit mir, Bro. Ich wollte doch gar nicht. Kann losgehen, Mann. Ja, das Alternative wäre tatsächlich auch noch eine Haftstrafe gewesen. Also, wir haben da jetzt schon. Ja, Bro, ihr habt da eine Stunde gebraucht für sowas. Eine Stunde war das jetzt aber nicht. Ah, Bro, ich weiß ja nicht, ich war die ganze Zeit weg so. Ich hab das eben eingetragen. Es war fast eine Stunde. Warst du schon bei dem ersten, Bro. Sonst geh ich da eben noch hin?
Ich habe alle eingetragen. Alle eingetragen, okay, ich habe kein Geld mehr. Jungs. Ich habe gerade meine Rechnung bezahlt, Mann. Jungs, ihr müsst mir dann eine fette Knarre kaufen, Jungs. Zahl nicht doppelt, Mann. Ich habe nämlich kein Geld mehr. Yo, können wir jetzt mal... Yo. So, ich schau mal kurz auf Augenweide. Ich, Mann, ich will jetzt Gras ernten. Ey, ich bin noch im Knast, Mann. Dann können wir Na doch nicht so cool. Oder? Ey, wenn man reinzoomt, dann doch nicht so schön. Mann. Ey, Jungs, jetzt müssen wir mal schneller machen hier, Jungs. Ich drehe hier gleich durch. Weil die Scheiße, die ist schon am Dampfen hier drin, ja? Die Kacke, die dampft schon. Wir haben hier Friedenbruch vom Haus oder sowas gemacht, Mann. So, Herr Lenzer, dann drehen Sie sich bitte einmal mit dem Rücken zu mir, dann lege ich Ihnen jetzt die Handfesseln an, dann geht's jetzt zum Hauptplatz. Yo. So. Ja, aber bitte aufpassen, ja, meine Arme sind geschmeidig. So, dann dürfen Sie einmal rauskommen. Die brauche ich noch zum Oboe spielen und so. So, mal rauskommen. Boah, Junge. Dann einmal der Kollegin folgen. So, was? Der auch der Kollegin, na gerne. Ey, Bros, ich weiß nicht, ich habe gerade $3,000 bezahlt für nichts, so weißt du, einfach nichts gemacht, so. Gar nichts. Und für eine Stunde warten, so weißt du. Ey, wo? Yo, Bro, steigen wir bei dir ein? Nein. So ein Benzer, weißt du, so G-Klasse G-Wagon, Bruder. Ey, wall, der kann sich einfach so richtig in G-Wagon, Bruder. Hast du gesehen? Bruder, der ahnt einfach, dass der Wagen geil ist, so. Der weiß halt so. Bescheid, Bruder, der weiß Bescheid. Dann kommst du hier mal mit auf die andere Seite. Ey, Bro, aber du musst jetzt mal... Oh, ich hab grad Kopfschmerzen. Das passt nicht. Ja, super, ja, natürlich hast du Kopfschmerzen, weil... Ja, schau mal, wo ich da drin sitze, im Scheißhaus. Ich muss mein Auto eben zur Seite fahren. Ey, wir können noch sliden darüber. Ja, Bro, slide doch rüber auf meinen Schoß, so, weißt du, du ahnst. Es ist so dumm, dass es mir lustig ist, es ist unglaublich. Ey, yo, fahren wir jetzt los, oder was? Alles bewegt sich hier drin, Bruder. Ja, der Kollege von ihm. Ja, bewegt mit. Sich gerade so alles, weißt du? So, jetzt können sie einmal mitkommen. Ey, ich bin doch so DJ Fox so. Ich, Bruder, wenn du schnell machst, mach mal so DJ Fox so, weißt du? Auf so ein bisschen auf Techno angelehnt so. So, vorsichtig beim Einsteigen, ich helfe Ihnen. Ey, so Basshunter-mäßig, weißt du? So ein bisschen angelehnt so drauf. Im Kofferraum wäre die Glock. Wenn du eine brauchst. Ja, alles klar. Ey, Jungs, macht Retourgang rein, so, weißt du, dann schallern wir so richtig durch Fenster, Bro. Kannst du sie mal eben einmal reintragen? Sie hat irgendwie Kopfschmerzen. Ich fahr jetzt eben. Ja, die hat Kopfschmerzen, weil sie jetzt weiß, dass wir uns jetzt nicht mehr sehen. Die will noch so Abschiedsbrief schreiben gerade so. Ja, dann 1076 Hauptplatz. Ey, die ist, ey, ich schwöre, so auf Entfernung, weißt du, so, dann ahnst du so voll schön einfach. Da machst du so mit Fernglas, guckst du ins Gesicht und denkst dir so, boah, Bruder. So doch ein bisschen Radiergummi drüber gefahren. Weißt du? Ey, gibst du mir noch mein Kommunikationshandy? Ja, Bro, ich brauch auch so Kommunikationsgeräte wieder, weißt Hatten du? Hatten das die Kollegen noch nicht wieder gegeben, aber Nein. Das kriegen wir gleich hin. Haben die nicht gegeben, so, weißt du? Die Kollegen? Shit. Ja, da fragst du Kollegen, ey, so einfach. Ihr seid unorganisiert als unser Stamm in Ghana, gell? Ja, voll. Und das heißt, was... Joe, Mama wartet seit einer Stunde am HP, Mann. Bro, was ist ein HP? Ist das neue PC, umgekauft ist oder was? Oh, so Drucker, klar, weißt du? So Gelddruckmaschine, HP, so, weißt du? Mann, das ist der so, ich Bro, wer raus. Baut denn eigentlich die offiziellen Gelddruckmaschinen, Bro? Perfekt. So. Ey, Bro, ich will hier raus. Auch, yo. Ja, ich glaube, wir müssen hier. Yo. Wir sagen yo, Bro. Dann müssen wir jetzt einmal hier rüber. Muss yo, Öffnung, Bro. Ist hier? Da drüben ist die also da drüben, Bro. Ja, ja, muss ich bestimmt sagen, wo, Bro. Ey, Junge. Ey, du. Da vorne, ey. Knastkollege. Ja. Ey, Mister da, so mit Anzug so. Mit CHP so drauf. Ja, bitte. Ja, was jetzt so mit Handschellen? Bleiben die zu dran oder so? So Gartenarbeiten mit Handschellen, Bro, ist ganz schön aufstrengend, weißt du so? Das ist schwierig, nein. Die nee, ist zu aufstrengend für mich. Die machen wir gleich noch ab. Wir müssen ja, einmal dann in die Mitte so voll, und dann ja. Gibt's auch jeweils ein Handy und ein Funkgerät, ne? Ja, Bro. Ich habe so das Gefühl, die wollen uns alle hier nicht, weil wir hey, aus Ghana yo, sind. Da gibt's einen Döner, Mann. Ey, yo, coole College-Jacke, Bruder. Danke.
Sieht aus, als hätte die deine Mutter gekauft, Bro. Ey, da gibt's Döner, Bro. Ski. Bin gerade am Hauptplatz. Ja, bitte, ich nehm einmal so fette Dönerbox. Ey, Bruder, ey, mach mir bitte. Ey, sag einfach, du hast Köfte, Bruder. Hast du kein Köfte? Ja, dann nehme ich so Kinderdöner. Ist da Kinder drin, so? Ist da so Kinder drin? Also Menschenkinderdöner, ja. Na, was steht drauf? Fleisch vom Spieß, Salat, Pommes, Reis und Soße nach Wahl. Ach so, Pommes oder Reis. Ja, dann nehme ich bitte Pommes. Und kann ich zu meinen Pommes noch extra Kinderdöner haben, bitte? Also so Kinder im Döner drin. Ja, bitte. Und dann noch Falafelteller und so ein Spezialteller Deluxe. Da ist so Dönerspieß von Pommes oder Reis. Nenne ich nämlich auch Pommes mit 3 Chicken Nuggets und Mozzarella Sticks. Entschuldigung, Bruder, du ahnst, ich hab Hunger, Bruder. Ja, verstehe ich, ich hab auch Hunger. Geld haben sie aber dafür? Bro, ne, überhaupt nicht. Ich hab nur gerade vorbestellt. Lass sie mal so kurz stehen. Dann kommen sie Bro, mal. Bro, ja. Die verkaufen Kinderfleisch, Bro. Wollen sie da nichts haben? Ach so, nee, Bro, die haben Kinderfleisch dort. Ich bestell später, okay. Bro. Sonst hätten sie von mir eine. Nee, Schleine. Aber sollten sie vielleicht mal überprüfen, die verkaufen so Kinderdöner, Bruder. So Kinderdöner. Die jetzt wissen wir, wo die ganzen entführten Kinder. Aber die sind ja nur ein Ticken kleiner, da haben sie ja trotzdem was zu essen. Ja. Ey, das ist ernst einfach. Ey, die wollten nur 20 geben, Gott sei Dank geben die uns nur 10. Ey, Broskis, die verkaufen Kinderdöner hinten. Da sind Kinderdöner drin. 20 Sozialstunden. Ist da Kind drin, Mann? Ja, da sind Kinder drin im Döner. Was? Das soll ich vielleicht mal gucken. Nehmen sie bei mir ab hinten. Ich steck ihnen gerade ihre Funkgeräte. Kann man mir vielleicht mal die Kabelbinder abnehmen, Mann? Bro, 10. Fuck, Mann, ich muss 20. So, Kabelbinder haben sie auch noch dran? Ja, Mann. Alles klar. So. Oh, danke. Haben Sie Kabelbinder oder Handschellen? Nee, nehmen Sie, ich habe Handschellen. Das ist das Problem so. Okay. Ja, so Handschellen. Ja, dann mache ich halt die 10 Sozialstunden. Mann. Nee, es sind 20. Nee, 10. Viel Spaß. So, dann drehen Sie sich einmal bitte zu mir. Ja. Dann gebe ich Ihnen die Sozialstunden. Ja, ey, Jungs, wir machen dann da ein bisschen Hauptplatzsäuberung, Mann. Ebenfalls, schönen Tag. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. So, sie müssen mir wieder abnehmen, so Dings hier, so die Handschellen. Wisst ihr, wie viele Sergeants gerade im Dienst sind bei Ihnen? Ach so, haben sie, ach so, Entschuldigung. Bitte? Ja. Wisst ihr, wie viele Sergeants bei Ihnen gerade? Ja, auch ein schönes Dings halt, ne? Ja, weil ein Sergeant hat mich erledigt. Hallo, check, Bros, Gies. Okay. Bros, ich bin gerade heftig am Skifahren. Jo, wo seid ihr mal? Ey, die sind voll. Guck mal einmal kurz in ihren Tasche, ja, nicht, dass sie wirklich noch was dabei haben. Darf ich sie kurz mitnehmen? Hat mich schon durch dann will ich kurz mitnehmen. Geil, Mann. Da kommt es ja immer 2 Meter, dass ich das ja, da drüben so. Ich gebe dir jeweils ein. Ja, komm so her. Ja, darf ich sie mitnehmen? Wir haben uns Friedensbruch des Hauses vorgeworfen. Achso, ja, dann lasse ich lieber. Alles okay. Dann mache ich Job erstmal. Okay. Wir haben die Ahnen einfach. Ey, Bro, die Ahnen alle. Alle Scheiße, am Ahnen, Bro. Ich habe einfach 20 Sozialstunden, Bro. Ich guck dir zu beim Putzen, Mann. Ja, ich wollte die mitnehmen. Ich wollte dir so zeigen, wie man das macht, so, Bro. Ey, yo, Jungs, geht weg. Ich mach richtig sauber jetzt, ja. Ja, ich mach sauber, ja. Ey, Bro, wie damals bei Mutti im Klo, Mann. Scheiße, miese Zeit. Habt ihr Yo Mama gefunden? Bist du Yo Mama? Nö. Also wir suchen gerade Yo Mama. Ich weiß nämlich nicht, wie Yo Mama aussieht so. Okay. Ja. Wir suchen auch Platz Yo Mama. Ja, da drüben ist nicht Yo Mama. Ich hab gerade geguckt. Ey, was geht? Ey, was geht, Bro? Was ist passiert? Ja, Bro, die haben uns, die haben geahnt, Bruder. Du bist du gefahren, Bro? Nein, Bro, wir sind mit anderen. Bro, wer ist denn gefahren? Ah, der andere Bro ist gefahren, ich weiß hey, schon. Hey Jungs, wo seid ihr hin mit dem Donnereisen? Ja, ah, die haben einfach geahnt, wie es mitgenommen soll. Nein, gar nichts. Ich hab ja nichts machen können, Auto. Okay. Weißt du so? Die haben uns einfach. Dann haben die eine Stunde gewartet zu da drin, weißt du? Ja, Mann. Ja, voll. Ja, voll. Ich hab eh gesagt so. Vielleicht kommen die so aus dem Kongo, du weißt ja nicht. Ich wette was, da kommt einer nicht aus Ghana, kommt einer vom Kongo. Und hat sich so gedacht, der Brace, ich mach euch fertig, ey, so weißt du. Ich bin wie ein Ghana. Ja. Scheiße, aber wir sind gekommen.
Ey, das sind schon wieder unsere Schnittchen. Ey, wo ist denn unsere andere Schnitte hin? Ach so, okay. Ja, ich guck dann eh nach. Muss sowieso gucken. Ja. Oh, ich muss da auch mal hin, Mann. Ja, Bro, ich bin jetzt da, Bro. Lass zusammengraben, Mann. Vielleicht gibt's hier Weed. Hey, Jayden, wie geht's dir? Was geht, Mann? Alles gut bei dir. Ey, die hatten keine roten Westen, Mann. Die haben uns keine roten Westen. Ey, yo, was habt ihr inzwischen gemacht? Habt ihr was zum Ziehen besorgt, Mann? Wir rauchen, wir ziehen nicht, Alter. Welcher Bro hat uns einfach im Auto sitzen lassen? So richtig 31er. Was heißt 31er, Alter? Ich hab euch gefragt, Alter. Ich hab das fünfmal gesagt, dass ich gleich wegrenne, Alter. Ja, Bro, das hast du gemacht, wie du ausgestiegen bist. Muss schon sagen, wir rennen jetzt gleich weg, so. Nein, Mann, das habe ich davor schon fünfmal gesagt. Ja, Bro, wir hören doch nicht zu, wenn wir zu sind. Ich habe ja nicht geahnt, dass du jetzt aussteigst, Bro. Ich habe doch gesagt, ich steig gleich aus, Mann. Ja, das musst du 15 Minuten früher sagen, Bro, sonst check ich das nicht. Hab ich doch, Bruder. Nee, Bruder. Kopf haben's geahnt, aber wir nicht, Mann. Ey, unsere Ahnen haben's geahnt. Yo. Ob die wohl geahnt haben, dass die ein Amisch sind, ich weiß nicht, Bro. Ich schwöre, der so Offizier bei Polizei kommt aus Kongo. Ich schwöre, der hat deshalb ein Problem mit uns. Yo. Ghost, danke fürs CP werden. Hey, Sophie. Yo, in Ghana liegt doch noch ein bisschen Sand, da müsst ihr auch noch fegen, yo. Auf einen geilen Stream. Ich hoffe, du und deine Freundin habt echt, euch gut erholt. Auf jeden Fall, Sophie. Vielen Dank. Liebe raus. Vincent Guse, auf einen guten Stream. Dankeschön, Vincent. Marcel Hoffmann, moin, mein Hundi. Mach weiter so. Immer gute Streams. Vielen Dank auch dafür. Zur Mitgliedschaft hat gesubbt. Gamer Erat VIP geholt. Das wäre sogar vorgelesen, ne? Marcel Frank und Dennis sind auch VIP geworden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Habe ich noch irgendwas nicht unten vorgelesen? Ne, ist ja alles vorgelesen hier. Marcel Hoffmann mit 1,40. Dankeschön, Marcel. Liebe geht raus. Ich bin wieder geklettert wie in Ghana, Mann. Ja, wieder über den Zaun, Junge. Broski, ich schwöre so, die haben halt übelst irgendwas gegen uns so. Ey, wie lange habt ihr gewartet in Dings so? Fast eine Stunde, Junge. Ich war eine Stunde unten, Mann. Ja, ich war nämlich woanders, Bro. Ich war so, weißt du, so im Krankenhaus so. Ey, was hast du mit der Officerine gemacht, Bro? Ja, die steht voll auf mich, die fährt voll ab. Mann. Hey, voll oder Mann? Hey, yo, Alter, was ist los? Ja, Bro, wir müssen doch alle putzen, oder? Ach so. Ja, ich war auch dabei, weil so im Auto drin gesessen, Bro. Deswegen musst du putzen, weil du drin gesessen hast. Ja, und 3000 Loch, Dollar, Bro. Ich will dir meine 3000 Dollar wieder. Das ist schon kein Geld. Ja, drei Mücken. Das gewesen, Digga. Ey, ich glaube, ich hab Weed gefunden, Mann. Ich muss weiter. Ja, sorry, Bro. Nee, war doch nicht. Yo, wo bist du, Mann? Hinter euch. Merci beaucoup, du Kuh, ich muss daher, ja. Merci beaucoup. Ja, ekelhaft. Wer von euch ein rotes Auto, Digga? Wir fahren alle rote Autos. Nein, man fährt jetzt gerade. Wer ein rotes Auto ist, ein rotes Auto, Digga. Ja. Wo, Mann? Bist du das, Digga, am Hauptplatz, Mann? Meinst du, der, wo gerade vorbeifährt? Nein, Mann. Ey, Bro, der wo oder was? Ey, der wo ist unsere Grammatik in Ghana, Mann? Ja, warum steht mein Auto auf der Straße? Weil es wäre reingefahren, glaube ich. Ja, weil es geahnt wurde. Auto ist. Würde nicht auf der Straße stehen, wäre es nicht. Marcel Hoffmann, nochmal, dankeschön, Marcel Hoffmann. Schön, der haut zweimal Sticker raus. Ey, vielen Dank. Apropos Boot, ey. Dankeschön. Die haben mein Boot immer noch nicht gefunden, Mann. Da fährt der, Bruder, guck mal, der da. Ey, wo hast du das Wort ab? Woher, Mann? Ach, ich werde wieder Strafarbeit. Ich weiß noch immer nicht, warum ich die bekommen habe. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Ey, yo. Yo, drüben am Parkplatz. Einer von den Grünen fährt ein rotes Auto, Mann. Ey, warum fährt denn der Rote, der Blaue, ey, der eingesackt wurde, Alter. Wir haben ja auch noch eine komische Schlumpfgang, Alter, die wurde auf meinen gepackt. Boah, Bruder, Alter. Mach mal den Popo sauber, der stinkt, Bruder. Das ist der Popo. Wow. Ja, Bro, der stinkt, den muss man sauber machen, so. Handelt der Popo?
Der Popo-Andel. So, jetzt machen wir hier fertig und dann geht's endlich mal los, Leute. Dann gehen wir mal zu einer Waffel kaufen. Dann geht's heute richtig ab. Du ahnst, heute geht ab. Du ahnst schon. Ey, yo, ich hab keinen Weed gefunden, Mann. Ey, Bro, nie so schnell, sonst rutscht hier aus. Ich mach hier grad weg, Bro. Ich mach hier grad schon weg, so weißt du. Hast du noch zum Putzen? Ja, eins noch, Bro. Ich mach nur den letzten hier vorne, weißt du? Yo, Bro. Yo, Bro, hey, von Harry, Bro. Hauptplatz, yo. Nicht ihr, Mann. Ich meine unter anderen, Mann. Ey, Jungs, Alter. Ich hab vom Sellerie die Schuhe, yo, Mann, Alter. Ich hab grüne Schuhe gezogen. Ey, yo, ich bin fertig, na endlich. Ey, Bros, wo seid ihr, Mann? Hauptplatz zum 15. Mal, Broski. Nicht ihr, Bros, ihr anderen Bros, Mann. Welcher Bro? Also bin ich Bro, Bro. Ich hab Schuhe geklaut von diesem Sellerie-Stängel. Bro, pass mal auf, wie du langfährst, Bro. Jungs, ich hab eine Frage, so, weißt du jetzt so, wie, Bruder, du ahnst, wir brauchen Knarren. Ey, verkauft ihr zufälligerweise Knarren? Schicke Friese, ja. Knarren. Okay. Knarren, ey, guck mal, geht doch Knalle, hier, Alter. Knallerbsen. Jetzt hat er eine grüne Karre, Alter. Ist doch fresh, ey, bist, Alter. Bist du Yo Mama? Yo Jared, Mann. Ey, wir yo. Waren am gleichen Friseur, Mann. Ich hätte es mir meinen Kusch zum Abgeben. Ja, lass doch mal versuchen, einen Pfote. Was ist zum Abgeben, Bro? Zwei Kusch hab ich dabei. Kauf sie. Ja, mal her damit, ja. Ja, lass doch. Ich nehme das gern an. Oh, fresh ist top, Alter. Richtige Farbe. Mega gut, Mann. Mega gut. Wir müssen da mal noch Nachschub kaufen. Warum bist du das, Bro? Ich hab doch gefragt. Achso, ja. Bro, ich hab doch gefragt, so. Warum geht die weg, so? Aber schönes Top, Bro. Jo, da vorne. Danke, ein Flieger Batzen. Lass mal jetzt dann nochmal versuchen, einen Pute zu holen, Alter. Yo. Alter, was für ein Pudel, Mann. Jungs, wir brauchen Knarren. Wir gehen jetzt nochmal hin und holen welche. Alter. Bro, mach auf das Auto so. Ja, was hör kurz zu, was? Ich erzähl's dir. Ja, erzähl mir im Auto, ich ahne schon Böses. Hör zu, Mann. Ey, Bro, die Karre, jetzt ist. Jungs, ja, die Karre, mach auf jetzt. Ein, ja, Bro, geht nicht. Egal, ist doch offen. Bro, jetzt geht nicht Mann, jetzt, Bro, ey, jetzt geht auf. So, was ist jetzt? Das ahne ich Böses. Ey, Knoten nicht vergessen, Jo. Jo, ihr fahrt vor, wir fahren nach. Ihr müsst aufpassen, da fuhr gerade ein anderer mit Rot und wer ist das ihr, war Mann? Keiner von uns. Ah, okay. Und das sind so andere, Art jetzt, die hassen uns, Digga. Die hassen uns. Ja, Bro, wir brauchen Knarren. Knarren. Ja, noch mal hoch, Alter, wo wir waren. Ja, ich weiß ja nicht, wo Knarre gibt. Ich brauche nur eine Knarre, Jungs. Okay. Fahren wir wieder dorthin. Also. Ja. Ja, dann los. Wir fahren wieder hoch. Ja, Jungs, und Knarren sind Pudel, Alter. Jo, was? Ja, dann gehen wir einen Pudel kaufen. Wir haben ihn vergessen, Alter. Jo, warte, dreh mal um. Warte, ja, ich hol mir noch ein anderes Auto, Mann, jo. Jo. Ey, das sind die Grünen. Ja, check, ey, ein Sellerie-Typ verfolgt uns, Mann, Alter, Junge. Jo, Alter, hier rechts. Ey, wo ist jetzt das Mädel da, die da wartet? Wo ahnt die denn? Wo bist du, ey? Wo bist du? Ist ah, da, rennt's. Hier. Guck, du ahnst. Komm, wir fahren jetzt. Üben. Komm, fahren wir hoch. Ja, okay, let's go. Die anderen packen schon ein, so, weißt du? Ich fahr so, yo. Yo. Du ahnst einfach, dass die warten auf uns, so, weißt du? Die ahnst nicht, wie stoned ich bin, Digga. Ey, jo, Junge, ich schwöre, ich hab grad voll ausprobiert, so, ich hab's so geahnt, weil er gesagt hat, mach nicht Dübel im Auto an, ich hab angemacht, ich war einfach weg, Bruder. So krass. Wisst ihr, was ich an dem Wort Highway mag, Mann? So high, Alter. Alles außer das Way, Bro. Ey, Ben, danke fürs Schieß haben. Jo, Mann, Alter. Wer verfolgt wen, Bro? Ja, weil wir doch von dem die Schuhe haben, Mann, Alter, von der Selleriestange, Mann. Ja, schmeiß die Schuhe aus dem Fenster raus, Bro. Nein, vielleicht können wir die rauchen, Mann. Die sind geil, Alter. Geben keine Schuhe zurück, Mann, Alter. Ich
schau, Mann, wie der hinten nachfährt. Und ich glaub, der sieht uns. Fuck. Hey, die Drift ist Überfalli! Ja, Überfalli! Dragon Sin Phantom. Bezahlt ihr auch Servus, wie geht's dir? Ja, gut, danke schön. Dir auch, danke schön. An Dragon Sin Phantom. Alter, haben wir 20er Superchat, ich habe zu danken. Magnolump, Rechenaufgabe. Peter ist 75 Jahre alt, seine Freundin ist 37. Wie viel Geld hat Peter? Ja, schick mir da mal auf Hinter. Du musst die 37 gegen 19 austauschen. Dann weißt du, dass er richtig viel Geld hat. Wenn du 74 bist und eine 90-jährige Freundin hast, dann weißt du ganz genau, der Brie hat sehr viel Geld. Aufgepasst, der perfekte Frauenname, Dörte. Halbe Töne, Alter. Das fällt nicht auf. Ey, Bro. Yo. Weißt du, was mir so aufgefallen ist so? Was mal? Ja, so, Bro, so, eigentlich der perfekte Frauenname ist eigentlich Dörte. Weißt du, warum, Bro? Warum, Mann? Ja, Bro, halb Döner, halb Torte. Hier, oh. Sorry, mal ganz auf, den muss ich jetzt bringen. Ja, Mann, Alter. War wie R mit 2 Euro, dankeschön. Und der Ben ist greased, das war auch vorgelesen, genau. Der grüne Sellerie, Mann. Der grüne Sellerie, Mann, wer kennt ihn nicht? Aber das mit Dirt ist schon geil. Hau mal ein Like-Hype aus, Leute, auf die 4000. Auf geht die Luzi. Wo ist der Like-Hype? Ah, da ist er. Ab geht die Luzi. Einmal einen Like-Hype. Ja. Lass da mal ein Like da, Leute, das würde mich sehr freuen. Kostenlos natürlich. Einen kostenlosen Like ist es auf jeden Fall wert. Yo, Bro, nicht so schnell, Bro, sonst haut's uns auf die Fresse, Bro. Wenn rüberfahren, weißt du? Bro, du bist nicht so ganz Mann deiner Elemente, weißt du so? Nein, Bro, Bro, du hast Dübel durchgezogen. Du bist nicht so Meister der Elemente jetzt gerade. Ja, guck mal, die dübeln gerade. Öl, so weißt du. Die sind gerade voll am Dübeln. Das sind doch Hammer, Mann. Mm, ja. Die schlagen Steine. Ey, Bro, fahr doch weiter. Da ist doch keiner, Bro. Hey, ich muss doch gucken, Digga, Mann. Du musst aber schnell, du musst Treppe runterrennen. Ja. Okay, hier vorne gleich. Ich zeig dir, hallo? Wo, Digga. Ey, was ist das, Kegi? Oh, geil. Warte kurz. Nein, Mann, keine Zeit, Mann. Schnell, Digga. Ja, Bro, ich hab no time, so, weißt du. Danke. Das wird aber hier... Oh Gott. Dann will ich schmelzen. Geil. Jo, erstmal verlaufen, Mann. Wo seid ihr? Ja, Bro, ist sich verlaufen oder so. Digga, wir sind Waffengeschäft, Mann. No. Der richtige, oder? Flinten, Digga. Richtiger nee. Waffengeschäft, oder? Jo. Jo, Vorsicht, Alter, da hinten ist Marshall angefahren. Scheiße, wissen Sie, ey, Bro, wir sind richtig gearscht jetzt, Bro. Scheiße, Mann. Jetzt, Mann. Was ist los? Ey, Bro, komm, fahr. Da ist noch einer drin, Bro. Ein Kopf, oder was? Kopf, nee, Bro, da ist irgendwie ein Kopf drin anscheinend. Keine Ahnung, Bro. Jo, und der weiß, die wissen, nee, der kommt angefahren, Bro. Wo ist der andere, Bruder? Hier, keine Ahnung. Das, ey, wo ist denn der andere, Bro, der gerade mit drin war im Waffenladen, so? Ich bin hier, Bro, ich bin doch hier drin. Ganz schnelles Polizeiauto. Ja, dann komm raus da. Pferd, Alter. Seid ihr schon draußen? Ja, lauf, Bruder, links. Lauf zu diesen fetten Pimmeln, Digga. Ich stehe hier. Nein, da hinten. Ja, kann mir natürlich gleich ein Kegel hier hinstellen. Ey, ist ein cool lecker. Aus, wo bist du da, Mann? Genau hinter dem Ding vor dir, Bruder. Jo, die weiße, der schnelle Cop-Auto ist weitergefahren, Mann. Ich stecke ein, Bro. Jo, ich hab meinen Bro verpasst, Mann. Habt ihr Waffen, Mann? Yo, ja, ich hab noch Money, Bro. Korrekt. Wir sind hier vorne an der einen Kreuzung, Mann, Alter. Ja, wir sind ein zweiter an der anderen Kreuzung mit der Tankstelle. Ich hab noch Munition oder so, ne? Ja, und Westen, Broski. Ach, da oben oder was? Oh, ja, genau, wo es gibt, wo du kannst du Google Maps, Digga, oder so hier nächste Waffenladen. Ja, Bro, nächster Waffenladen, Bro. Ja, mach Google Maps. Ja, keine Ahnung, Bro, ich kann nicht, ich hab was im Navi drin, Bro. Digga, jetzt, Bro, rausgelöscht. Na, Bro, hier vorne, weißt du so, ich ahne da drüben, Navi, Waffenladen. Ey, du bist ein Ahner. Alter, Bro, hier, Mann.
was sagen. Yo, langsam, Bro. Oh, Mann, wisst ihr, was auf dem Grabstein von einem Hellseher steht, Digga? Ja, er hat's geahnt. Ich hab die Tankstelle mit dem Hotel, Alter. Oh, warum liegen wir jetzt da hin im Stream? Westen weiter, Mann. Ja, warte, ich war, glaube ich, schon zu weit im Westen. Korrekt, Mann. Ja, du warst zu weit, Alter. Wo man einzieht. Warte aus, weiter, Alter. Ja, weiter, weiter. Mann, weiter, kurz, nein, Mann, die Kurve. Wir kommen zu euch, Alter. Wir gehen Waffenladen, Digga. So, Mann. Hey, da kommen die neuen Lancer, Alter. Bleibt ihr sitzen, oder was? Ja, Bro. Korrekt, Mann. Schade, hebt mich ab. Nicht, wollt ihr jetzt noch einen Pudel kaufen, oder was? Wir haben schon Pudel gekauft, Mann. Vorsicht, Marshall, Mann. Hey, wir brauchen doch eine stylische Weste, Mann. Digga, was ist das, Mann? Yo, Mann. Seid ihr jetzt, Mann? Wir sind oben, wo die geilen Trucks waren, in Rot, Mann. Das ist der Sound auf der Spende. Krass, Mann. Ich stell mich einfach hier hin, Mann. Weil wir die... Das ist der Sound auf der Spende. Yo, kein Bro hebt ab. Yo, ich warte hier vorne vor dem Klamottenladen, Mann. Yo, sag, Alter. Ey, Jungs, brauch nur was vom Klamottenladen. Yo. Ey, was ist die richtige Munition für die Tech 9, Bros? Yo, ich stehe hier vorne, schmiere, Mann. Oh, Bruder, keine Ahnung. Ich keine hab Ahnung, Mann. Hier, Digga. Ich hab nur den Pudel immer, Bruder. Pack ihn einfach, Mann, da drin. Das stimmt, mit Bro, Alter. Ist cool so. Die ich habe, Bruder, ist SMG. Deine vielleicht. Ja, Bro, guck mal, was ich habe. So richtig so Old Classic, so geil, Baretta, so, Bro. Yo, oh, Bro. Geil, Mann. Ah. Ich brauche nur hier irgendwie Bros. Es gibt doch so eine coole Weste. Bro, Magazin kostet 4,99, Bro. Kann ich mir nicht leisten, Bro. Komm her, Bro. Ich hab noch ein bisschen was. Bro, ich hab mal auf Chili Schalldämpfer drauf. Ah, ich hab noch, Bro. Ich hab, Bro. Okay. Oh, yeah, ja, Bros. Yeah. Ratatatata. Ja, gib mir was zum Rauchen. Oh, da war's. Hey, Marshall. Zwei Fahrzeuge, Mann. Ey, Bro, was krieg ich für 2.100 Dollar? Hey, vorne auf der Hauptstraße, die parken nebeneinander. Was willst du denn, Bruder? Ja, Auto kaufen. Ich glaub, die holen sich lange Waffen, Alter. Yo, Alter. Yo, die gehen dann. Yo, Alter, die haben lange Waffen, Alter. Kommt da schnell raus, yo. Schnell. Ey, wo seid ihr, Mann? Digga, wo seid ihr, Mann? Mhm. Lass mal gucken, wo die jo, sind. Jo, ich glaub, die kommen, Mann, Alter. Ich glaub, die kommen, Mann. Wo seid ihr, Mann? Jo, die kommen. Sind hinten raus. Fahrt ihr da, verpisst euch. Die kommen. Den anderen Weg. Scheiße. Jo, scheiße. Alter, Schangel hätte es nicht hinstellen dürfen. Jo, Mann, Alter, die kommen. Bro, ich weiß immer nicht, wo die sind, Bro. Die reden nicht mit uns, Mann. Okay, los, komm, wir fahren schnell. Also der eine hat gedreht, wir treffen. Ey, wir treffen uns. Wisst ihr, wo die Wohnwagen-Siedlung da so ist, Mann? Da hinten, Joe. Ey, Bro, da wo die Aliens sind, so. Weiß ich nicht, Mann, Alter. Ne, ich weiß auch nicht, wo du bist, so. Hinten über die Grenze drüber, Mann, Alter, an dem See. Ich hab ein F-Tier. Die sind hinter uns, Mann. Ey, warum fährt denn der hier lang, Bro? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ey, Bro, ich weiß nicht, wo ihr seid. Wo Wohnwagen, Broski? Sag doch an, so. Da, auf dem See, oben. Seite von Alter. Dem See, auf der West. Richtung Westen, Mann. Mann, das Rauchen Westen, halt. Ja, nein, Mann. Ey, meint ihr da so, wo Kreisel ist? Wo seid ihr umzingelt, Mann? Wo? Yo, Sandy Airfield, glaube ich, ist das hier. Wem, Alter? Wer ist da? Polizei. Ey, die können sich aber auch nicht ausdrücken, haben die geraucht oder was, Mann? Ey, Bro, ich verstehe gar nichts mehr. Ich hab keine Ahnung, was die wollen, Mann. Ich weiß nicht, was die machen. Ja. Mann, Alter, mach doch nicht sowas, yo. Ey, Bro, hör mal auf zu kiffen, Mann. Wo seid ihr denn jetzt, Mann? Ja, wir fahren Richtung dem Flughafen, Alter. Bruder, hier fahren überall Polizisten rum. Ja, Bro, welcher Flughafen, Bro? Welcher denn? Sandy. Okay. Ja, dann fahr mal vorhin, oder? Doch, gib mal Gas, Bro. Flughafen, Mann. Ja, Bro, die sind hier vorne, so Flughafen, weißt du, so ganz auf entspannt. So. Ja, fahr doch. Hops suchen die auch, Digga. Ja, ich weiß nicht, warum, Bro. Warum suchen die?
Das sind die doch. Ja, wo denn, Bro? Da war doch gerade rot, Digga. Ja, nein, Bro, Mann, da war nichts gut. So. Sechs Kopfkorn, Mann. Was ja, habt ihr gemacht, Alter? Was habt ihr gemacht? Nicht. Gar nichts, Homie. Ey, Bro, du ahnst, du musst vorne fahren, Bro. Fahr vorne durch. Ja, Bro, hier so, keine Ahnung, hier Flugfeld. Warum? Weil die haben nichts gemacht. Da kommt ein anderes Auto hinter euch her, Mann. Hier links, Bro, links sind die, Mann. Bro, was ist ja, die sind hinter euch her, Mann. Ey, voll krass, komm mal. Ey, yo, wer ist denn der mit der Schrottschüssel da hinten, Bro? Yo, Alter! Das ist, glaube ich, Jumbo, Mann. Oh, okay. Jo, Alter, was geht mit dir, Mann, Alter? Jo, ey, wer bezahlt mir den Schaden, Mann, Alter? Voll korrekt, Mann, Digga, was geht denn hier, yo? Was ist hier los, yo? Hey, er bleibt immer noch sitzen, Digga. Ey, die sind auf euch mit den Motorrädern hinterher, yo. Was? Alles gut bei dir, Bruder. Jo, Alter, übelsten Drehwurm ihr habt, Mann, Alter. Ich fahr schon. Was ist denn hier los, Mann? Ich verstehe nichts. Ach, yo, die haben mich doch gerade verfolgt, Digga. Jo, Alter, notfalls nimm den Audi, Mann, Alter. Die Kuh, Junge. Ja, wir probieren. Digga, was ist jetzt der Plan, Mann? Jo, Bro, ich weiß auch nicht, Bro. Wer wurde denn jetzt verfolgt, so? No move, die auf Motor. Ey, Jumbo! Jo, was los, Mann? Red mal, was ist denn los, Mann? Wir, Jamal, Alter. Auf dem Motorrad, die werden verfolgt, jo. Was haben die gemacht, Mann, Bro? Alter, ich weiß nicht, was los schon wieder ist, Mann, Alter. Ja. Bro, ihr müsst doch mal besser kommunizieren. Wir wussten nicht, wo ihr seid, Bro. Ich weiß, ey, guck mal da vorne, nicht, so gepanzerte Autos, so voll auf entspannt, Bro. Ey, können wir uns sowas holen, Mann? Ja. Yo, ich fahr da jetzt mal hin, Mann. Ich yo. Nichts, yo. Los, komm. Wohin fährst du, Bro? Weiß mal gleich nicht. Habt ihr irgendwelche illegalen Sachen dabei, Mann? Ja, Mann. Ja, Bro. Wir haben doch, okay. Mann. Wir haben doch gekauft, Mann. Yo, fresh, Alter. Wo ist dein Auto, Digga? Alter, wo seid ihr mit dem Motorrad, Mann? Gleich am Baumarkt, Alter. Aber wir fahren, glaube ich, gleich runter in die Stadt, Mann. Jo, okay. Wir haben so einen schnellen Mustang hinter uns, Alter. Jo, Alter, der hat mich gedreht, Mann, Alter, jo. Voll nicht Alter, bereit, da hinten Mann. Hier fährt der Panzer querfeld ein, Mann, Alter, was ist los? Ey, habt ihr einen Plan, oh, Mann? Bro, warum fährt hier ein Panzer lang? Jo, fahrt mal Sandy Abfahrt ab und fahrt mal hinten da drauf. Wir behalten hier, wir machen hier ein bisschen dicht. Ach, scheiße, nicht, Alter, geht nicht, Alter. 1000 Polizisten. Jo, Alter. Jo, kein Ding, fahr mal auf. Ey, Bro. Fahr mal langsam, Mann. Ah, ja, langsam, Digga. Yo! Was ist denn hier los, Mann? Arsch, Bruder. Die sind voll am Arsch, Mann. Die gehen in den Knast, Bro. Die gehen in den Knast. Digga, Mann. Was machen wir denn? Wir können nicht helfen. Jo, hab ich dich voll abgedrängt, Alter. Der eine ist voll in die Leitplanke gefahren, Mann, Alter. Ja, krass, bloß nicht in den Knast, Bro. Ey, wer sitzt da auf dem Motorrad? Ich glaube, das ist Jamal. Ey, wer sitzt denn auf dem Motorrad drauf? Jordan und Jamal, Bruder. Okay. Alter, rammen die mich einfach mal. Ey, komm, fahren wir mal ein bisschen vorne hin, so, weißt du? Ja, gib mal Gas, Mann. Ja, Mann. Was so ein bisschen so Ablenkung, haben, weißt du? Ey, die soll mir jetzt auf jeden Fall diesen Cash geben, Alter, fürs Auto, Mann. Alter. Das sind also, Ghana Press. Gerammt, wir müssen da mitmachen, Mann. Bruder, warte, ich helfe ihm, Digga. Gib Gas, Mann. Was macht der, Digga? Das ist doch scheiße, Mann. Ey, Bro, du fährst wie so eine alte Oma, wenn sie einkaufen fährt, Digga, Bro. Digga, ich geb doch Gas, Mann. Ja, du ahnst, es wird nicht gut ausgehen. Bruder, ich bin stoned, Mann. Was erwartest du, Digga, dass ich Formel 1 fahre? Bin, oder nein, was? Dass du ahnst. Wir haben 6 Fahrzeuge hinter uns und fahren 200, Alter. Wir sind am Arsch, Alter. Ja, Bro, du ahnst Böses. Soll ich mich opfern für euch, yo? Nein, Mann. Nee, Bro. Bro, nein. Wir brauchen eine Karre, eine andere, weißt du so? Ich frag's uns, ob ich ausbauen darf, so, Bro. Nee, Polizei, hier ist fucking rich, Mann. Die fahren Bro, hab ich Führerschein.
Willst du fragen, Mann? Na, Bro, hab ich mitgenommen, tatsächlich, Bro. Ja. Willst du fragen? Mann? Ja, Bro, ich frag einfach auf ganz entspannt. Ey, Bro, es hat jemand ein Auto zum Ausleihen, so. Wie zum Ausleihen? Ja, Bro, ich hab kein Auto, so ich bin mal kurz Probe fahren, so einfach Auto fahren. So, weißt du? Probe fahren. Ja. G-Klasse, ja, Bro, ist egal, so einfach so ein bisschen Probe fahren, dies, das, so. Ich hab zwar Führerschein, aber. Yo, noch kein Auto, so, weißt du? Ich hab kein Geld für Autos, aber ich Probe fahren, gucken, so, weißt du? Aber machst du nicht kaputt oder so, na, Bro, nein. Bruder, du ahnst Böses, aber es ist nichts Böses. Wo seid ihr? Ich würde dir sonst auch mein Taxi geben, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so... Ja, Taxi, ja, ey. Kann ich fahren damit, ja, Bro? Oh, ja, geil. Den Schlüssel ab. Geh mal, Gon, lass mich noch gucken. Ja, hier. Bei dem ich spring gleich zurück, ja? Ich mach nur Probefahrt. Nee, ja, alles gut, mach. Danke, Bro. Hey, yo, fresh, Alter. Ey, yo, ich hab jemanden so scheinheiligen Auto abgezogen, Bro. Bro, könnt ihr uns helfen, yo? Der hat doch wahrscheinlich raus. Wo seid ihr, Mann? Staudamm, ja, ey, yo, Staudamm, Briss. Fahr mal hin, Bro. Ich schwöre, Bro, die fahren uns mit Panzer, Lamborghini und allem hinterher, Mann. Lamborghini. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft, wegzukommen mit Motorrad bei Pferdeauswahl, Alter. Yo, und Jamal, wo ist der, Mann? Ey, wir stehen jetzt hier, Mann. Fuck, wo ist er? Mirror Park, ist so ein Schädel, Junge. Jo, Jamal, dann fahr zu dem Cousin auf die Pferderennbahn, Mann. Wie sollen wir das machen? Hier sind überall Polizisten. Also hier sind so viele Polizisten, wie ich Weed habe, Alter. So viel, Mann. Ja, ist doch egal, Alter. Fahrt mit dem Auto auf die Pferderennbahn, Alter. Und dann klettert ihr da über den Zaun, Mann, Alter. Und da steht der Cousin. Jamal hat den Bruder, Schlüssel. Ich hab auch einen Schlüssel. Jo, aber du bist ja weggekommen, Mann, Alter. Ja, aber ich bin doch auch bei ihm. Ich könnte sie holen, rein theoretisch. Ich kann's probieren. Ach, scheiße, Mann, Alter. Wer flieht denn jetzt noch? Wer braucht denn noch Hilfe, Mann? Wir haben schon Airbag, Mann. Fuck, yo. Jo, wisst ihr hin, Mann? Weißt du, wie du auf die Pferderennbahn kommst, auf die Laufbahn, Mann? Nein, Mann. Kommen wir da hin, oder was, Mann? Jo, und dann können die umsteigen, Alter. Dann mach ich das Auto da auf, Mann. Gleich Casino, jo. Schickt euch einen Standort, wir fahren da hin. Wir sind Casino, Bro. Ja, Bro, ich fahr Casino, Bro. Ich bin gleich da, Broski. Yo, Jamal, Alter. Machst du dann die Karte für die anderen auf, Mann? Ja, wir sind unterwegs, Alter. Yo, Mann. Fahrt ihr da auf die Rennbahn oder bleibt ihr draußen, Mann? Ey, wir sind jetzt dort bei der Rennbahn gleich, yo. Yo, wir stehen draußen vor der Tür, Mann. Aber hinten drauf fahren, ne? Auf die Pferderennbahn drauf, Mann. Ja, Bro, ihr habt das Bahn, ganze Polizeidepartement hinter euch, Broskis. Da geht's ja voll ab, Bro. Ey, da ist ein Traktor, Homie. Ja, auf der Rennbahn. Bro, ich fahr woanders ich rein. Auf der ist Rennbahn, egal. Homie, was ist jetzt, yo? Ja, die lassen mich fahren durch. Wir fahren da schnell hin, Alter. Wir kommen da hin, Alter. Bruder, die ahnen, Bro. Sein. Die ahnen einfach. Die haben uns den Weg abgesperrt, Mann. Ey, Bro, ich fahr auf Mitte von Rennbahn, Bro. Ich fahr Mitte Rennbahn, so, weißt du? Nee, das ist scheiße. Ihr müsst auf die Außenbahn, Mann. Auf die Außenbahn. Ey, ja, ich warte auf... Die haben zugemacht, Digga. Die haben eure Einfahrt zugemacht. Ja, Bro, ich warte auf Außenbahn, Bro. Ich warte hier vorne, Bro. Ey, Bro, ich warte hier. Guck, Bro, Alter, vorne an. Ey, Bro, du fährst einfach dran vorbei, Bro. Bro, ich hätte hier gewartet auf dich, Bro. Mit der G-Klasse. Ja, Bro, vor Dings hier. Ich stehe hier, wo Ausfahrt ist, Bro. Vorne, bei Dings. Alter. Ja, Auto ist hier durch. Kommen noch welche, Mann, Alter. Prost. Unser Auto ist kaputt, Mann. Ey, Bro, ich bin von der Presse, Bro. Alles cool so. Alles gut, ich bin von Presse, so, weißt du. Ey, ist jetzt Auto geahnt, oder was? Die haben geahnt. Bro, warum seid ihr nicht angehalten? Ich war da, ihr hattet genug Platz, so, Bro. Wo denn, Mann? Ja, zu spät jetzt, Bro, Skis. Scheiße, Mann. Ja, der Bruder hat halt geahnt, so, weißt du?
Ich hab gesagt, er soll genau da anhalten und er fährt einfach weiter, weißt du? Ich lauf weg, Mann. Wo seid ihr, Mann? Wo? Ja, so bei Dingen, Mann, ich fahr berghoch so. Wenn der flüchtet, berghoch gehen so, weißt du? Ich bin bei der Brücke, Mann. Bei welcher Brücke? Ich weiß nicht, Mann. Wo warst du? Ja, Mann. Hier ist Panzerwagen, Mann, Alter. Jo, was geht hier ab, Mann? Hier sind einfach Cops, Mann. Ja, warte, Mann. Ey, Bro, warte, Bro. Ich bin schon da, Bro. Alter, sie sind voll aggressiv. Vorsicht, Panzerwagen kommt jetzt unten durch die Unterführung, Mann. Ey, yo, ich glaub, ihr ahnt den gerade. Ihr seid gerade weg, Bros. Voll cool so. Dann hilf mir, Mann. Ram die weg. Die verfolgen uns, Bro. Ich glaub, wie viele sind das, Homie, Digga? Oh, Alter, ihr habt die ganze Stand hinter uns, Alter. Was ist los? Wir haben auf die geschossen schon wieder. Schon wieder, ich Mann. Schon wieder, Mann. Ja, das zweite Mal, Alter, wir hatten einen Korb hinter uns, Alter. Arsch, Digga. Scheiße, wir haben auch Korb. Mit Motorrad war der hinten. Ey, wir brauchen Hilfe, Mann. Wir sind vorbeigefahren, Mann. Ja, Bro, wo seid ihr denn? Sind jetzt hier hinten, Digga, irgendwo. Ja, Bruder, ich komm noch gut hin da hinten, so, Bro, weißt du. Ja, komm mal hinten. Schick ihm, Bruder, schick ihm doch. Schick doch Dings, Digga. Ey, Bro, so kann ich nichts anfangen, so mit Informationen, so, Bro. Ja, wir sind so bei, keine Ahnung, wo so Hammer in den Boden hauen, Bro. Hammer in den Boden hauen, ja. An der Ostküste, Mann. Verstehe nicht, Bro. Ich kenne mich hier nicht aus, Mann. Wir sind eher am Arsch, Mann. Ja, Mann, wenn du mir sagen kannst, wo du bist, hol ich dich ab, Bro. Das ist das Soundorf, ich bin nicht. Ja, Bro, sag doch gleich, ich fahr doch hoch jetzt. Ja, Bruder, ich ahne so, weißt du, dass ihr da hinten seid, aber keiner sagt so, weißt du. Ja, du bist gut im Ahnen, Mann. Ihr seid jetzt auf Berg draufgerannt, oder wie? Nee, wir sind im Auto. Straße, ja, Bro, wie jetzt Straße, Mann? Da kommt jetzt so eine große Straße Richtung oben. Ey, Bro, ich fahr jetzt auf den Berg. Wenn ihr da nicht seid, dann kill ich mich von euch. Wir sind nicht mehr auf dem Berg, wir fahren jetzt nach oben. Ey, Bro, wollt ihr mich verarscht oder was? Ich fahr jetzt auf den Berg hoch, Bro. Ich glaub, Marshall-Service ist fresh, Alter. Die haben mir gerade mal meine Reparatur bezahlt. Bro, ich bin jetzt auf Berg. Wo seid ihr denn? Yo, Jungs, wir kommen also, auf Berg hoch, Mann. Ich hab euch eben gerade 5 Autos vom Hals gehalten, Alter. Die haben mich übel zum Status, als ob ich Schwerverbrecher war, Mann. Ey, Bro, ich sehe euch. Ich bin auf diesem Berg. So in der Casino war keiner da, so. Wir kommen jetzt zum Berg hoch, Mann. Okay, Mann. Ich bin oben, ja. Yo, Bro. Ich bin direkt hinter Casino auf Berg, Jungs. Ja, sind wir, Mann. Jo, Alter, oh. hier ist übelst Highlife, Alter. Was ist hier los, Mann? Helft uns mal, Mann. Hier ist Staudamm, Digga. Berg. Wir sind ganz oben jetzt, Mann. Ja, Bro, Alter. Ich auch. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht, Mann. Bruder, wir sind ganz oben. Ja, wo ganz oben? Welche Seite, Bro? Beim Staudamm, oh. Bro. Ja, Bro, ich bin auch beim Staudamm ganz oben, Bro. Nein, Bro, du bist sicher andere Seite, Digga. Ja, Bro, welche Seite bist du? Links oder rechts von Norden, ja. Bro? Die Stadt einwärts, Mann. Ja, Bro, bin ich doch. Ja, wir sehen dich, Bro. Wo bist du, Bro? Sag jetzt nicht, du bist andere Seite, Alter, Mann. Ich werde von einem weißen Limousine verfolgt, Mann, Alter. Wir waren über dir, Jumbo, Bro. Jo, wo? Ja, die haben uns jetzt gleich, Mann. Nee, wo seid ihr denn jetzt, Mann? Ich finde euch nicht. Ey, du bist voll die gute Hilfe, wirklich, Bruder.
Wer, Mann, Alter? Bruder, wenn ihr jetzt nicht gleich sagt, wo ihr seid, verpiss ich mich von dem Berg. Ja, wir sind bergunter, Mann. Bergunter, wieso, wie habt ihr das genannt? Mirror Park, Mann. Ja, Bro, du sag doch gleich, dass du Mirror Park bist, Bro. Ja, da sind wir jetzt, Mann. Ja, hier, Bro, ihr seid so blöd einfach. Schon, wo da waren wir gerade, Mann? Jetzt fahr ich vor. Hab ich gesehen, Mann, Alter. Ja. Die Kommunikation. Funktioniert besser als beim BD-Bike. Jo, Alter, der Mustang, Alter, der kommt nicht klar, Mann, Alter, Junge. Der verfährt sich da drin. Auto jo, Alter, der hat's weggecheppert, Alter. Jo. Wir sind jetzt am Casino vorbei, statt aufwärts, Mann. Broski, ich fahr jetzt da drunter so, weißt du, so, da wo Tankstelle ist. Jetzt sind wir so Mautstelle Autobahn, Mann. Ey, Bro, wo seid ihr denn jetzt? Er fährt wieder hoch. Warum? Was, seid ihr noch verfolgt oder was? Wir werden ja, die ganze Kopf Zeit verfolgt, Mann. Ja, ich will doch helfen, aber ihr sagt nicht, wo ihr seid, Bro. Ja, Bruder, wieder auf Berg andere Seite jetzt. Ja, Highway, Bruder, da ja, leck mich am Arsch, Bro. Kein Bock mehr. Mach selber. Ja, wenn wir raus sind, dann ja, Mann. Voll Bro, korrekt. Ich helfe euch nicht mehr. Ihr seid zu kompliziert für mich, Bro. Richtig korrekt. Ihr seid zu zugekifft dafür. Das ist Familie, Mann. Na, ihr seid einfach dumm, Bro. Wieso hilfst du denn nicht, Bro? Ja, wo seid ihr, Mann, Alter? Ihr müsst doch mal... Unten, Mann. Ey, eben warte doch woanders, unten. Alter. Ja, ey Bro, hilf dir nicht, die sind zu blöd zum Kommunizieren, die sind komplett zu, die all da drin. Bringt was zum Batzen mit, wenn ihr kommt, Mann. Die wollen Hilfe, aber sagen, ich muss es sehen, das ist schrecklich. Ich hab den weißen Mercedes verfolgt, Mann, Alter. Drei Autos hinter uns, Mann. Mal helfen, Mann. Bro, euch hilft keiner, wenn ihr mal woanders seid, Bro. Nur noch auf Berg, Bro, ich fahr die ganze Zeit. Ja, auf Berg, Bro. Ich bin beim Stau, Mann. Ey, Bro, wer ist dieses weiße Auto da, Bro? Das ist gleich im Arsch, Mann. Sind jetzt hinter Rennbahn, Mann. Gefährlich. Hinter Rennbahn, Digga. Hinter Rennbahn, also, wieder ich bin bergab. Nicht hinter dir gefahren. Richtung Staumauer, Mann. Ey, Bro, seid ihr wieder Staudamm oder was? Jetzt sind wir Rennbahn wieder. Okay, cool, Bro. Sind unten Rennbahn, statt auswärts. Verstehe nicht, Bro. Fahren jetzt da wieder auf dem Berg bei der Rennbahn statt auswärts. Verstehe nicht, Bro. Jo, Alter, fahrt, Alter. Warum fahrt ihr denn nur mal berghoch? Sind jetzt bei der Mautstelle wieder unten, Mann. Jo, alles fresh, Alter. Sind wir auf der anderen Seite von der Mautstelle, Mann. Unser Auto ist gleich im Arsch, Mann. Bro, ich bin noch schon da, warum Bro. Warum nimmt ihr nicht den Q7, Mann, Alter? Ja, weil die dumm sind, Bro. Die sind dumm. Alter, kommt hier rüber, Mann, Alter. Ich mach euch auf, die Hütte. Jetzt fahren wir Richtung so einem komischen Freilichttheater. Ja, dann. Kommt doch rüber, Mann, Alter. Ja, Bro, ihr seid so lost einfach. Ja, auf die Pferderennbahn, Mann. Ey, Bro, die haben alle kaputt gemacht, die Gehirne, so, weißt du? Komm jetzt zur Pferderennbahn, Mann. Ich hab bald keinen Tank mehr, Digga, wenn ihr nicht helft. Ich schwöre. Ja, Bro, ich kann keiner helfen. Jetzt Pferderennbahn, Mann. Wo seid ihr, Mann? Jo, warte, hier steht noch einer, Mann, Alter. Normaler Eingang, Mann. Fahren durch den Tunnel, durch Rennbahn, Mann. Nee, ihr müsst anders, Alter. Ihr müsst hinten rauf, Mann. Ey, Bro, die sind zu lost dafür. Wir nicht, Mann. Es. Jo, der Geldautomat ist raus. Würde ja gerne helfen, aber die sind so lost, die Bries. Das ist unglaublich. Die raffen nix, gell? Raff nix. Die vorne, ne, der raff nix. Bro, seid ihr jetzt im Auto, im Q7 oder was macht ihr gerade? Wir sind im Arsch mit dem Auto vorne, Mann. Bro, ihr seid zu lost für alles. Ja, wo seid ihr denn, Mann? Ja, ihr sagt doch nie, wo ihr seid, Bro. Immer noch Rennbahn beim Casino, Mann. Ich sehe vor euch, Bro. Dann hilf doch, Digga.
Ja, Bro, du hältst doch nicht an, Bro. Ich stand doch gerade vor dir, du ahnst doch mit G-Klasse, Bro. Dann hilft doch dir. Ich stand vor ihm, sie hätte aussteigen können. Bro, woher hast du eine G-Klasse, Mann? Ja, Bro, hab ich ihm gerippt vom Hauptplatz. Geil, Alter, als Kuschel. Ja, G-Klasse. Hey, wir bräuchten mal Hilfe, Mann. Wir haben das Ganze bedient da unten. Ja, ich würde ja gerne, aber du ahnst, dass du nicht aussteigst. Ich bin hier mit der G-Klasse, Bro. Boah, Casino, Bro. Ja, Bro, dann steig aus und steig ein. Alter, kommt doch auf die Pferderennbahn draufgefahren, aber ich glaube. Ey, Bro, was macht ihr hier? Hallo, Broski, hallo, ey. Nee. Ey, Bro, was ist das denn hier, Bro? Ah! Bro, ey, Bro, ich hab damit nichts zu tun, Bro. Aussteigen, aussteigen. Ey, Broski, es ist nicht so, wie ihr glaubt, das aussteigen. Ist, Bro. Aussteigen. Ey, Bro, der pusht mich raus, Bro, ich hab damit nichts zu tun, Bro. Geh raus aus dem Auto, Bro. Aussteigen. Bro, raus aus dem Auto, Bro. Bro, wer ist denn in meinem Auto, Bro? Ah, Hilfe! Ey, fahr einfach. Ja, ich wollte nicht, weißt du, da Schnitte waren. Das war gut gefangen, Digga. Yo, Bro, wo hast du so fahren gelernt, Mann? Ey, Mann, wirklich in Ghana, oder was? Bro, ich war in Kolumbien, Bro. Dort hab ich die Packs von vorne nach hinten geschoben. Oh, Auto war voll im Arsch. Jo, Alter, wie viel seid ihr, Mann? Ja, Bro, wir fahren jetzt hier durch Zauberwald, Bro. Ich so Magic Attack, weißt du? Wir bräuchten nur jemanden. Au! Mann, ey. Bro, ich hab damit halt nichts zu tun hier, ne? Ich hab auch nichts mit zu tun, wir haben nur jemanden einsteigen lassen. Bro, ich weiß, was habt ihr denn gemacht, Broskis? Wir haben nur jemanden einsteigen lassen, Mann. Ja, nie, wen einsteigen lassen, Bro. Ja, wir haben jemanden einsteigen lassen und dann haben die uns verfolgt, Mann. Wo ist die Dame, die eingestiegen ist? Ich glaub, die wurde getasert, Mann. Nein, Mann. Da ist ein Baum. Nee, Mann, Bro, die wurde. Bro, ich hab keine Ahnung, von was ihr redet. Ja, wir wissen es auch nicht. Wir wollten doch nur zum Hauptplatz zu unserem Job, Mama, Bro. Oh, du voll die coole Karre, Mann, ich schwöre. Ey, yo, wo seid ihr? Wir sind im Zauberwald, hat er gesagt, Mann. Ey, Jamal. Ja. Ich schick dir einen Standort. Bin hier weg. Boah! Boah, Bro, hast du gesehen? Hast du geahnt, Bro? Hast du geahnt? Ich hab geahnt, dass es malt in meinem Arsch, Digga. Ich brauch ne neue Hose, Homie. Wir sind nicht weg, Mann. Wir sind jetzt gleich weg. Ich hab dir nur Standort geschickt, dass du weißt ungefähr, wo wir sind, Mann. Ahnt nicht, wir sind, glaub ich, weg, Mann. Scheiße, nicht doch nicht, Digga. Jo, schaffen wir, Mann. Ey, Bro, du ahnst es. Bruder, Mann. Du hast voll viel. Ey, du fährst Bahn, wie ein gutes Alter. Boot, Mann. Wie ein gut geschmierter Mann. Bruder, richtig gut geschmiert. Aber wieder ein Baum, Scheiße. Bro, der ahnt den Baum, Bro. Ey, wir sind hier zu sitzen. Im Arsch. Ey, Bro, wir brauchen abholen, Bro. Auf dem Weg zum Standort, den uns Jared geschickt hat. Ja, ich schick nochmal einen, Mann. Oh, schick nochmal einen. Seid ihr sicher, oder was? Nein, leider nicht, Mann. Wir fahren im Kreis, Mann. Warum dringend Hilfe, Mann? Yo, Bro. Mann. Fahr wie ein Ghana. Weit seid ihr weg, Mann. Bitte, wir holen noch ein zweites Auto, Mann. Das schaffen wir nicht mehr, Mann. Wir sind drei Leute, Mann. Du, dort sind sicher Bänder drin. Unterwegs. Da liegt einer, Bruder. Korrekt. Ey, Bro, wir brauchen Umstieg, Bro. Auto rauf, Bro. Wir fahren schon wieder Richtung Stadt einwärts, Bro.
Ich bin East Highway, Stadt auswärts, Alter. Ich bin auf der anderen Seite, Alter. Ich bin auf der anderen Seite. Schwarzer BMW, Alter. Okay, Bro. Hier rechts, links neben euch. Bro, ja. Dreh um. Ey, yo, wisst ihr, wo das rote Parkhaus ist, Mann? Ja. Dann noch mein... Steht doch noch meine E-Klasse. Ey, Bro, voll der Turn-On, Bro. Voll der Turn-On, Bro. Yo, ich bin jetzt auch auf dem Highway, Alter. Bro, ich weiß nicht, was wir machen sollen, Bro. Ich hol meine wir sind am Arsch, Alter. Wir sind richtig am Arsch, Bro. Boah, ich liebe dich, dass du uns geholt hast, Bro. Ich schwöre. Ey, sollen wir schießen? Sollen wir schießen? Auf Reifen schießen. Nee, Bro, ich würde die voll auf den Kopf, so weißt du. Oh mein Gott, Alter, Panzer. Ey, Bro, pass bloß auf, dass die jetzt nicht ahnen und da einfach hinlegen, so weißt du, so Nagelbänder. Wie ist das, Ananas? Yo, ihr müsst mir bitte sagen, wo ihr seid, Alter. Ich schick dir einen Standort, warte. Nee, du musst sagen, wo wir sind. Ey, Bro, hat mir so Helikopter, so Fast and Furious angelehnt. Im Gefängnis kämen wir uns auch auf. Alter, was machst du hier, Alter? Ey, Bros, ich geb euch einen Tipp, macht alle Oberteil weg. Alle Oberteil ausziehen, so weißt du, dann erkennen die so schnell. Was machen die? Das Familientreffen ein bisschen anders vorgestellt, Mann. Bro, das war Familientreffen? Naja, nicht, Mann. Family on Tour, yo, Mann. Das ist vom Arsch, Mann. Bro, ich schwöre, ich wollte da gar nicht mit dabei sein jetzt, so, weißt du? Parkt außerhalb und geht rein und schnappt durch mein Mercedes, Mann. Ja, Bruder, wenn ey, Bro, ich ahne, ich hab ne Idee, wir müssen irgendwo hin, wo wir ballern Mann, können, weißt du? Nein, Mann, du fährst hier an die eine Seite, drauf, ich gestanden wurde. Ey, yo, jetzt hört ihr mal dazu. Alter, wir bin jetzt auf Hinterhalt, auf Reifen schießen, Alter. Wir schaffen das nicht. Aber Bruder, pass auf, da vorne haben die vielleicht Bänder gelegt. Wir sind jetzt East Highway Richtung Stadt einwärts. Ja, Bro, ich würde nicht fahren jetzt, so nicht das Nagelbänder, so weißt du? Nicht, dass da Nägel liegen, Digga, die waren da alle. Die ahnen schon, weißt du? Wir fahren, wisst ihr, wo die allen, wo. Ich hab keine Ahnung. Weißt du, wo was ist? So Spaghetti-Auflauf, so technisch. Bro! Nee. Ja, hab ich so auf trocken angelehnt, weißt du? Grad, Alter. Wisst ihr, könnt ihr alle hoch nach Sandy kommen, Alter. Ich hab was Besseres, hey, yo, ich hab was Besseres. Soll ich Boot ausparken, Mann, Alter? Bro, ja. Bro, mach, ja. An der Fahrschule, Mann, Alter. Jo, ja, Bro, machen wir. Ich hol auch ein Boot, Alter. Ich bin unterwegs runter. Korrekt, das klingt gut, Mann. Wir sind Boot. Jo, Alter, Alter. Jumbo hat nämlich, weißt du, mit Booten kennt Jumbo sich aus, Mann. Außer das von Onkel Jared, Alter, das hab ich vom First, Alter. Mann, laber nicht so viel und mach, Alter. Ey, Bro, ihr müsst schnell machen, wir haben noch ein bisschen Tank, so weißt du, so auf angelehnt. Ich bin gleich da, Mann, Alter, ich bin gleich da. Fresh. Ich bin gerade oben am Hotel, Alter, ich bin rein. Die Ahnen, Bruder. Die Ahnen, weißt du? Ey, was ist das denn? Da einfach komplett in das Ahnen. Digga. Pass auf, bevor. Ey, das Auto habe ich geschenkt bekommen. Können wir darüber mal reden? Ey, Bro, ich will auch ein Auto geschenkt bekommen. Oh, scheiße, Bruder. Ich muss das Auto zurückgeben, dem einem Typen, dem das gehört. Also, weißt du, der ahnt einfach. Er hat gewusst, so, ich gebe ihm nichts zu. Wie dauert's bei euch? Gebot steht, Mann. Wir brauchen aber nicht nur eins, Alter. Ja, warte, ich bin gleich da, Alter. Habt ihr großes Boot, Bruder, oder kleines? Schlauchboot, Mann. Wir haben wieder alle Blatt, Mann. Wir brauchen zwei, Bruder. Vier im Auto, Bruder. Ja, also das muss ich halt nehmen schnell, weißt du? Ne, da können wir nicht hupfen, ist auch nicht möglich, so, weißt du? So, ist zu schwer für. Holt genug Boot, Mann. Wir brauchen zwei, so, weißt du? Boot ist offen, Alter, Boot ist offen. Mindestens zwei. Nee, nicht Boot ist offen, der hier alleine sitzt drin zum Fahren, du musst drin sitzen, ja? Nicht Boot ist offen. Ey, oder bessere Idee, wir drei steigen aus, Fahrer fährt mit Auto weiter. Ja, toll. Ja, dann machen wir so, weil dann haben wir drei Plätze frei, so, weißt du? Und du holst dann nochmal Boot, so. Sie holen doch aber mehr Boote, Alter. Ah, okay, wir warten auf mehr Boote, ja. Habt ihr zwei Boote hier? Gleich, Mann, gleich muss noch ein Autofrack stellen. Yay! Yeah. Ey, du musst jetzt mal meinen Bart ziehen, ja.
Hey, hast du noch was zum Batzen? Ja, aber Bro. Nicht im Auto. Aber Bro, nicht im Auto, Bro. Nicht im Auto. Ich geb aber weiter, Bro, hier. Ja. Ich weiß, wie das endet im Auto, Alter. Der Jake weiß es auch mittlerweile, Mann. Danke fürs Kuschplan. Ja, mir ist vorhin so weggeschallert, als ich das im Auto genommen hab, Bro. Ja, das ich schwöre. War gutes Kraut, oder, Mann? Ja, Bro, ich weiß, ich hab so von Oma-Kraut, weißt du so? So auf Oma ja, angelehnt. Oma, Mama. Ganz jo, auf Oma technisch angelehnt, Bro. Wo habt ihr Boot, Bruder? Jo, wenn ihr runterkommt, gleich da, Mann. Korrekt. Bei dem Bootsanleger direkt. Ja, voll korrekt. Muss ich dafür langfahren, Alter. Weiß nicht, Mann. Ja, Bro, weiß nicht, Bro. Ich hab keine Ahnung, ey. Ey, Bro, du hättest doch... Oder warte, Bro, er soll... Also, ich da halt... Einfach gleich runter, gleich gewesen. Wieder links, Mann. Alter. Wo muss ich runter, Alter? Ey, Bro. Hier, zur Fahrschule rein. Direkt da, wo man die Boote mal kriegt. Ja. Nee, Bro, mach Standort, Bro. Mach mal auf, ich hab keinen Standort. Alter, da, wo man die Fahrschule macht, wo der Bootsanleger ist, auf dem Navi, Mann. Ja, aber gegenüber von Fahrschule, oder? Nein, direkt in die Einfahrt von der Fahrschule, Mann. Und dann gleich wieder legen. Jaden, du hast okay, Bro. Ja, warte, ich hab gekriegt, Bruder. Eine Sekunde. Ich verstehe schon, der meint so Fahrschule rein, Bro. Er hat mir gesetzt, hier, Bruder. Er hat mir geschickt, Digga. Ja, Bro, wo, kannst du nochmal machen? Ah, hier so. Aha. Seid ihr bereit? Ja, Bro, ich hoffe, wir schaffen so, weißt du, weil so auf. Du musst vorher reinfahren. So auf indisches Essen angelehnt, Bruder. Ich hab Bauchweh. Du fährst da vorne dann. Weißt du, so auf indisches Essen. Bro, jetzt rechts. Bro, mal. Hier. Und Bro, links, 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 Bro. Links. Hier, jo, hier, jetzt hier. Links runter. Los, kommt schnell, Mann. Kommt schnell, Mann. Oh. Zweimal bei mir, yo, rein, Bro. Zweimal woanders rein. Los. Yo, Bros, 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 Bros. Ja, Bro. Wir sind's. Yo. Ey, yo, ich schwöre dir, auf indisches Essen angelehnt, ich hätte heute einen Durchfall bekommen im Alter, Dings. Alter, was ey, war ey, das? Ich was liebe euch. Denn, Bro? Ich liebe euch. Ey, Bro, das war richtig Family Action, Bro. Ey, jeder hat geholfen, weißt du? Da hinten kommt ein Boot, Alter. Ey, das sind die Lancers, Bro. Yo, ihr werdet von hinten von dem Boot verfolgt. Wir haben ein Boot hinter uns, ich knall den runter, Alter, den Pisser, Alter. Ja, Bro, lass uns irgendwo hin von da runterknallen, so. Auf indisches Essen mit Mann gelehnt. Wo wollt ihr hinfahren? Fahrt ihr irgendwo hinter einer Ecke oder so. Wir fahren dann da rum und dann steht ihr da. Wo fahrt ihr hin, Alter? Ey, Bro, fahr doch rechts, fahr nach hinten und dann rechts oder so. Ich bin hinter euch. Oder links, nee, passt schon, fahr links, ist okay. Wobei dann, nee, rechts ist besser, Bro. Rechts ist besser. Haben wir drei Boote? Klär das mal hinten mit denen ab, Alter. Klär das mal hinten bitte mit denen ab. Nein, da vorne sind aber drei Boote, Alter. Ja, Mann, Alter. Okay, nee, warte, Verdammung, passt schon, ne. Ey, Bro, soll man sich aufteilen? So ein Boot fährt links, andere rechts, so, Bro. So, ist egal. Nee, bleiben wir zusammen, ist okay. Das eine dreht ab, Alter. Das eine Boot hat abgedreht, Alter. Bro-Counter, ich hab bei 2714, das ist sehr gut. Yo, macht heute wer einen Bro-Counter hier für uns? Bro? Und auf indisches Essen yo, angelehnt, das antwortet war... weiß nicht. Los, ja, Durchfall, auf indisches Essen angelehnt, Bro. Aber macht schon Spaß Alter. Heute. Okay, dann haben wir hier die Korps, Alter. Wir haben auch bei uns die Korps. Ja, schießen wir demnächst einfach den Schädel vom Tisch oder so. So auf indisches Essen angelehnt. Ey, wir machen das so, wir fahren da vorne in die Kanäle rein, Alter, halten kurz an. Wir steigen raus kurz. Oh ja. Und dann? Ja, dann lass kuscheln da drin dann. Ah, ein bisschen kuscheln. So ein bisschen auf mexikanisches Essen angelehnt und so. Oh geil, Bro. Ich bleib sitzen, Alter. Dann machen wir so Sushi auf japanisches Essen angelehnt, weißt du? Ja, Mann. Ey, jetzt hab ich Hunger, Broski. Die Ahnen, Bro, die Ahnen. Ich hoffe, die Ahnen nicht, Mann. Ja. Wie er es einfach sagt. Ich hoffe, die Ahnen nicht. Ey, wenn die Ahnen, ja. Ey, Bro, dann bin ich 100% weg vom Fenster, so, weißt du? Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, guck mal hier, Oktopus rechts, guck. Oktopus, ja, Mann. Ja, Mann. Ey, yo, wir fahren jetzt hier vorne irgendwo um die Ecke, Alter. Dann schießen wir auf die, Alter. Ey, Bro, du hast Licht angemacht, Bro. Yo, das ist von alleine angegangen. Scheiße, warum, Mann. Ey, Bro, ist voll scheiße jetzt für uns, Bro. Aber die haben hinten auch Licht angemacht, Bro. Ja, ist schlecht für uns, Bro.
Vielleicht ahnen die dann nicht mehr, Mann. Ja, so auf asiatisches Essen. Oh, scheiße, Essen, Alter. So. Ey, das yo. Geht los, Mann. Ey, das ist schlecht, Bro, das yo, ist schlecht. Steig aus. Bro, die sind doch hier. Bro, wir haben doch kein Auto hier zum, weißt du, so auf indisches Essen angelehnt. Die kommen doch hierher, Bro. Ja, nein, Mann, Bro. Ihr hättet auf ihn schießen sollen, Mann. Nee, Bro. Ach so, ist das Polizei hinter uns, das oder was? Ja, ach so, das, Bro. Bro, ich dachte, das wäre unser. Gesagt. Ey, Bro, okay, nein. Machen wir nochmal, Bro. Bro, machen wir nochmal, okay? Hier vorne, Bro. Okay, warte, hier hinter dem Ding, Alter. Jetzt. Ey, yo, Bro, der hat uns runtergekippt, Bro. Yo, ich hab ihn, Bro. Okay, Bro. Ey, Bro! Ist rüber. Ich wusste, dass die da sind. Muss rüber schwimmen. Aber kein Taucheranzug, ne? Wenn ich Glück habe, komme ich auf das Boot da hinten. Ey, Bro, ich bin da noch, Bro. Ich glaube, wir sind weg, ja. Alter. Ey, Bro, du musst mir helfen, Bro. Ich bin da unten. Ja. Ey, Bro, ja, fahr ja. Zurück. Die schießen direkt auf mich, Alter. Ja, Bro, ihr müsst mich holen, Bro. Ich bin unter Wasser, Bro. Ich bin hier, warte, Bro. Ich komm nochmal genau dorthin, Alter. Ey, Bro, da seid ihr. Warte. Hier, Bro, nicht so weit. Bro, zurück, Bro. Ja, warte. Wo seid ihr? Ey, Bro, die Ahnen, die haben Boote so. Ich weiß, ich hatte jetzt Polizeiboot rausgeholt, Bro. Wo bist du? Ich bin im Wasser, Bro. Bleib stehen! Yo, Bro. Broskis, es war echt. Wir haben ihn verloren, ne? Nein, Alter, wir waren die ganze Zeit nur zu dritt, Mann. Nein, ich bin da, Bro. Ich war hinter dir die ganze Zeit. Oh, warte mal, wir waren die ganze Zeit nur zu dritt. Ich schwöre, ich hab geahnt, als wäre gestorben. Ja, den habe ich aber abgeknallt, Bro. Ach so. Ja, wir haben jetzt so einen Helikopter oben, Broski. Wir haben einen Helikopter bei uns, Alter. Wir haben einen Kopf getötet. Ey, yo, das sieht in der Akte dann schlecht aus, Bros. Wer ist das? Ist einer von uns das? Ey, yo, wir brauchen ein Auto, Mann. Kannst du nicht ganz weit rausfahren, Mann? Yo, wie wär's denn, wenn wir auf den... Ich hab ne Idee, Bros. Wie wär's denn, wenn wir auf den Ding hier einfach rausfahren? Jemand holt uns nochmal mit Boot ab oder so U-Boot oder sowas, weißt du? So auf mexikanisches Essen angelehnt. Aber wo haben wir denn U-Boot jetzt hier? Ja, keine Ahnung, Bruder. Oder so Helikopter, weißt du? Nein, Alter. Wir oder so Aeroplane. Alle Hops, ach, so Wasser, ey, Wasserflugzeug, ja. Bro. Das wäre geil, Bro. Wasserflugzeug, aber. Ey, habt ihr Wasserflugzeug, Bro? Und so, wer fährt da? Keiner von uns, Mann. Wir sind immer noch auf dem Boot, Mann. Yo, verdammt, die ahnen einfach. Die ahnen. Habt ihr Taucheranzug so? Nein, Mann. Nein, shit, Mann, ich bin getroffen worden am linken Fuß, Mann. Ja, ich nicht, Broski. Ich bin komplett gesund, so, weißt du, so kerngesunder Mann und so. Kann ich im Sitzen eine Weste anziehen, Mann? Ja, Mann. Ja. Ey, die kriegen jetzt so voll Problem, weißt du so? So voll auf Harakash angelehnt. Jo, da vorne ist so. Doch dieser Flugzeugträger. Lass da hinten reinfahren, Alter. Nee, Mann. Bruder, die landen und schießen uns weg, Bro. Aber dann können wir so antäuschen, dass wir da reingehen und dann fahren die wieder raus, Alter. Yo, Bro, die checken das doch, oder? Das bringt sich doch gar nichts. Bis dahin haben wir so viel Zeit. Ich hab nicht mal, ich bin nicht mal maskiert, Mann. Okay, dann drehen wir um, Alter. Yo, Mann. Ey, weißt du, was ich machen würde? Ich würde warten, bis so Benzin ausgeht, so, weißt du? So auf entspannt angelehnt, so ich würde irgendwo hinfahren, ein Boot, wo wir irgendwie wegkommen, so, weil wir kommen nicht weg, solange oben ist, so der Vogel. Was, ihr habt eine Schießerei? Bruder, ich bin im Arsch, Bruder, ich werde gleich umkippen, Digga, mir geht's richtig scheiße.
Ja, Bro. Alter. Ey, Bro, da musst du mal gucken, so wie du auf 100er Prezi kommst, so weißt du. Ey, warum schießen die jetzt auch, Alter? Auf ja, Bruder, ich verstehe, warum die mit Helikopter so verfolgen, Bro. Wir haben doch keine Chance gegen Helikopter mit Boot, weißt du so? Was willst du denn machen? Wir fahren dort hinten in den Kanal rein am Strand. Oh ja, ist eine gute Idee, Bro. Und dann holen wir dort, wir brauchen so Abholung dann dort, weißt du so? Fünfte Abholung heute schon. Wir tun die verarschen. Ey yo, aber nicht, dass die am Strand stehen und uns abschießen, so weißt du, so auf Trocken und Erbsen, Essig so angelehnt, so weißt du. Alter. Sally sagt, na gut, die kennst du mich doch, kannst du. Ey Bro, ich würde hier nicht so weit rüberfahren, nicht, dass die uns runterschießen, so, die haben auf uns scharf geschossen, so weißt du. Würde ich jetzt nicht so machen. So Empfehlung ganz weit weg davon, Dings. Sally-san, na gut, die kennst mich noch. Kannst du mal Alina grüßen? Ich grüße dich, Sally-san. Und ich grüße Alina. Dankeschön für das CIP-Man auch. Leon Yu, 1560, danke für 90 Cent Donaten. Rafnix, freue mich, dass du wieder live bist. Habe dich vermisst. Dankeschön, Rafnix. Ey, ich glaube, wir sind am Arsch. Mann. Nee, Bro, ganz ehrlich, wenn er so mit Helikopter verfolgt, Bro, ist so richtig unfair. Ich würde einfach auf Trocken einfach rausfahren so und einfach warten, bis der keinen Tanken hat, so weißt du. Das so wäre auch eine Möglichkeit, Mann. So auf asozial angelehnt, Bro. Wir haben doch keine Chance so gegen Helikopter, so weißt du. Oder wir holen uns halt so Panzerfaust, weißt du, und schießen runter so Helikopter, so auf Trocken angelehnt. Guck halt mal, ob was im Handschuhfach liegt, Mann. Das ist nichts im Handschuhfach, Bro. Handschuhfach ist kaputt. Oh no, Bray, ich hab nur noch ein bisschen was in der Tech 9 drin. Schlecht, Bro. Richtig Munition. Schlecht, Bro. Ja, noch zwei Schüsse. Nur noch zwei. Ja, Bro, nur noch zwei. Scheiße, Alter. Ja, vor dem Helikopter kommen wir niemals weg, Alter. Ja, sag ich doch, Bro. Die Wichser, Alter. Scheiße. Weißt du, dann sollen sie halt mit 50 Booten kommen, aber doch nicht mit Helikopter, so, weißt du, so. Auf Terminator angelehnt, so Chopper-mäßig, weißt du? Du musst nur aufpassen, ich würde nicht Kanal fahren, weil dann warten die dort so auf Trocken und schießen weg, so weißt du? Ich schau mal, ob ich irgendwas finde. Bruder, ich schwöre, wir haben hier nichts zum Wegkommen. Nichts. Also wir sind am Arsch, Bro. Ja, unser Tank ist gleich leer, Alter. Wir müssen das mit dem Kanal probieren, Alter. Nee, Bro, wenn wir Kanal fahren, sind wir tot, Bro. Ja, wir fahren einmal rein, Alter, und drehen direkt wieder um, Alter. Im Tunnel, Alter. Bro, nee, die werden uns abballern, Bro. Das ist das Auto, wie ich rede. Und es steht noch kein Auto hier rechts, Alter. Oder wir gehen zu Fuß, Alter, und flüchten. Ja, zu Fuß können wir uns gleich so den Bros hier geben. Wir könnten probieren, so auf Helikopter schießen, so. Weißt du so? Ich hab den so? Schlüssel vom Raptor nicht, man, sonst hätten wir den Raptor nehmen können, Alter. Ey, yo, vielleicht sollte einfach irgendwer Auto hinstellen, so auf Trocken. Ey, yo, kann uns einer ein Auto hinstellen, Mann? Ey, yo, wo ist denn diesen Typen, den so schlecht und reinig ging? Ist er noch da? Yo, geil, sind wir einzig im Funk? Hallo, Test, 1, 2, 3. Nein, Mann, ich versteck mich mal, Alter, von den Kopf. Ja, wir brauchen ein Auto, aber Schloe nix. Er hat einer von euch einen Kanister, Alter. Ja, Bro, aber ich weiß, ich hab noch nie so gut betankt, so weißt du. Sprit ist jetzt gleich leer. Ja, sonst fahr weiter, bis leer ist. Bro, ich hab so eine Idee, so vielleicht so auf so Teleshop-mäßig angelehnt, so. Wenn wir so rausfahren, so auf See, weißt du? Ah ne, geht auch nicht, scheiße. Kein Auto. Oh, er fängt an zu qualmen, Junge. Er qualmt schon, Bro. Was ist denn jetzt los, Mann? Ich will doch auch nur ein Barzen. Ne? Hey, ich hab noch einen zum Barzen, wenn ihr dann wollt, okay? Ja, sollen wir probieren, zu Fuß abzuhauen? Nee, Bro, so ein Helikopter oben ist, vergiss es, Bro. Der Heli bleibt immer oben, weißt du so? So auf. Das ist die Scheiße, der Heli muss einen Tank haben. Aber er kann nur einen von uns verfolgen. Nee, Bro, der verfolgt uns alle, der holt seine Kollegen und dann war's das, Bro. Aber wenn
wenn einer geradeaus läuft, einer rechts läuft, ein anderer nach rechts, dann nach links. Wenn da ja nur einer hinterher, können sich die anderen zwei vielleicht irgendwo verstecken. Nee, Bro, das ist Straße, das ist komplett Polizei gleich da, so weißt du? So auf EasyChat angelehnt. Ich höre schon Polizeisirenen, weißt du so? Ich höre schon. Die sind auch schon da, das bringt uns nichts. Scheiße, Mann. Wir könnten höchstens, weißt du, was wir probieren könnten? Auf Sojasauce mäßig angelehnt, so zum Boot fahren, so weißt du? Auf die Yacht oder was? Ja, ich weiß nicht, so auf Boot halt fahren. Vorher mal großes Boot hin, so. Und dann dort verstecken oder so, ich weiß ja nicht. So auf EasyChat angelehnt, weißt du? Aus, Alter. Oder wir holen den Vogel runter, wenn du ankerst, probieren wir runterschießen, so weißt du, dann haben eh nur wir so. Weißt du so? Okay, wir probieren runterzuschießen. Ich hab nicht mehr so viel Muni. Wartet noch kurz. Ja, Bro, ich bin schon da. Auf EasyChat angelehnt, weißt du? Oh, Bro. Bro, aufpassen, dass wir nicht wegfeiern, weißt du so? Oh, der ist zu weit weg, die Kugel kommt nicht so weit. Ja, vergiss es, Bro. Warte mal ganz kurz, bevor wir weiterfahren, ich mach nur schnell neue Kugeln rein, ja? So, warte so, auf trocken angelehnt. So, was Munition, SMG? Ja, passt. So, ich habe jetzt auf ganz easy Chat angelehnt nochmal geswitcht, so, weißt du? Fahren wir wieder runter Kugeln. Zu dem großen Boden, dann verstecken wir. Nee, Bro, wir fahren jetzt hoch so, oder? Nach oben. Nee, oder Bro, ich weiß ja nicht, wo fahren wir denn jetzt hin? Du wolltest doch auf die auf das große Boot, Alter. Ja, da könnten wir uns hinten ist doch große warten, Boot, oder? Oder eher auf wir. Insel vielleicht. Da haben wir irgendwo Insel bewegen, so, weißt du? Aber Insel ist auch wieder scheiße mit so auf Trivago angelehnt, so urlaubsmäßig so. Privatinsel, Alter. Alter, wie lange bleibt der jetzt noch oben, der Vogel? Sonst warte, haben der wir falsche. Da, Mann. Nee, haben wir nicht. Nein, Mann. Ey, der Bro muss. Ey, pass auf, dass du nicht zu knapp dran fährst. Nicht, dass da einer steht und wartet, so weißt du. Bro, finde ich halt so ein bisschen traurig, so. Dass wenn die halt so verkacken mit Boot, so einfach mit Helikopter kommen. Ja, Bro. Weil was willst du so machen, Bro? Die können halt auch den ganzen Tag Boot fahren. Können die uns Baywatch nennen, Bro? Ja, sonst fahren wir raus fischen einfach so. Scheiß einfach drauf. Ja, richtig, Mann. Ich glaube, hinter uns fährt Boot mit, ne, oder? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gern Taucheranzug mit den Fischen gehen. So. Ja, Mann. So, ein bisschen auf Kevin Bacon angelehnt. Ja, und dann gehen wir einfach dort oben bei Polito auf das große Boot, Alter. Keine Ahnung. Bro, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Mann. Ja, Bro, ich weiß halt auch nicht. Der klebt uns halt die ganze Zeit so drauf, wir kommen Bro. Halt nicht weg, Alter. Keine Chance, Bruder. Bro, ich hätte halt sonst noch eine Idee, so. Wir könnten so machen, dass einer nach dem anderen so aussteigt, so alle drei. Und einer wird halt dann verfolgt, so während der Fahrt, weißt du so? Das heißt, wir müssen einen opfern, Bro. Ja, wir opfern einen, so, weißt du? Auf EasyChat angelehnt. Wer wird geopfert, Alter? Ja, ich hab einen erschossen, Bro. Das können die sehen auf der Bodycam, Bro. Ja, dann hau du ab und steig aus. Steig jetzt einfach aus. Einfach rausspringen. Glaub mir, Bro. Und dann schwimmst du ans Land und keiner wird's checken, yo, so. Ich mach das jetzt, Bro, okay? Okay, mach das, Bro. 3, 2, 1. Tschüss, Bros. Okay, ein Bro ist weg. Und er verfolgt uns weiter. Bro, ich werde auch gleich abspringen, ja? 3, 2, 1 und ciao, Bro. Ey, kann mich von euch jemand abholen, Bro? Wo bist du, ihr Mann? Im Wasser, Mann. Ja, wo im Wasser? Was ist denn wo im Wasser, Mann? Ey, Bro, wir schwimmen gerade rüber, Bro. Ja, ey, Bro. Ich komm nicht weg, Alter. Ich brauche. Ich glaube, es ist untergegangen, Bro. Was? Ach, nichts, Bro.
ich versteck mich auf der Ding, Alter. Auf der Yacht, Alter. Keine Ahnung. Ja, ich dachte, also, irgendwer schwimmt uns nach, Broski. Ey, Bro, ich brauch eine Abholung. Ja, ich beeil mich, Mann. Alter, hier fahren überall die Cops lang. Alter, und jetzt sind doch wieder keine Taxis da, Mann, Alter. Ist doch Move, Mann. Oh ne. Leichten Damage genommen vom Tauchen. Auch super. Ja, ich werde sowas von im Arsch sein, Alter. Bro, halt an die Gefühle. Scheiß Helikopter immer noch über mir, Alter. Ist dieser Donnervogel oder was? Ja, Bruder. Keine Chance wegzukommen, Alter. Er ist doch scheiße, Mann, Alter. Das heißt, ich hole jetzt gerade den Audi, Mann. Dann kann ich euch irgendwo abholen, Mann. Ich bin auf jeden Fall weg. Bro, ich bin auch nicht unter der Brücke gelegt. Was ist los? Ey, Bros, ich bin weg, ich brauche eine Abholung. So gleich, ich brauche noch 2 Minuten, 3 Minuten, dann bin ich bei meinem Audi, Mann. Weil die sie nicht abgeschleppt haben. Ich hoffe, mich hat jetzt keiner gesehen. Jo, könnt ihr mich mit dem neuen Boot hier abholen, Alter? Gerade schlecht, Mann, Alter. Ich bin gerade auf dem Weg. Ey, wär ich eine Sekunde später hier angekommen, hätten die mich erwischt, ne? Die hätten mich jetzt 100 pro erwischt, die haben mich nicht gesehen. Ey, wär ich nur ein paar Sekunden später angekommen, hätten mich da sowas von heftig erwischt. Boah, bin ich gerade glücklich, dass mich da jetzt nicht gesehen haben. Aber dann, wo sind die anderen, Mann? Da verfolgt nur der Hubschrauber dich, Mann? Ja, Mann, ich bin oben in Palito in der Yacht drin, Digga. Und gleich kommt wieder ein Pedealer, der da drüber fährt und sagt, ich spüre da was unten. Mann. Ah, was spüre ich denn da? Scheiße. Ein Felsen. Ich jetzt eine Abholung hole, dann wäre es jetzt blöd. Ich glaube, wir müssen jetzt um 15 Minuten Bush-RP spielen, Leute. Weil wenn ich hier jetzt weg bin, ist problematisch. Ich glaube, Alex ist gestorben, ne? Ich glaube, der ist untergetaucht und der meldet sich im Funk nicht mehr. Ich glaube, sie haben Alex erwischt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Alex hat es wirklich beinhart erwischt. Hier läuft einer auf meinem Boot rum, Alter. Aber das mit dem Absprung war eine gute Idee. Ey, ich bin nur gerade so happy, dass ich das Punkt genau noch geschafft habe. Ich bin da so froh, ey. Oh, zum Glück. Noch gerade geschafft. Ah. Da kommen sie wieder. Guck hier. Da fahren sie lang und suchen. Wer braucht jetzt noch eine Abholung? Ja, Bro, ich habe jetzt alles voll mit Cops. Ja, ich werde hier ein bisschen warten. Jo, halt aus, Mann, Alter. Bro, soll ich dir Standort schicken? Ja, warte gleich, Mann.
warte, ich sag dir gleich meine Nummer, warte. Jo, bist schreibbereit? Ja, Bro. 44406. Jo, klingelt. Jo. Bro, warte ein bisschen, die ahnen, ne? Ja, ich lieg da im Busch drin, Bro. Alles gut, Mann, alles gut. Hey, das ist ein Hundi! Wuppel! Mit dem grünen Auto. Ah ja, Wuppel auch gerne im Shop vorbei in der Zwischenzeit, wenn das mit Push-RP haben. Es kommen auch bald wieder die Adventskalender rein. Am 1.9. starten wir den Vorverkauf. Also Wuppel gerne rein, nicht vergessen. Weil letztes Mal waren die in 3 Tagen ausverkauft. Die Kalender, die gingen richtig gut weg. Da hatten wir 850 Stück waren es, glaube ich, fast 1000. Einfach nach 3 Tagen, schwupp, und weg waren sie, die Kalender. Benz mit 25 Euro und Fee, Servus, bin jetzt auch dabei. Ja, hallo, Benz, ja. Xyzen Zwuschelbuschel. Moin, bin auch wieder am Start, bin aber erst dazugekommen. Ist das ein neuer Charakter? Ja, ist ein neuer Charakter derzeit. Schon der gefühlte sechste Charakter, ich spiele. Wo ist eigentlich der Andel? Ist Andel im Krankenhaus noch immer? Der arme Bree? Der wurde ja direkt festgenommen, ne? So, Leon Yu haben wir vorgelesen. Raffnix. Freut mich, dass du wieder live bist. Habe dich vermisst. Vielen Dank an Raffnix nochmal. Noel, danke für 90 Cent. Mittwoch, danke für 1 Euro. Thorsten, Jamal, Balko. Wie sieht's bei dir aus, yo? Servus, Zürn. Wer ist denn alles bei den Lancern dabei? Andel, Freddy und Dario hört man auch aus. Grüße aus Illingen. Alex ist noch dabei. Brazel ist noch dabei. Wer ist noch alles dabei? Bei Lancern. Ich weiß gar nicht. Ey, weißt du, worauf ich das nächste Mal spare, Mann, Alter? Hubschrauber, sag ich dir. Ich kaufe mir jetzt einen Hubschrauber. Hubschrauber? Jo, Alter, wie lange ist ein Andel im Knast? Der Arme! Weiß ich nicht, Alter. Hä? Haben die jetzt wirklich reingesteckt? 200k, Alter. Also, es ist jetzt kein Meter. Ich will nur, ich will so wissen von euch jetzt. Alles gut. Wenn ich frage, ist ja okay. Mods bitte nicht Timeout, wenn die jetzt reinschreiben, wie lange er im Knast ist. Oh ne, da kommt wieder die Auen. Jo, die kreisen mit ihren Booten um mich herum, Alter. Wir sind ganz high, Alter. Aber der kann mich von hier oben nicht sehen eigentlich, ne? Jo, ich hab ne andere Idee, Alter. Ich guck, wie teuer ein Boot ist oder so. Also, oder ja, ein Hubschrauber oder so, Mann. Ob ich ein Boot fahre oder fliege, Alter. Das kann doch so schwer nicht sein, Mann. Die suchen halt immer noch, ne? 55 Minuten! Nein! 60 Minuten! Ey, der Arme! Aber ey, das finde ich halt immer kacke, wenn du halt streamst, ne? Und dann hast du 60 Minuten nichts zu machen. Auf 3.0 vielleicht besser, weil du dann ausbrechen kannst und geiles RP spielen kannst, aber auf RLO 2.0 ist, wenn du streamst und eine Stunde lang eingesperrt wirst, wirklich unter aller Sau. Wir hatten damals das mit der Streaming-Ding, dass Streamer nicht so lange bekommen haben, damit du halt weiter streamen kannst. Ist halt irgendwie dann aber unfair gewesen, deshalb haben wir es dann immer ausgespielt. Ich find's lustig, der kreiselt genau da, wo ich bin. Warum kreiselt der genau da? Man sieht mich doch nicht. Bin schon längst weg, Jungs. Bin schon längst weg. Wärmebild haben sie nicht, die haben keine Wärmebildkamera. Haben wir rausgemacht, weil es zu overpowered ist. Also ich finde Wärmebild, auf vielen Servern haben das, ne, Wärmebildkamera für PD. Ich finde, das ist zu overpowered leider. Macht irgendwie gar keinen Sinn, weil du kannst damit halt alles sehen, ne. Du siehst dann direkt, wie viele Leute in einem Haus sind und so, oder wie viele Leute in einem Auto sind und sowas. Ist halt dann zu OP. Jo, Jamal, hast du auf die geschossen gehabt, Mann? Oh, zum Glück sind sie abgezogen. Ich warte jetzt noch 10, 15 Minuten und dann spiele ich weiter. Und dann, ja. Welchen Charakter so passiert? Der bei den Herrn Zapferl. Robert Zapferl ist bei mir pausiert. Genauso wie Kevin Hartmann ist auf Pausierung. Und dafür habe ich jetzt erstmal den Lancer. Ich kann halt immer in der Datenbank umtragen, wenn ich wieder einen Kevin Hartmann spielen möchte oder so weiter. Ausgebrannt, Mann.
Ich hoffe, die haben mich jetzt hier echt nicht... Aber mich hat auch keiner gesehen, ne? Und es ist auch keiner hochgerannt, weil die haben mich nicht gesehen. Ich hatte so einen Lack, ne? Ich habe nämlich getaucht und in dem Moment, wo ich aufgetaucht bin, ist nochmal das Boot vorbeigefahren. Aber schau, wie sie nochmal gucken hier. Guck dir das an, wie die hier nochmal drüber gucken. Die checken genau bei mir alles ab. Aber gut, die sind auch hinten irgendwo ausgestiegen. Aber schau dir das an. Jetzt fliegen sie sicher nochmal über den Busch jo, exakt bist du noch drüber. Da? Ich schau extra, ich lieg halt im Busch selber drin, denn man kann mich gar nicht sehen. Ich glaube, ich bin dieser Bubble da drin. Oh, jetzt fängt es auch noch zu regnen an, super. Dann sehen sie ja noch weniger, super, toll. Yo, freut mich. Ist noch jemand im Funk, Mann. Yo, Bro. Okay, sind die noch bei dir, Mann? Ja, die fliegen doch immer mit ihrem Heli. Yo, Alter, scheiße, ey. Ich warte, Bro, ich warte ein bisschen ab, ja. Echte Lancer campen mit einem echten Busch, ja! Wir sind die neuen Karteller-Leute. Die Lancer übernehmen das Kartell. Nee, ich warte hier jetzt einfach ein bisschen. Oh, aber schön, wie das aussieht mit der Sonne hier oben. Voll geil. Fühl ich. Ja, warte mal ab, ne? Thorsten Balkum, Herr Vogel, ist jetzt, ne? Perfekt. Magna Lump. Ein Hai kann schneller schwimmen als ich. Dafür kann ich schneller laufen als ein Hai. Das heißt, bei einem Triathlon käme auch aufs Fahrradfahren an. Ah, der ist nicht schlecht. Dankeschön, Magadalum. Lost Eye Batman, danke fürs VP werden. Also Felix Bach, Blackman mit Nachricht kann nicht angezeigt werden. Schöne Donation. Über alles vorgelesen unten, ne? Ja, alles vorgelesen. Gewürzgurke, danke fürs VP werden. Und, Nick Renn TV mit 1,40 Schweizer Franken. Dankeschön. Ich gehe jetzt schnell auf Klo in der Zwischenzeit. Ich bin dann gleich wieder da, Leute. Kurze Klopause. Hup. Und dann schaue ich, dass ich aus dem Busch RP wieder ins normale RP kann. Bin gleich wieder da. Ghostbusters. Ich weiß nicht mehr. Von dem Lied, oh yeah. Who you gonna call?
Ghostbusters! There's something strange in the neighborhood. Yo, ich komm jetzt zum Pillbox auch mit. Who you gonna call? Ghostbusters. Dun, dun. Dun, dun, dun. Also ich liebe dieses Lied. Nur leider copyright-technisch schwer. Ich hoffe, ich krieg nicht einen Strike dafür, dass ich es gesungen habe. So. Schauen wir mal. Eine wunderschöne Coverversion von mir. Ich weiß nicht, ist noch mal eine Polizei vorbeigekommen? Ich hoffe nicht. Ich call jetzt einfach durch. Ah ne, da kommt sie doch mal. Boah, zum Glück. Wollte schon durchcallen. Ich habe so das Gefühl, die... Ah ne, das ist ja gar nicht ein Polizeihelikopter. Ey, Bro, bist du das mit dem Helikopter, Bro? No, nein, nein, Mann. Okay. Der Donnervogel ist weggeflogen, Alter. Vielleicht für Jamal, Alter. Vielleicht das FD oder so, Mann, Alter. Der meldet sich. Ey, Bro, auch. Mich kann jetzt jemand abholen. Ich bin for free hier. Yo, warte, ich sag hier den Dings noch ein und dann kommen wir dich holen, Mann. Yo, alright, Bro. Weißt du, es regnet und ich chill im Busch, Broski. Ich bin schon die Mücken auf den Ranzen, yo. Der Urlaub hat endlich gut getan, danke. Das wäre künstlerische Freiheit schon lange nicht mehr. Also wenn ihr wüsstet, wie schwer es ist, Musiklizenzen zu kriegen. Ich habe nicht überlegt, für den Real Life Online 3.0 Trailer ein Lied zu lizenzieren. Das Problem ist nur, entweder das Ding kostet uns ein paar tausend Euro, Nummer uno, für einen Trailer, um ein Lied zu lizenzieren. Oder du gehst auf die Website, wo du dann was lizenzierst für 100 Euro. Und sobald die Website nicht mehr die Lizenz hat, dass du die hast, dann ja, gilt auch deine Lizenz nicht mehr, dann kannst du es runternehmen. Also es gibt da draußen echt Probleme in der Musikproduktion, wie ich finde. Es ist so schwer geworden, etwas zu lizenzieren, wenn du irgendwas usen möchtest. Ja, für einen einfachen Trailer ist halt schwer. Es ist, wie es ist. Hoppala, was das Trinken auskippt, Gott. Wisst ihr, was ich machen wollte für den 3.0 Trailer? Kennt ihr Blinding Lights von Bruno Mars, war das, ne? Blinding Lights. Ich bin gerade wieder kommt. Nee, nicht. Nee, von The Weeknd. Von Bruno Mars. Aber ich schwöre, Bruno Mars und The Weeknd sind fast gleich vom Gesang her. Ich dachte gerade, das fängt schon wieder an, wie mit dem Lemon Tree ist von den Beatles. Es fängt schon wieder an, Leute. Der Musikhund, es fängt wieder an. Wie Lemon Tree, das ist doch von den Beatles, ne? Ne, The Weeknd, Blinding Lights, das wollte ich als 3.0 Trailer nehmen. Und das zu lizenzieren ist sehr schwer. Weil es hätte zum Trailer gepasst. Aber ey, so eine Lizenz sich zu holen, das ist so teuer und das ist mit so viel Kopfschmerzen in Verbindung, dass es sich einfach nicht rentiert, leider. Also wie gesagt, die ganze Musikindustrie ist nicht auf dem modernsten Stand, wenn man was lizenzieren möchte. Ich denke mir so, wenn du 500 Euro ausgibst, würde ich nur sagen, okay, aber dann müssen die noch fragen, wie weit geht denn das Video, ne? Wie viele Leute kommen da drauf und klicken drauf, das kommt halt auch drauf, ne? Klar. Was ist im Adventskalender drin? Schokolade? Ich mache nur Schokoladen-Adventskalender. Es gibt zwar Adventskalender, wo du auch so Sachen rauskriegst, aber das ist alles immer so klump. Ich habe mich als Kind meistens über die Schokoladen-Adventskalender gefreut, weil da eine Schoki drin ist. Also in meinem Shop gibt es einen Adventskalender mit einem schönen Aufdruck und da ist dann Schoki drin. Eine ganz normale Schokolade, Adventskalender-Schokolade. Bio-Fairtrade, glaube ich sogar, haben wir letztes Jahr gehabt. Die Fairtrade-Schokolade. Bin so doof, hab nicht gesehen, dass er live ist. Ui, du Armer. So, jetzt gehen wir aber da gleich raus, ich werde gleich abgeholt. Ich mache mal beim Trinken auf. Wenn du selber singst, hast du das Problem nicht. Doch, habe ich. Selbst Covers sind rechtlich gesehen, ohne Lizenz es zu covern, illegal. Es ist kein Scheiß. Das ist auch ein Grund, warum es nur noch so wenig Cover-YouTuber gibt wie früher. Wisst ihr noch damals die Lochis und so? Gut, die haben halt nicht gecovert, die haben halt den eigenen Text gemacht. Aber selbst die Beats haben sie halt so nachgebaut. Selbst das ist ein Problem für heutige Tage so. Damals bist du damit relativ gut durchgekommen, aber heutzutage kannst du richtig schnell abgemahnt werden für sowas. Da muss man so hart aufpassen. Aber ABA Blinding Lights war so geil gewesen für einen RLO-Trailer. Hätte ich so gefühlt, aber nee.
Ja, Parody ist dasselbe, kannst du ja auch nicht mehr machen. Das ist ja der Grund, warum es, wie gesagt, Waititi, die Lochis und so keine Parodien mehr machen, so. Es geht halt nicht mehr. Es wird halt alles direkt geclaimed und dann war's das. Hast du keinen Cent mehr mit deinem Video. Geht die Red... Nee, das ist kein Red Bull. Weißt du, was ich gerade trinke? Weil Anna schreibt, da geht die Red Bull-Sucht wieder los. Ich trinke kein Red Bull mehr. Noch in seltensten Fällen, dass ich mal eins trinke. Ich habe so ein Aloe Vera-Drink. Erfrischungsgetränk. Kleiner Fun-Fact. Aloe Vera ist gleichgestellt wie mit Süßstoff. Möglicherweise krebserregend. Weil heutzutage eh alles krebserregend ist, irgendwie, was man zu sich nimmt. Aber Aloe Vera soll anscheinend krebserregend sein. Also gleichgestellt wie diese ganzen Süßstoffe, die es da draußen gibt. Ey, wann werde ich hier abgeholt, Bri? Ich warte. So, Mike ist noch VIP geworden. Dankeschön. Und 1 zu 7. Hundepante. Danke fürs VIP werden. Geh auf Fiverr und lass dir ein geiles machen. Nee, Alter, wenn du ein schönes Lied haben möchtest, eine geile Produktion, das kostet zu viel. Musik machst du auch nicht einfach so, ne? Das ist halt Fiverr. Kennt ihr diese ganzen Server, die auf Fiverr so Rapper bezahlen und dann das als Lied nehmen, als für ein Loading-Screen? Ich finde das immer übelst cringe. Das ist Five City. War das nicht das, dieser ich glaube, das war Five City. Das ist Five City. Da fühle ich immer so gar nicht. Jo, Alter, cringe. Wir sind dann jetzt unterwegs, meinst du, dir? Willkommen. Yo, Bro, ich warte hier noch im Busch seit 15 Minuten, Bro. Ja, Bruder, ich muss den anderen abholen. Ja, erstmal im Batzen, ne? Noch Tampons abschießen, Digga. Die Roten haben Stress gemacht, Bruder. Das werden die Kopf nicht zu viel, Mann. Fette Schießerei gegeben, Digga. Bin allergisch gegen Aloe Vera. Auch nicht schlecht, hab ich auch noch nie gehört. Ein guter Raptor, Mann, Alter. Bruder, das ist Five City. Yeah, yeah. Ja, mega cringe. Ja, das stell dir mal vor, das machen wir als Trailer so. Und das kommt raus, wenn du bei Fiverr einen Rapper bestellst, so, weißt du? Mich haben die gelben Lotus gerettet, Digga. Was sagst du zu Gönnerchi? Kann ich nichts sagen. Wir haben es in Österreich nicht. Es wird in Österreich nicht vertrieben. Aber ich schaue, dass bei der nächsten Charge mir das jemand rüber sendet nach Österreich. Ich habe Monte angeschrieben, hat er nicht geantwortet, weil ich gefragt habe, ob es das in Österreich gibt, aber ich bin selber drauf gekommen, okay, das wird in Österreich nicht vermarktet. Obwohl es in Österreich produziert wird, ne? Aber Gönnerchi will ich übelst gerne mal probieren. Ich höre den Song an und es gibt mir ein bisschen GTA-6-Vibes. Ja, das wäre es ja gewesen. Ich finde auch, Blinding Lights ist so voll GTA-6, Y-City, 80er-Style. Da kommen halt so diese Retro-Gefühle hoch. Das ist ja der Sinn hinter dem Track. Das war ja so auf 80er-Jahre angelehnt, ne? Und deshalb wollte ich ihn unbedingt für den unseren Trailer nutzen, so ein bisschen diese GTA Sex Vibes schon rüberballern lassen, weißt du so? Das war so der Ding. Aber ey, wenn der offizielle GTA 6 Trailer kommt, finde ich, würde das übelst gut passen, das Lied, ne? Voll gut passen. Gibt's ja schon so Fake Trailer, die das Lied drin haben. Das ist die Sound. Dann Justin 2602 mit Servus Christi. Ja, grüße zurück. Und Mario R, danke für 2 Euro und Gibi, probier mal Moloko Cranberry, das ist geil. Moloko Cranberry, ich gebe das mal ein. Cranberry. Ethan Bradberry. Okay. Gibt's Leuchtband in Österreich auch nicht? Nee, kenne ich nicht. Noch nie gesehen in meinem Leben. Ist das mit Alkohol? Bei Alkohol trinke ich fast nie was. Wobei doch, ich habe letztes Mal im Urlaub das erste Mal wieder Alkohol getrunken. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe? Bevor meinem Urlaub? Vor 2 Jahren zu Silvester. Ich trinke sonst nichts. Und im Urlaub ist das einzige Ausnahme, so wenn ich mal bin, dass ich dann so ein Aperol Spritz trinke oder sowas. Aber so ein Mischgetränk, aber mehr nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe 2 Jahre keinen Tropfen, also wirklich keinen Tropfen Alkohol getrunken. Und im Urlaub habe ich dann einen Aperol Spritzer ein paar Mal getrunken. Aber tatsächlich, ich trinke so gar kein Alk sonst, ne? Null. Jo, null. Wo bist du, Mann? Sonst nie. Ich habe 2 Jahre einfach nichts getrunken, einfach weil ich nicht brauche. Ich brauch's halt nicht. Da eigentlich, Mann. Kommst du direkt aus Wien, oder? Nein, ich komm nicht aus Wien, komm aus Graz. Hoch zur Straße, komm, Mann. Moloko gibt's beim Billa Plus
Ich war schon öfters beim Bieler Plus, jo, aber ich hab den halt noch nie gesehen. Ey, bist eingeschlafen oder was, Mann? Ich bin ja wohl nicht mal Silvester, du bist eh das Beste. Man muss nicht. Du, ich war auch in meinem ganzen Leben noch nicht einmal besoffen. Noch nie. Nicht mal angetrunken, gar nichts. Ich brauch sowas nicht. Jackie Chan, Digga. Ey, Bro, seid ihr das im Busch? Wir sind nicht im Busch, Alter. Wir sind oben auf der Hauptstraße, Mann. Ey, Bro, da ist ein Auto unten. Ey, Bro, kommt ja nicht zu mir. Da ist jemand, Bro. Ist egal, Bruder. Wir haben nichts. Nein, Bro, unter der Hauptstraße ist ein Auto, Bro. Beim Anleger, oder was? Ey, ne, Bro, da wo ich mein Ding gesendet habe, wo ich gerade bin, Bro, da ist vor mir so ein Auto. Okay, wir kommen einfach, Bruder, wir haben eh nichts dabei, Mann. Die können uns nicht. Ja, Bro, aber nicht, dass die mich mitnehmen, Bro. Ja, ich bin clean, Mann, ich komme jetzt, Mann. Wir gehen einfach nur spazieren, Mann. Hier steht aber auch kein Auto, Mann. Bruder, ey, Bro, bei mir steht da fettes Auto vor mir, Bro. Jo, ich denke, die machen bestimmt Rumpel, die Pumpel, jo, Mann, Alter. Wir stehen beim Anleger, Digga. Bro, egal, ich warte jetzt nochmal 15 Minuten. Fahrt weiter, Bro. Nein, Bruder, wir sind doch da, was ist das Problem? Nee, Bro, kein Bock auf die. Ey, seid ihr das oben auf dem Anleger, Broskis? Jo, Mann. Ja, Bro, ich bin nicht auf dem Anleger, ich bin woanders. Ja, auf der anderen Insel, ich weiß, Mann. Ja, Bro, komm her da. Und schau, ob da unten was ist, Bro. Ja, das Auto. Jo, aber müssen wir vorher noch kurz Auto wechseln, Alter. Oh, shit. Braucht gerade ein Auto vor mir, ne? Warum eigentlich ahnen, was lustig ist? Ja, Bruder, ich hab geahnt, Bro, ich hab geahnt. Du ahnst, oder? Das ist der Sound of a Spende. Rockstar hat ja 5M aufgekauft. Das ist komplette Falschaussage. Das heißt, man darf auf 5M keine reinen Automarken haben. Was wirst du jetzt machen? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und Rockstar hat 5M nicht aufgekauft. Rockstar und 5M arbeiten zusammen. Sind jetzt zusammen lizenziert, kann man sagen. Aber Rockstar hat, glaube ich, kein Geld in 5M gesteckt. Die sind einfach in einer Partnerschaft und die gehören halt jetzt zusammen, aber die haben die nicht aufgekauft. Aber das mit den realen Marken, das wird, ich glaube, das wird niemals abnehmen, weil die Modding-Community einfach zu groß ist, bin ich der Meinung. Und wir werden weiterhin, solange es geht, reelle Automarken drin haben. Und soll es mal dazu kommen, dass das irgendwann mal komplett verboten wird in 5M, dann changen wir einfach unseren Launcher zu Rage oder sowas. Weil wir werden immer bei realen Marken bleiben, was Autos betrifft, alles andere, so Kleidung und so weiter, das interessiert mich ja gar nicht. Oder... Wir haben auf 3.0 haben wir auch überall die so McDonalds und so entfernt. Wir haben die Sachen von Apple und so entfernt. Kleidung entfernen wir. So Gucci und so weiter. Aber reelle Automarken, finde ich, ist ein Ding, das muss bleiben. Das, da geht kein Weg dran vorbei, dass wir sagen, wir changen das zu GTA-Marken. Also, nee. Im schlimmsten Fall, also das ganz, ganz Schlimmste, was wir machen, wäre einfach die Marken entfernen auf den Autos. Wir würden die Autos ins Z-Mod ziehen, dann müssten wir 2-3 Tage durchmachen. Boah, und in 2-3 Tagen sind überall die Marken verschwunden oder überklebt mit etwas. Das wird auch gehen, ne? Aber solange ich keine E-Mail oder sowas kriege oder solange mir keiner ans Bein pisst, lasse ich das so, wie es jetzt gerade ist. Wieso darf man bei euch eigentlich die Gangs nicht nach echten Gangs benennen? Weil ich das irgendwie nicht geil finde und jeder soll seine eigene Gang machen und es kann ja an etwas angelehnt sein, aber ich finde es halt immer uncool, wenn man sagt, man ist von der Gang und der Gang. Gut, gibt auch so Sachen, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel Motorradclubs als Beispiel jetzt mal so Hell's Angel oder sowas, wenn du da den Namen nimmst und das hinten drauf packst, zum Thema auch wieder Marken und so weiter. Ich glaube nicht, dass die das so cool finden, ne? Und deshalb lieber, ich sag mal lieber, eigene Gangnamen einfallen lassen und nicht immer was nehmen von irgendwas. Und vor allem, es gibt so viele Server, wo das so ist, dass es so Crips, Bloods und sowas gibt. Ich wollte es halt ein bisschen schöner haben, dass jeder seinen eigenen Gangnamen hat. Finde ich schöner.
Wieso kriegt Forza die Lizenzen für reale Automarken bei Rockstar nicht? Weil Rockstar kein Geld dafür ausgibt, mit Absicht, aber Rockstar könnte sich die Lizenzen holen. Du weißt, was das Problem ist. Es ist, glaube ich, auch schwer, Lizenzen zu holen als Rockstar Games für GTA. Weil das Spiel halt mit sehr viel, ich sag mal, Problematiken daherkommt. Es geht ja um Autos klauen und so weiter und um Polizeiverfolgungen und das halt. Ja. Mit Ballern und so miteinander machst und dann Autos kaputt machst, hochsprengst und so weiter. Du kannst ja in einem Forza kein Auto hochsprengen. Und Schadensmodell ist auch immer das Thema. Das mögen die gar nicht. Echte Automarken hassen das, wenn ihre Autos irgendwo komplett auseinandergenommen werden. Das ist halt dann auch so, das wird halt schwer. Aber ich glaube, die machen es mit Absichten nicht, weil es ein eigenes Universum ist, passt schon. Und sie sparen sich sehr viel Geld und Probleme. Das passt schon so. Yo, Bros, wo seid ihr? Bros, hallo? Yo, Mann. Yo, Mann, wo seid ihr denn, Bro? Wir sind doch da, Mann. Ja, Bro, wo? Der Polizist hat es gedreht, Digga. Wie, hat euch gedreht, Bro? Nein, ein Polizist hat es gedreht, Mann. Wir kommen. Der lag da. Ja, Bro. Ey, Bro, fahr mal an mir vorbei, Bro. Fahr links weiter. Und fahr da, Bro, siehst du da hinten? Da steht, glaube ich, ein Auto, Bro. Fahr da durch, Bro. Steht da ein Auto? Jo, Alter, hier stehen Dings, Junge. Ja, Bro, guck mal, ob da Cops oder so stehen, Bro. Nee, da ist keiner, Mann. Aber vorhin war Licht an, Bro. Vorhin war da Licht an. Fahr mal hoch. Ja, dann sind die aber woanders hin. Hier ist keiner, Mann. Komm jetzt her. Ja, Bro, aber die waren doch da. Da war doch Licht an, Bro. Komm jetzt her, Mann. Meine Fresse, Mann. Komm her jetzt. Bro, die will uns hinterherfahren, Bro. Ich ahne. Komm runter jetzt. Wo bist du, Mann? Komm her, Mann. Bro, ich ahne, die werden hinterherfahren, Bro. Wo bist du denn, Mann? Hinter dir. Nimm ihn auf die Schultern. Los, hopp, Mann. Los, nimm ihn auf die Schulter, Mann. Ja, Digga. Oh, ja, Bro, jetzt habe ich ihn auf Schulter, Bro. Ja, egal. Ey! Ja, Bro, ich hab grad geahnt, Bro. Bro, ich hab grad geahnt, Bro. Ja, Alter, meine Ladefläche, Alter. Was machst du? Ja, Bro, alles cool. Ich hab Auto geupgradet, Bro. Ey, yo. Yo, was machst du, Alter? Mach doch keinen Scheiß, Mann. Ja, Bro, ich lass gleich aus hier. Polizist, Bro. Ey, Bro, fahr rechts! Bro, fahr rechts! Nein, wir waren da komm ich nicht lang, Mann, Alter. Ah, da ja, schon okay, lang ja, ist klar. Alles gut, da liegt das Kopf. Alles, Mann, alles im grünen Bereich. Ey, yo, ich muss zum Friseur und muss mich umziehen. Yo, immer mit der Ruhe, Mann, Alter. Immer mit der Ruhe. Arme, Digga. Yo, ey, warum ist dein Hirsch, Bro? Yo, Alter. Ey, Mann, der Hirsch. Hat er geheiligt, sei das Lama, das heilige Lama, Mann, Alter. Das Lama schenkt dir das dritte Auge, yo. Ey, Mann, ey. Mich haben solche Leute gerettet, Mann. Die Roten haben auf uns geschossen, als wir direkt, als wir endlich mal weg waren von der Polizei, Mann. Kaum ey, yo, jetzt fahren wir jetzt hin und ich zieh mich dann um, okay? Yo, Mann. Ey, wir ahnen einfach drüben und machen uns schick. Alles fresh, Alter, alles fresh, Mann. Ich lasse euch beim Klamottenladen raus, Mann. Alter. Und dann hole ich euch da gleich wieder ab. Ich hole anderes Auto. Ja, aber du ahnst eh, dass wir hier höchstwahrscheinlich gleich festgenommen haben, Bro. Ah, nein, Mann, Alter. Hier, guck mal. Mann. Du musst eigentlich durchs Westen das durchfahren, dann wirst Bro, du hast nie dich gesehen, gestochen. Die Cops, Bro, hast du gesehen? Ja, Mann, Alter. Chill, alles ja, gut. Ja, Mann, sieht nicht gut aus, Bro, so wie ich aussehe. Chill, Mann. Ey, Bro, können wenn nichts die... nachweisen, Mann. Bro, hey, Mann, wir haben auf die Cops... Bro, fahr schneller, da hinten ist ein Cop, Bro. Fahr schneller, komm, nein, Bro. Bro, ich muss dich umziehen, Bro. Ja, der checkt das. Ja, lass mich raus, Bro. Lass mich raus, Bro. Ey, was machst du, Bro? Alter, bleib ruhig, Mann. Ich geh vor, Bruder. Bro, ich geh gar nicht vor, ich geh vor. Ich bin umgezogen. Bro, ich bin nicht umgezogen, Bro. Er ist weg, Mann, ist weg, Mann. Pack mein Auto eine Form mit dem anderen weiter, Mann. Das ist die Drogen, Alter, die machen den Würm. Jackie Chan hat zu viel geraucht, Mann, Digga. Jo, die sind weitergefahren, Alter, die haben anderen Einsatz. Alter, ey, du glaubst nicht, Alter. Die scheiß Heckklappe, Mann, Alter, ein Taui, Alter. 1000 Bucks für eine Heckklappe, Mann. Soll ich?
Minus, Bruder. Alter, das war's mit meinem Hubschrauber, yo. Wer war denn das? Du ahnst, wer das war. Du ahnst es. Oh ja, diese Tasche brauche ich. Das ist die Sound, oh, ja. Fühl ich. Das fühle ich, Leute. Jetzt noch eine richtig geile Brille. Yo, Bro, ich muss noch zum Friseur, Broski. Scheiße, du hast so viel... Ah, ja, Digga, du hast so viel verpasst, Mann. Ja, wir holen dich, yo, bis gleich. Yo, warte. Yo, wir holen dich, Bro. Was jetzt los, Alter? Ja, Bro, keine Ahnung, Bro. Was geht, Mann? Yo, was los, Mann? Yo, was geht ab, yo? Ja, hey, Bro, die Ahn. Homie, was los, Mann? Was Alter, los, was ist hier los? Was ist denn los, Mann? Bro. Digga, Mann. Bro, was wollen die denn, Bro? Du bist gerade beim Krankenhaus aufgewacht. Jo, da fahren wir hin. Ja, dann fahren wir hin, Bro. Ja, chillen wir kurz, Bro. Ey, was wollen die denn, Bro? Ja, keine Ahnung, ich weiß, wir sind ja eh, wir mein, haben ja Alter. Nichts dabei, Mann. Alter, chill. Ich wollte es gerade sagen, Alter, was wollt ihr denn, Mann? Bro, ich hab gar nichts für dich. Hallo? Ey, yo, was ist denn jetzt stehen, los, Mann? Bleib stehen, Mann. Kein Bock. Hallo? Digga. Ey, Bro? Digga, Mann, was wollt ihr denn, Mann? Wir haben nichts, Mann. Hallo? Wieso so viele Polizei, Digga? Alter, gut, okay, Mann, Alter. Oh, du mach keine Scheiße, Mann. Yo, redest du mit Knast, uns? Digga. Hallo? Ja, hallo. Bleiben Sie einfach mal kurz hier, wir klären gerade den Sachverhalt. Mann, was wollen wir denn klären, Mann, Alter? Wir klären den und dann kommen wir gleich auf Sie zurück. Aber yo, kurz, aber dann soll der andere Dude da mit uns einfach reden, Mann, Alter. Ja, tu ich ja. Park jetzt wieder ein, Mann, Alter. Ich park wieder ein. Ey, Bro, können wir zum Friseur fahren? Ich will gerade meine Frisur anders machen, Bro. Ja, Mann, gleich. Hör auf zu nerven. Das ist Snickers, Mann. Jo, Mann, Alter. Hör auf, paranoid zu sein, Digga. Mann, was ist denn jetzt los? Ey, Mann, Digga. Meine Fresse, Alter. Digga, was ist passiert, Mann? Dass sie so Aufstand machen, Digga. Ich weiß das nicht, Mann, Alter. Was ist denn jetzt, Alter? Jetzt fährt er wieder. Yo, kann ich jetzt auch fahren oder was, Mann? Was ist denn das wirklich? Hallo? Alter, was ist denn, Mann, los mit euch? Yo, was ist los, Mann? Jo, Silvester, alles Gute. Hast du Geburtstag, Mann? Was ist los? Digga, ja, das Bruder, hat der die Polizei, Mann. Schon gesagt, Mann. Bruder, Alter, so Stress, Alter, Mann. Mein nichts, Kumpel, Digga. Mann, Alter, der hat einen Termin, Junge, ja, wegen einer Mann. Dauerwelle, Mann. Gib mir nochmal 15 Minuten, Digga. Die Polizei, ja, wie lange 10 Polizeiautos, Alter, Bruder, ey, wir haben nichts gemacht, meine Fresse, Mann. Ey. Könnt ruhig gucken, Alter, Alter, alles... Mann. Jo, alles fresh, selbst der Kofferraum ist fresh, Mann, Alter. Bruder, was ist denn jetzt? Nee, Bro, was wollen die denn jetzt? Lass fahren, Bro. Ich weiß es nicht, Mann, Alter. Ich frag den Chef da, Mann. Jo, Alter. Jetzt vielleicht. Grüße. Was los, Bro? Yo, was ist los, Mann? Wir bräuchten mal ganz kurz ihre Personalien. Meine, Bro, yo, nicht, kriegen Bro. Sie, Alter. Von allen Personen, die im Fahrzeug sind, fangen wir mal bei ihnen an. Jo, kein Ding. Soll ich ihnen gleich meinen Führerschein geben, Mann? Yo. Genau, das passt super. Jo, sag ich doch. Weißt du, ich bin schon was braucht ihr denn von mir, Bro? Ich mich kennen, Mann, Alter. Ich bin immer fein mit euch. Hier, Mann, bitteschön, mein Führerschein, Mann. Guter Lenz, das passt.
Dann der Herr hinter mir, von denen brauchte ich auch mal einen. Jo, Ausweis. Danke schön. Kein Problem, Mann. Ey, kann ich eigentlich bei Ihnen. Ja, Bro, komm her, ich geb dir Schein, Bro. Melden, natürlich. Gut, das wollte ich nämlich noch. Mein Auto wurde gestohlen. Ja, sagen Sie mal gleich das Kennzeichen, wenn Sie meinen Herr Jaden Lenzer gut. Und der Beifahrer in. Ja, Bro, Rot, komm her, ich geb dir, Bro. Ja, warte, ich bräuchte das Programm, klein, Bro. Klein Moment, warte. Jo, ich muss Fenster runter, Mann. Sind Sie der Jake? Ja, ja, Bro. Sie können mich auch durchsuchen, Mann. Was gucken Sie denn jetzt so, Mann? Alles gut. Ja. Guti. Passt? Die Tasche fast. Jo, passt. Jo, mein Auto wurde geklaut, Mann. Jo, Bro. Was ist denn das Kennzeichen, das Modell? Alter, ich kann euch auch, Alter, meine Autos wurden auch geklaut, Mann, Alter. Der hat, da stand, glaube ich, oh fuck, was stand drauf? Bruder, was ist mein Kennzeichen, Mann? Alter, Ghana? Nee, Bruder. Nee, das Buffalo, war von Buffalo, Mann. Buffalo Bill, Bruder. Mein Auto, Mann. Das hat mir. Kennst du Buffalo Bill, Bro? Mann. Was, Bruder? Ja, Buffalo Bill, Bro, ob du ihn kennst, was Bro. Was war das Kennzeichen? Buffalo. Buffalo, ja, Mann. Buffalo Bill, Bro. Buffalo Bill. Yo, Alter, ich möchte dann auch noch Autos melden, die geklaut wurden, Mann. Wir waren nämlich beim Stripclub arbeiten. Alter, ich sag's dir. Pass auf, bist schreibbereit, yo. Yo. Jumbo, so wie mein Name, Mann, yo. Bro, und dann Leerzeichen und die 2. Ich hab grad fast geahnt, Bro. Dann hab ich noch ein Fahrzeug, Mann. Ja. T-O-J Toi Leerzeichen 548, Alter, das ist meine Kuh, Alter. Mit der war ich vorhin Pilze sammeln, Alter. Und dann war die weg, Mann, Alter. Ich hab Pilze gesammelt. Da war die weg, yo. Hast du das Kennzeichen? Yo, yo, hab ich doch, T-O-J. Und dann, yo. Das haben wir. Ibi kann er mehr, Alter, da was ist denn schon wieder mit ihm, mit Jake los, Mann? Alter, der hat schon wieder Krämpfe, Alter. Hey, Bro, ich ruf grad durch, Bro. Der hat einen Termin, Alter, Junge. Alles Bro, gut, ich ruf grad durch, Dankeschön, Bro. Dankeschön, danke, yo, für, danke auf für... Ey, Bro, wir müssen los, Bro. Oi. Ey, Mann, ich kann nicht, Digga, so. Bruder, Mann, so, jetzt muss ich Ding so. Bro. Warum nehmen die nicht ab, Bro? Ja, Bruder, warte, ein Bruder ist gerade im Krankenhaus aufgewacht. Ey, yo, Meister nochmal. Auch ja? Dir, das habe ich eben schon dem Kollegen drüben erzählt, ne? Wir wollten uns bedanken, Alter, für euren Service, den ihr für die Stadt und die Bevölkerung hier leistet, Alter. Ihr macht das auf jeden Fall sicherer, Mann, Alter. Das freut mich immer ganz zu hören. Yo, Alter, das Volk, also wir zum Beispiel auch, ne, wir sind... Ey, Bro, jetzt fahr den doch nicht ins Arsch, locker, wir müssen fahren, Bro. Aussehen, einen Officer zu haben, Mann, Alter. Ach, Gott. Wirklich, Mann. Das freut mich zu hören. Danke, yo, schön. Alter, alles gut, ich fahr, alles gut. Nee, Bro, ich fahr jetzt schon, ich bin schon in der Kiste, Bruder, drin, Bro. Ich hab den Navi, Alter, eingegeben, Bruder. Wenn ja, wir fahren jetzt hin, du brauchst mir zu lang, Bruder. Er ist nämlich aufgewacht, Digga, er ist gerade. Jo, Mann, Alter. Hast du überhaupt Latten, Jo? Natürlich, Bro, ich hab einen Latten. Ja, Alter, aber nicht der, ich glaube, ich habe die größte Latte im Auto, Bro. Ja, Alter. Ja, pass auf, bitte. Alter, das ist mein. Ich mach lieber zu, Mann, Alter. Bro, ist das dein oder was, Bro? Das ist mein. Yo, steht da hinten drauf, Jumbo. Ach so, das habe ich nicht gesehen, Bro. Yo, Alter. Wow, Alter. Ey. Ja, mal ein bisschen Probe fahren, weißt du, so dies, das, Ananas. Bruder, Mann. Meine Fresse. Ey, der in dieser flachen Flunder, ne, Mann, yo. Alter, war der mit, Alter. Ich glaube, der war ein bisschen, der war nicht gut zu sprechen, der Dude. Der hat heute ein Müsli zum Riegel gegessen. Jo, Alter. Eigentlich habe ich das Auto ausgeparkt, yo. Den anderen sind noch Kusch und so drin, Mann. Schau mal, ob das Auto auch das kann, was ich denke, was es kann, Bro. Oh, yo, yeah! Alter, Brudi, Junge. So, wen gehen wir abholen? Die Renate, oder was? Der hat gar nichts mitbekommen, was lief, Bruder. Wer denn? Bis jetzt, der faule Sack, Mann. Ey, mach yo, Platz, Bro! Fahrer. Platz machen. Wir langfahren. Ist auf jeden Fall fresh,
fresh. Ja, ey, ich glaube, die ja, anderen sind fresh, alle scheiße, Bruder. Die sind alle kaputt geworden. Ey, wir machen jetzt erstmal Dubai Racing, Bro. Seid ihr ready dafür? Nicht, wie wir das geschafft haben, ey. Oder oh, Gott. Oh, wie ready ihr dafür seid, Bro. Oh, oh, ist der Motor abgestorben, jetzt geht's. Alter. Ja, weißt du, so ein bisschen auf Dubai Drifting angelehnt. Ja, Mann, ja. Aber wir wollen ankommen, verstehst du? Und nicht auch ja, bei den anderen. Ja, ankommen. Ja, wir kommen bei den Mädels nur so gut an, verstehst du? Jo, okay, Mann. Jo, ich will, weißt du, ich will heute noch jemanden kennenlernen, so, weißt du, so auf Basis angelehnt. Jo, Alter. Du kannst die roten Tampons kennenlernen, die schießen immer. Jo. Das, okay. Jo. Ey, Bro, ich hab keine Waffe mehr, Bro. Wollte mich ein paar Liter abholen, Mann. Alter, da kommen wir gerade her. Ey, Alter. Bro, nimm deine Füße in die Hand und renn selber dorthin, wo wir gerade sind, Bro. Yo, Alter. Yo. Ja, gleich, Alter. Ey, gleich. Ey, Bro, warst du im Knast oder was, Bro? Nein, Mann. Ey, bist du weggekommen, Bro? Leider nicht, Mann. Leider. Ey, warum bist du nicht festgenommen, Bro? Weil das so auf Gericht geht, Mann. Ah, okay, verstehe. Ja, aber du sagst eh nichts, oder? Nein, Alter, safe. Ja, cool, Bro. Jo, Alter, ist der hier oben am... Ich hab mich gefragt, ob ich bei mir noch was Gutes tun kann, Alter. Ey, jo. Dann hab ich gesagt, so ein Joint wäre was Schönes. Dann hab ich meinen Grad wiederbekommen, Alter. Weil das ja, noch in der Freimenge ist. Geil. Mal geil. Wo ist der, Mann? Ey, wo ist der denn? Warte, ich ruf ihn an. Mach dir mal. Jo, einer von uns, der ist hier in dem anderen Krankenhaus wach geworden, Mann. Alter. Er geht nicht mehr ran, Digga. Wow, Bro. Will er mich verarschen, ja, dann lass uns Dings abholen, Mann. Bro, wer ist denn Dings, Bro? Naja, Jamal oben in Paliten, Junge. Naja, Jamal in Paliten. Jamal, Paliten. Alter, wir kommen hoch, Junge. Jetzt ruft er an, Bruder. Jo. Wo bist du? Jo, ich hab mein Auto. Jo, was geht? Ich bin draußen. Wo bist du, Mann? Ja, wir holen euch. Wo bist du? Draußen. Ja. Digga, du dummes Stück Scheiße, Digga. Ich schick wen, aber glaubst du? Wir waren keine beim Krankenhaus beim Halsschlaf, Bro. Ja, Bro, soll ich euch jetzt holen oder was, Bro? Ich hab grad ein Auto geklaut. Fahren wir nochmal hoch zum Krankenhaus, Digga. Ich pack den ein, der ist doch da. Das Opfer war scheiße im Busch, Mann. Ach so, ja, Bruder, ist gleich dank leer, Bruder, Bro. Ich hab ein Auto geklaut, alles cool. Jo, halt. Yo. Hey, Bro. Alter, was ist los? Wir müssen tanken, Mann. Ey, ja, komm, steig ein, Bro. Wir haben hinten noch Platz, Bro. Ey, was ist denn los mit den ganzen Cops, ey? Ja, keine Ahnung. Alter, haben uns diese Roten fertig gemacht, Bro. Nein, erzähl, Bruder. Ich erzähl's dir. Okay, es fing alles an, Bruder. Wir wollten nur Waffen haben, ne? Ja. Und oben kennst du dort hinten, Bruder, auf Parkplatz. So diese Treppe runter, wo wir immer Waffen holen, Digga. Ja. Dort waren die Polizei zweimal. Nein, Alter. Kann nicht sein. Wir waren im Club oben, Mann. Nein, ist ja zu. Alter. Ey, Bro, zweimal du zahlst Tank. Ich hab kein Geld, Bro. Ja, natürlich, Mann, hat er klar. Ja, dann fährst aber du weiter, Bro. Kann mir jetzt jemand erzählen, ja, was ist los ist, Mann, Bruder? Dann war Verfolgung, Alter. Bruder. Wir sind, keine Ahnung, alle geflüchtet, immer ey, wieder. Ey, yo, schwarzer Dresscode, Facelift. Aber warum Verfolgung, Mann? Ja, also, eben, weil wir bei dem Waffenhändler waren. Doch. Ey, Bro, ich hab meine ganzen Waffen weggeschmissen, Bro. Ich hab keine mehr. Hat wir eine Waffe, Bro? Nein, Mann. Ey, yo, ist ja voll assi. Wir wirklich lange, Bruder, auf Boot, wieder auf Land, Digga. Und voll dann auf ist ehrenloser Basis, Roten, Bro. Digga, Schießerei, Autos aus wie Käse, Mann. Wie Käse. Und dann der Schweizer Kass. Einer gerettet und mitgenommen von den Gelben, Digga. Yo. Wäre der nicht da gewesen, Bruder, ich wär tot. Bin jetzt am Wall, ey, krass. Ey, davon weiß ich aber gar nichts, Bro. Ey, yo, wait a second. Bin schon da, Broski. Guck
Komm, lass Eier machen. Ey, was ist denn eigentlich mit was zu barzen? Habt ihr was, Mann? Digga, hat alles dem Geld. Ja, Bro, ich hab noch einen Sack. Ey, die haben im Krankenhaus abgenommen. Ich hab nicht mal mehr Essen, Mann. Boah, fresh, Alter. Dann fahren wir erst zum Mecken, Junge. Mann. Komm, wir fahren zum Mecken, Alter. Ja, Mann. Hast du Handy und so? Ja, ich bin dann Polizei. Das wurde mir zugesteckt, Mann. Was, Mann? Das wurde mir zugesteckt. Jo, ihr habt ja so ewig gebraucht, dann haben die mir wahrscheinlich gedacht, ich bin ein Bettler oder so, Mann. Bro, das ist für dich, Bro. Ich hab nichts bekommen, Mann. Ah, das ist übrigens, der Bruder ist mit Flugzeug heute angekommen, Mann. Ey, Bro! Ja, ich bin angekommen. Ich bin Jared, Mann. Jared who? Jared Lancer, Mann. Ach so, geil. Who let the dogs out? Ja, keine Ahnung, irgendjemand, der seinen Hund nicht an die Leine nimmt, ne? Es bekannt, wurde für dreimal wedeln. Voll fresh, Mann. Es bekannt für dreimal wedeln, Mann. Ja, dann ja, gibt's. Was? Ey, Bro, guck mal hier. Mann. Ey, was ist denn hier los? Ey, da war ich gerade noch. Ey, Bro, lass mal reinfallen in das Ding, Bro. Ey, Bruder, fahr woanders hin, Mann. Bist du dumm, Mann. Ey, mit Kack, wir sind hier irgendwie falsch, Mann. Scheiße, Digga, Mann, wir sind da. Ja, ey, da ist ein McDonald's, Bro, wir sind jetzt richtig am Arsch. Ey, lass mal einen kaufen gehen hier drin. Ich brauch ein Kids-Menü, Mann. Ey, yo, geil, Bro. Einmal Kids-Menü mit Veggie-Burger, Mann. Digga, und die Apfelpommes. Boah, Bro, ich pfeife jetzt voll den Döner rein. Geil, Mann. Auch wenn die keinen Döner danke, haben. Ich hab alles, Mann. Das ist ein Burger, aber ist geil, Mann. Habt ihr alles hier, Mann? Nee, Bro, warte, Bro, warte, Bro. Ich dachte, du hast kein Geld, Mann. Bro, ich hab alles. Ja, ich hab noch ein paar Dollar, Bro. Zum Essen reicht's. Hast du 50 Cent für mich, Mann? Nee, Bro, musst du dir selber holen. Scheiße. Okay. Ja, wir haben's. Was ist los? Ja, guck mal, lass mal Auto klauen von den zwei da hinten. Vielleicht ist es offen. Ja, aber wir brauchen eine Abholung, Alter. Sicher, Mann. Oh, also die ja, ich hab Platz im Auto, Digga, scheiße. Ja, habt ihr noch. Hä, warum wird der verfolgt, Roskies? Nein, Mann, nein, Mann. Aber ich bin ja mit dem geklauten Auto hierher gefahren, Alter. Und jetzt stehen hier Marken. Scheiße, jetzt wurde geklaut. Ey, yo! Hat eine Tomate ja, in den Augen oder was? Ich hab die Vorfahrt genommen, Mann. Ey, yo! Yo, Alter! Ey, was ein Loser, Bro. Was ein Loser. Wir brauchen ein größtes Auto oder wir kaufen ein Auto. Ey, hat wer Geld für mich für ein Auto, Bro? Nee, alles gut, Mann. Warte kurz, ich hab noch Raptor. Habt ihr was zum Spazen, Mann? Ey, nee, ich brauch ein Auto, Bro. Ich hab kein Geld, Bro. Die suchen den doch. Ey, lass mich, ey, Bro, lass mich mal zum Arbeitsamt fahren. Ich brauch mal einen Job, Bro. Wo du komm ins Unicorn arbeiten. Lebe ja, ich komm ins Unicorn arbeiten. Ich muss auch im Unicorn arbeiten, Mann. Was ist denn los, Jungs? Ey, wieso schießt du uns ab, Alter. Mann? Ey, Bro, alles cool, Bro. Voll unkorrekt. Bei dir alles cool, Bro? Haben euch da gar nicht abgeschossen. Doch, Alter, ihr übelst in die Seite reingebarzt, Mann, jo. Voll aus. Ja, voll ins Popo vom Auto, Bro. Alter. Ey, das war richtig so ein Analplug, Mann. Nicht umsonst das Auto rot, Bro. Yo, das ist nicht normal, war keine Bro. Keine Absicht, Mann. Ey, Bro, yo, fahr jetzt mal zum Jobcenter. Ich brauch ein bisschen Kohle, Mann. Bro. Ich brauch Kohle. Kein Bock, mit denen rumzudiskutieren. Yo, ich brauch auch was, Mann. Yo. Ey, yo. Ey, Arbeitsamt hat Geld überwiesen. Ich bin jetzt Türsteher, Bro. Jo, Mann, das ist nämlich unser Club, Digga. Ja, ist unser Club. Ja, Mann. Ey, yo, oh, komm, ihr seid zu zweit, ne, Mann? Ey, yo, lass driven, Bro. Was, zu viert, Mann? Yo, los geht's, Bro. Yo, Mann. Yo, check, kleinen Moment, warte, wir holen. Bro Counter ey, Unlimited. Ich brauch auch so ein freshes Funkgerät noch, Mann. Ey, yo, ich will mir mal ein Tattoo stechen lassen mit meinem Namen drauf. Ey, du kannst ja rein mit meinem Namen stechen lassen, Mann. Boah, Bro, nee. Ey, doch, über Lancer haben wir alle im Namen, Mann. Ja, fettes L, Bro. Fettes Double L. Ey, yo, was machen wir hier?
ich will mein Auto ab, Mann. Ey, yo, das ist ja noch eine Karre. Anderen, Mann. Das ist von dieser Gang, Digga. Guck mal hin. Ey, yo. Ey, Bro, war hier Schießerei oder was? Yo, Mann, Alter. Oh, yo. Ist das dein Wagen? Was, die Pizzeria? Mach auf, Digga. Korrekt. Ja, warum, yeah, Mann? Oh. Viel Spaß mit dem Rap. Jo, das war müssen wir jetzt holen. Wo bist du denn, Bruder? Schick mal Standort. Versteckst du dich? Oder einfach Abholung, Digga? Also, ich komme, Digga. Ja, langsam, Bro. Ich hab einen schwachen Magen. Alles gut, Bro. Ich esse heute noch Sushi. Nein, yo, geil. Ich mag Sushi. Wir können einen holen oder ich hol die Gefängnis. Wir haben ja noch einen Platz. Ey, Bro, mein Funk ist aus, Bro. Ey, ey, wenn wir Gefängnis auch, fahren können, kannst du mich am Baumarkt rauslassen, Mann. Ja, ich ja. Ja, ich weiß, ich vor Baumarkt raus, Bro. Ich guck am Hauptplatz, ob jemand Dings hat, Mann, Alter. Und dann komm und dann hole ich die anderen oben ab, Mann. Adrian Mausen, danke für dreimal hintereinander Nathan. Ultra, danke fürs Pibian. Blackberry 09 und Adrian Mausi und Miraculi sind VIP geworden. Wir sind unterwegs, Mann. Ja, Bro, wir haben noch ein bisschen gebarzt bekommen. Kannst du hier nochmal ein Auto ausleihen? Ja, Bro, ich leih nochmal aus, Bro. Lass mich raus, Bro. Ey, Broski, Broski, ey, Broski. Ey, ich weiß, so geiles Auto, so. Kann ich kurz ausleihen? Ich geb gleich wieder zurück. Nee, Diggi, ich hab's gerade. Ey, servus. Oh, alles hat klar, einer Bro, von alles euch rein zufällig ein, hat jemand von euch rein zufällig einen Werkzeugkoffer, Mann? Ey, Entschuldigung, krieg ich auch Umarmung? Krieg ich auch Umarmung? Was? Ich will auch Umarmung, bitte. Yo, Alter, wie kriegst du dafür, Mann? Ja, sie machen doch gerade Umarmung, oder? Gratis. Yo, warte, ja, nee, wir sind eine Familie, deswegen. Ja, aber, ach so. Entschuldigung, wusste nicht. Krieg ich von Ihnen eine Umarmung, bitte? Eine Umarmung? Ja, bitte. Ich hab schlecht geschlafen heute Nacht. Bitte. Von mir aus? Oh, schön. Endlich Umarmung. Dankeschön. Ich hab so schlecht geschlafen. Jo, komm mal schnell her. Andere Frage. Hat jemand von euch ein Auto, was ich ausleihen kann für 5 Minuten? Egal, ich fahr ins Gefängnis. Ich hab kein Ziel tatsächlich. Ah, oh, okay. Was haben Sie tatsächlich? Ich hab nicht verstanden. Oh, Bruder, weiß, G-Klasse, ich hab grad kein Auto hier. Ach so, ja. Ich frag mal rum, ja, so ein bisschen, kurz, okay? Danke. Entschuldigung, hat wer von euch Autos so zum Ausleihen so ein bisschen auf Ständer angelehnt? Gefängnis, nee, oh, okay, Bro. Nee. Ey, sorry, Bro. Ja, warte, ich sorry, Bro. Gleich, ey, Broski. Ey, komm jetzt her, Mann. Ey, Cheffe. Kann ich kurz Auto ausleihen? Was? Auto ausleihen, Bro. Nein, warum? Ja, nur so kurz. Ich weiß, ich bin Türsteher, so, weißt du? So ein bisschen auf Ständer angelehnt, ob ich mir ausleihen darf. Ich verleihe meine Autos sehr ungern. Ja, Bro, ich geb dir auch. Warte, ich hab noch was dabei. Wie wär's denn mit einem Kusch, so? Das bringt mir tatsächlich null, was? 5 Tabletten, Bruder. Ich hab 5 Tabletten dabei. Nee, das war heute meine. Bro, wie wär's mit einem Whisky? Das Auto absolut kaputt. Ja, ich fahr auch kaputt. Ich mach, weißt du was? Ich nehm Auto und mach wieder schön. Nein, Bro, ich schwöre, ich mach den schön. Her, ey, ihr müsst stressen. Was willst du denn damit machen? Ja, Bro, ich brauch nur, ich muss wieder abholen. Komm jetzt, Mann. Ja, Bro, ich wollte noch schnell Auto klären zum Abholen, Bro. Ich hab doch hier, Mann. Ach so, okay, Bro, alles gut. Ja, ich brauch jetzt doch nicht mehr. Danke, Bro. Alles klar, tschüssi. Nicht, ja, genau. Okay. Jo, wir kommen jetzt auch hoch, Mann. Weißt du, ich wollte im Auto abluchsen, so dies, das. So auf Ständer angelehnt. Yo, so wie so ein Motorrad halt. Jo, geil. Oder wie ein Apfel, Alter, mit einem Ständer auf nach Ständer oben, angelehnt, Alter, muss ich mir mal merken, das ist gut. Ich hab mein Spezi ausgespuckt. Ey, aber das auf Ständer angelehnt ist halt wirklich geil, weil du tust halt dein Fahrradl oder dein... Der Motorrad ist auf Ständer angelehnt. Ich sehe schon Merch auf Ständer angelehnt.
Ja, wird auf jeden Fall super Merch dann. Wird sich super verkaufen. Entschuldigung! Ist hier die Mutter von Tobias? Ihr jo, Kind hat in der Quark, Klasse ein Alter. T-Shirt an mit Aufständer angelehnt. Ich finde das unter aller Sau, was die mit ihrem Kind machen. Ich weiß gar nicht warum, Mann. Alter. Die arme Mutter von Tobias muss das dann ausbaden. Wenn er es in der Schule trägt, den Merchandise mit Aufständer angelehnt. Aber wäre schon lustiger Merch. Wäre schon lustig. Wir sind auch im 6er Nuggets auf dem Nacken von Max Gürres. Dankeschön für 5,90 auf der Nacken. 6er Nuggets. Liebe und Kuss geht raus. Alex 289er, hi, oder auch wieder, wir auch mal so Spaß auf ein gutes Stream, jawohl. Yo Bro, wir sind da, Bro. Ey, 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 was geht? Ey. Mann, Alter. Was hast denn du an, Alter? Ja, so auf Ständer angelehnt, weißt du? So ein bisschen auf Ständer angelehnt. Ey, Brace! Ich wechsle einmal von den Fahrern und Beifahrer von den Wemmler, bitte einmal einen Ausweis. Ne, Brace, ja klar. Yo, wir haben doch vorhin auch schon einen Ausweis gegeben, Bruder. Ich hab doch nur meinen Tattoo gesehen. Mir leider nicht, aber vielleicht Kollegen. Wir sind dann im öffentlichen Ort, Bro. Was hab ich denn verbrochen, Bro? Dann, mit den schwarzen Haaren, kommen Sie mal bitte zur Seite. Ah, Bro. Yo, Bro, bist du happy, Bro? Ja, Lenzer, kriegst du wieder zurück, komm's her. Ja, danke, Bro. Alles gut. Bro, wen suchst du? Wer hat dir deine Liebe verletzt? So? Beim Heiligen Lama, lass uns doch mal in Ruhe, Mann. Kann man ja, Mann, Bro, es ist doch alles auf ganz Chillimilli, so auf Ständer angewiesen. Ich weiß ja nicht, was hat sie angestellt, aber wieder die irgendwer verfolgt. Ja, ich war im Gefängnis und bin gerade rausgekommen. Was habe ich angestellt, Mann? Irgendwie sind sie anscheinend auf den Piss gegangen. Oder 30 Fahrzeuge auf einmal kommen mit maskierten Personen. Bro. Ja, ich bin gefahren vorhin über Land und dann kommen 30 Leute, ja, und wollen mich Bro, fahren. Darf ich dir mal was zeigen, Bro? Hey, Joe, Alter, was los, guck mal, hab ich gelernt, ich bin Türsteher, Bro. Ja, ich mach aber nicht, danke. Ey, Bro, komm, wir machen mal hinten hinter der Tür, ich weiß ganz genau, was du hast, Bro. Können wir mal so los, Ständer. Jo, was mit dir denn? Los, wenn Sie irgendwelche kann mal jemand unserem Bro sagen, dass er irgendwas von 2005 von dem anhat? Auto? Kommen Sie mal mit zur Seite. Oh Mann, das dreht's wohl. Richtig schön. Ey, yo, bist du ein bisschen Kuschelmuschel? Bist du komisch? Krieg ich eine Umarmung, Bro. Ey, komm, wir machen Umarmung so ein bisschen. Schon, du willst irgendwie nein, nein, Mann, Bro, hallo, nein, nicht die Sister auf Sicher den fetten Eisberg, alles okay. Weird. Nein, ich will doch nur eine Dings haben. Ja, mach doch. Bro. Ja, ja. Ja, 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 Bro. Jo, wir waren gerade bei elektrischen Geräten. Nur auf Chili-Mille, bisschen Kuschi, so Familienkuscheln, weißt du so? Jo. Ja, Mann. Yeah. So nicht auf Saarland angelehnt, Bro. Island Boy. Sweet Home Alabama. Ja, Mann. So auf Stände angelehnt. Jo, was ist jetzt los, Mann, Alter? Ja, wo ist der andere so ein eigentlich? Gerät. Ich brauche noch so ein Gerät. Ey, yo, Bro, jetzt komm doch mal her, Bro. Du kannst doch nicht die ganze Zeit weg sein. Du bist die ganze Zeit weg. Du Halunke, du ja, kleiner, du. Komm, wir gehen jetzt mal rüber und reden, ja? Nicht Jago, der andere, der auch Haarschnitt hat wie ich. Jerome, Alter. Jerome! Jerome in the Rome, Alter. Was steht dort? Jo, ja. Guckst du mir auf den Arsch, Digga? Was ist jetzt los? Noch einer hier. Ich guck auf die ich hab nichts in meiner Inbox, lesen, Bro. Das ist steht. Mein Ass, du Perversling. Trickster, steht ja. Da steht, nimm die Augen hoch, Mann. Voll korrekt, ey. Was los, Intestier, oder? Bro, Bro. So. Haben sich die Marshalls jetzt beruhigt, oder was? Nee. Die wollen ja einen batzen, guck mal. Fahren, Mann. Ey, yo, Bro, willst du jetzt noch ein bisschen was batzen oder so? Ey, guck mal, ich hab was mitgenommen, Bro. Bro, ich hab was mitgenommen, Bro. Yo. So geht die Welt schon viel besser aus, Bro. Ey, yo, 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 yo. Ich will hinten, Mann. Nee, ich will nicht hinten, Bro. Ich will nicht hinten, Bro. Ich will vorne, Bro. Aber nicht rausfallen, ne? Nee, nee. War vorsichtig, Mann. Jo, Alter. Nicht, dass du den Jordi machst hier, Mann. Jo, Alter. Jordi, hol mir noch einen Schaden. Jo, ich wollte gerade sagen, Jordi, stimmt, Jordi, der hat gesagt, ich setz mich hinten drauf. Jo, Mann, Alter, das ist voll fresh. Zack, erste Hücke weg, wahrer, Mann. Jo. Dankeschön an Marco fürs Resub das sechste Mal. Hi. Und dann war er low. Trebri 159, Servus, was geht? Alles ist Beinhardt. Habe Wuppel mit Autogrammkarte zugesetzt bekommen. Jason Sterndorf, das ist sehr schön. Da ist gute Nacht täglich.
Mangelrost, nur schlimm, dass die Gesellschaft so drauf ist, dass man schräg angeschaut wird, wenn man kein Alk trinkt. Naja, das ist halt. Es hat immer dieser Gruppenzwang, Alter, ne? Wir sind so vor gefühlt. Den Cops abgehauen, Mann, Alter. Dass man unter Anführungsstrichen cool ist, Jack, aber ich hab das Jack nicht verstanden. Jack lag die ganze nicht mitgemacht. Zeit in irgendeinem Busch und hat irgendwelchen Campern zugeguckt. Aber dann beim Rumpel die Pumpel, Mann, Alter. Gibi, nein, ich lag nackig unter einer Brücke eine Viertelstunde, ah, okay. Yo, Alter. Muss mal gucken. Alter, wurde direkt jetzt gefasst. dann Hertha, BSC, ey, auf die 1. Hallo, das ist meine erste Spende. Kannst du mich und John Frieden grüßen? John Frieden und Hertha grüß ich. Alles fresh bei euch. Jo, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft? Ich hab ihn schon mal, schon grad gesehen. Ey, Junge, ich seh grad nichts, ich bin nur immer von Nebel, Bro. Alles gut bei dir, Mann? Ey, jo, das ist ganz auf basisch, auf weißem Auto angelehnt, Bruder. Ach so, sorry, oh. Ich versteh das nicht. Der hat er sich ein Mädchen ins Auto geholt, macht da Arbeit drin, Bro. Ja, ja, noch so stimmt, die anderen auch, die bumsen hinten nur alles. Ich glaube, wir haben die gerade gestört oder so, weiß nicht, so auf. Jo, du, ich geh mal kurz rein und hol mir eine Funke. Jo, geh mal rein, Mann. Ja, Mann. Ey, ich brauche eine Waffe. Ey, warte, Bro, warte. Ey, Junges, wir sitzen da drin im Auto. Ihr macht aber kein Techtelmechtel da drin, oder? Ja, so wie die da hinten, Alter. Habt ihr Knarren? Nee, Mann. Bro, ich brauche eine Knarre. Wenn du eine hast, ruf mich an, Bro. 800, 4x die 2, 3x die 3. Easy. Ey, Bro, ich komm nicht ins Auto, Bro. Bro, mach nicht diesen. Bro. Bro, er tankt gerade, hallo. Ja, meine ich muss ins Auto. Beruhig dich doch mal. Zieh dir mal was Modernes an. Ja, ich wollte ja mir Tattoo stechen lassen und so, aber ich weiß nein, nicht. Ich guck dich an, Mann. Jo, ja, ich will doch Tattoo stechen lassen. Jetzt komm, wir fahren Tattoo-Laden, bitte. Ja, easy. Yo, yo, unsere Leute werden da drüben überfallen, Alter. Hey, oh, Mann. Im Walmart, im Baumarkt drin, Alter. Ich ruf die Bullen. Bro, warum? Ey, mach vorne. Komm rein da, Alter. Guck vorne rein, Bro. Ey, yo, der Langwaffe, komm, shit. Lass weg vom Bro. Hat jemand Waffen, Bro, ne? Nee, ich hab keine Waffe, wir müssen weg, ja? Ja, gut, dann. Scheiße, ja, Mann, let's go. Ja, Mann, warum geht's ja da allein rein, so, weißt du? Ey, ruf die Cops, Bro, ruf die Cops. Mach so voll 31er Move. Ruft jemand? Ey, wer ruft denn durch jetzt, Bro? Folgen, Bro. Spiel jo, hab ich hier abgesendet, Mann, Alter. Easy, jo, Mann. Hilfe ist unterwegs, glaube ich, Mann, jo. Jo, ich hab. Sperr zu, kannst du zu. Können wir da irgendwie blockieren, ein bisschen? Nur ein bisschen so. Nee, nicht, dass wir hier abgeschossen werden. Bro, nein, nicht, nee, Bro, nee. Bro, jetzt sind sie schon da, fahr fort, Bro. Nicht zu weit vor, Mann. Ey, die sind vorne, da drin, drinnen, Bro, drinnen, die sind da drin. Ja, drinnen, der hat unseren Macker, Bro. Unser Bruder, Mann. Unser Bruder, Mann, jo. Schnell, gehen Sie rein, Mann. Schnell, gehen Sie hinter, Mann. Und da ging die Laterne, Alter, was ist das? Ey, yo, der hat eine Waffe drin gehabt, Bro. Der hat, der hat so eine richtig lange Waffe gehabt, Bro. Denken, wir verarschen Sie. Soll ich da reingehen? Nein. Die Familie einfach so, hier ist der County, Alter. Hier darf ich. Ja, unglaublich. Nein, sie machen das nicht. Nicht rein, Bro! Da drinnen, Alter, da ist mein Bro, Alter. Joe ist da drinnen, Mann. Jawohl, wir schauen uns das einmal an, okay? Ja, Bro, du wirst da drin umgenietet. Der ist da doch drin, Bro. Ich seh ihn, Bro. Ey, da ist er, Bro. Der ist da drin, Bro. Der ist um die Ecke, Bro. Rechts um die Ecke, Bro. Uiuiui. Ey, lass mich hier weg, Bro. Der schießt zu uns. Oh mein Gott, zwei. Ich hab zwei Leute gesehen, Mann. Zwei. Und zwei maskierte Täter. Nehme jetzt die Waffe runter. Bro, ich hab Angst hinten, Bro. Ich hab keine Waffe oder so, Bro. Ey, mach die Waffe weg, mach die Waffe weg, bevor sie sich festnehmen. Sonst kriegst du auch noch ein Problem. Nein, wieso, Alter? Das ist ein County, Alter. Hier darf ich. Und ich hab einen Waffenschein, Mann, Alter. Oh, alles gut dann, Bro. Jo, Mann, Alter. Ey, die sind rechts, Bros. Die sind rechts. Rechts, Mann. Entfernen Sie sich bitte von da. Ja, sorry, Alter.
Jetzt auf einmal kann er reden. Nur meine Faust. Ja, Alter. Ich auch, Alter. Ich hab nicht mal eine Glocke, Alter. Steigen Sie am besten mal wieder in Ihre Fahrzeuge ein. Jo, Alter. Komm. Yo, man. Jo, schnell. Ey, hau doch nicht ab, Alter. Mach doch nicht so einen Move, Alter. Bruder, was steigst du ein, Mann? Ach so, Bro, ich dachte, ich steig ein und so, weißt du, so ein bisschen so auf Stände angelehnt, weißt du? Der Polizist hat Angst vor uns, Mann. Ich weiß, Bro, ich weiß. Ich glaubst du, die ballern da drin jetzt oder so, Bro? Glaubst du, die ballern? Ich weiß nicht, ich schau zu, Mann. Ja, der macht so ein bisschen Balava da drin, weißt du? Wie viele waren da drin, Mann? Jo, wartet mal mit dem Raptor. Nein, ich muss doch schnell tanken, Mann. Yo, ich brauch ne fucking Glock, Alter. Hol mir auch eine, Bruder. Mike P. Was hab ich verpasst? Alles gut zum Geburtstag, Erna, Robert, wie geht's dir? So Grüße aus Berlin, Bayern, Action, Mike P. Der ist für dich mit. Alles gut zum Geburtstag nachträglich, ne? Arjen Mausi, Philipp Habach, danke nochmal fürs Donaten, Ultranoob und Awulf und Max in Rücken geworden. Dankeschön. Glaube ich, Alter. Ey, Bro, ich muss gleich mal ins Bett, Bro. Bruder, bist du ins Bett, Mann? Ja, ich will mir das jetzt noch angucken, Broski. Ich will dir aber noch einen Kuss geben. Dann, ja, deshalb sage ich doch, ich muss noch ins Bett, Bro. Und dass du mir noch einen guten Nachtkuss geben kannst. Fühl dich, Homie. Ey, weißt du, was lustig wäre, Bro, wenn wir einfach reinrennen würden, so auf ganz entspannt. Nein, Bruder, das ist Selbstmord. Nee, weißt du, so auf Ständerbasis, weißt du, so auf Ständer angelehnt. Ja, dann geh rein auf Ständerbasis. Okay, Bro. Okay, Bro. Die brauchen wir zu lang, Broski. Ey, Bro, ich krieg dir gleich auf den Kopf, Bro. Ich trau mich doch nicht, Bro. Es wird zu viel drin hier, weißt du, so. So auf Walmart angelehnt, so, weißt du. Unsere Brüder ist voll im Arsch, Digga. Aber Bruder, er ahnt da drin schon, weißt du? Alter, ich sag dir. Yo, warte, Alter, Mann. Alter. Ey, Bro, wir müssen aufpassen, dass er nicht rausballert oder so, weißt du? Ist kein Ding, ich hab auch eine Knarre, Mann, Alter. Ist kein Ding, Mann. Bruder, ich kann die alle abknallen, Mann. Ey, Bro, ja, wenn die das gut sehen, dann ballern die auf uns, Bro. Nein, Mann, alles fresh. Ja, klar, also, die ballern auf uns, Bro. Die ballern auf uns, mein Gott. Jo, jetzt geht's los, Alter. Los. Rein, Jungs. Scheiße, Mann, Alter, ey. Alles für YouTube, Alter. Alles für YouTube, Mann, Alter. Alles für YouTube, Alter. Ey, Bro, das ganze SWAT-Team einfach hier auf ganz trocken am Start, Bro. Ey, ob die das. Ja, wenn ich nochmal Nahaufnahmen machen, Mann, Alter. Jo, Bruder. Ey, die gehen rein. Bruder, die gehen rein gleich. Jo, Alter, ich geh rein. Ey, wer geht denn rein? Ich glaube, die wollen erst noch babbeln oder so. Ich weiß, warum gehe ich denn, Mann? Was ist es denn, Mann, los? Unser Bruder wieder draußen. Scheiße, Mann. Bro, am Hintereingang, ne? Mann. Nein, Mann, glaube nicht, Mann. Ja. Jo, Alter, die Armin. Geil, Mann. Einfach Mitternacht nochmal hier gleich Dings drin. Wie sieht der aus, Mann, das Arsch? Ey, was? Wer sieht wie wo aus, Bruder? Ey, wir müssen den weißen Bereich verlassen, Mann, Alter. Wir müssen ein Stückchen rüberfahren. Ja, Bro, der kriegt gleich einen weißen Bereich vor mir ins Gesicht. Nee, alles gut, der hat aber gelächelt. Oh, hey, hallo. Broski, sie müssen weg hier. Ja, warte doch kurz. Für sie dann einmal nur, dass da drinnen ihre Kollegen sein oder ihre... Jawohl, wir geben unser Bestes, die da heil und dann wieder aufzuholen. Wir kommen denn sofort zu Ihnen, sollten die Herrschaften wieder frei sein. Ja. Okay, Bro. Fahr hier rüber, Bruder, auf den Berg da. Oder auf die Autobahn, dann können wir reingucken. Bro, auf den Berg hier. Ach so, auf den Berg da hinten, Bro. Also hinter uns. Ja, ja, ich verstehe schon, Bro. Alles unter Kontrolle, Bro. Genau hier reicht ja schon. Ja, ja. Nee, Bro, wir fahren da hoch, Bro. Wir fahren da hoch, wir machen das. Nein, dann können wir rein. Doch, Bro, wir machen das. Chill.
chill dein, Broski, alles gut. Hier sieht man doch gut, Nee, Bro, hier sieht man nicht gut, wir fahren auf den Berg, Bro. Bruder, bis du auf dem Berg bist, das ist hier alles vorbei, Mann. Nee, Bro. Komm hier runter, Bro. Ich hab Angst, Bro. Ey, wo seid ihr hin, Mann? Digga, gut, ich glaub, wir machen das Auto kaputt. Oh, nee, Bro, ganz langsam, Bro. So ein bisschen einschlagen, weißt du, so auf Ständer angelehnt. Oh, ganzer Unterboden am Arsch wegen Gleise. Ja, das ist nicht mein Auto, Bro. Oh. Ich will reingucken noch, Bro. Ja, Bro, wir fahren nur hier hoch, Bro. Ist ja, alles Schlitz, cool. Digga, so. Will ich reingucken, Mann. So, hier guck mal rein, siehst du, hier ist so genug Platz. Ja, gehen wir hoch, Broski. Ey, yo, Bro, Sicht ist übelst beschissen hier oben, Bro. Also, ey, was fahrt ihr mit meinem AK? Ey, Bro, alles cool so, weißt du? Ja, ist immer alles cool, oder? Ja, ich mach mit Kamera, mit Handykamera ist besser, ne, auf iPhone so. So auf iPhone angelehnt, weißt du so? Auf iPhone angelehnt. Bro, die sollen stürmen, so weißt du, auf iPhone angelehnt, Bro. Bro, deine Nase, Bro. Ey, yo, was ist das für ein Zink? Mann, Alter. Ey, da mach ich Foto. Ey, yo. Nimm doch mal die Bubble aus dem Gesicht, ich sehe nichts, Mann. Ja, ich wusste nicht, dass es noch Neandertaler gibt. Ich dachte, sie sind so ausgestorben, so weißt du. Auf Neandertaler angelehnt, so weißt du. So kein Bodyshaming jetzt, so. Weißt du. Was ist los, Mann, Alter? Ach komm. Ey, der rennt da drin nur immer rum, so als wäre er nicht die so. Die Aminas Geisel, Bruder, die halten ihn doch gerade vorne hin, Mann. Das ist Jared, Digga. Ey, Joe, der hat's doch echt nicht mehr, einfach, Alter. Joe, der kriegt nur auf die Fresse heute, Mann. Von den Alter, Joe. Der kann keine 2 Minuten vor die Tür gehen, so. Seht ihr den, Bruder? Nee, Bro. Ah doch, da hinten. Mit hinten. Beim Toilettenpapier wird der gerade rumgeschoben hin. Alter. Obwohl er mal angelehnt so. Alter. Nee, das, natürlich. Wen anders haben die ja nicht außer Joe, oder? Ja, die haben auch. Die haben Jala, die haben Joe, die haben Jared, Alter. Das ist aber dumm, Mann, Alter, jetzt. Bro, das ist richtig dumm so. Ist aber kacke, Mann, Alter. Ja, voll, Bro. Ey, der fährt gleich Tankstelle. Ich sehe da jemanden. Wo? Wieso, kennst du wen oder was, man schon wieder? Ja. Oh, guck mal, da fresh. Dominik Lisowski, danke schön fürs VP werden. Dominik, vielen Dank. Ey, wenn das hier nur so lange dauert, geh schlafen, Bro. Alter, die sollen doch einfach jetzt. Alter, einfach mal abknallen, Mann, jetzt. Ey, hat wenn Skateboard von euch so irgendwie, so auf Skateboard angelehnt. Ich hab keins, aber Dings hat eins, Mann. Der Name. Bro, wer ist Dings, Bro? Yo, ich, Mann. Jumbo, ich hab alles, ja, Mann. Ey, Bro, du hast Jumbo wegen der Nase, ne? So. Nein. Wenn deine Nasenlöcher noch größer wären, kannst du einen ganzen Tsunami mit auslösen, Bro. So aufpassen. Jo, Alter, hier, maximal. Kannst Folge, du mit Mann, Nase Alter. Fliegen, so, weißt du, auf nein, Jumbo kann angelehnt. Ich nicht, Mann, Alter. So nein. Nasenflügel, Jumbo, weißt nein. du? Nein, Jumbo so, wegen was anderem, sag nein, ich Jumbo dir, Mann, wegen Alter. Nasenflügel. Ja, Mann. Ja. Einmal bitte wegfahren. Ey, yo, Bros, ich brauche noch einen Orangensaft, dann machen die wieder auf. Ja, wir geben ihnen gleich Bescheid. Ach so, okay, ja. Ich brauche nämlich noch Orangensaft, das ist mir nur aufgefallen. Oh, nee. Dauert noch ein bisschen. Ja, Leute, ich werde dann höchstwahrscheinlich noch was angehen. Die Jungs und Mädels sind im Walmart drin.
Wird ein bisschen länger dauern, bis die da rauskommt, so wie es aussieht, weil es ist ein riesengroßer Geiselname. Ja. Aber auf ganz entspannte Rino, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal und wir werden auf jeden Fall Lancer weiterspielen. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, ich finde Lancer schon eine der gechilltesten Charaktere, die es gibt. Leute, lasst auf jeden Fall kostenlos ein Like, da würde mich sehr freuen. Kostet euch nichts. Auf die 5000 Likes, wir sind kurz davor, bitte. Entweder die stürmen jetzt oder nee, es dauert ein bisschen länger. Lasst auf jeden Fall da. Ja, wir werden dann auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen und vielleicht als Lancer uns dann mal irgendwann ein schönes Auto kaufen. Ich habe auf jeden Fall Bock weiter zu Lancern irgendwann mal. Werden wir sicher machen. Müssen wir mal alle wieder zusammentrommeln. Aber wie findet ihr so Lancer? Ist schon mal was anderes, ne? Es ist halt... Kleine Gang macht auch irgendwie Spaß, so unter Freunden. Warum immer so früh? Ja, es geht halt nicht alles. Ich muss ja auch auf RLO was weiterbringen. Es steht in den Startlöchern, Leute. Und wenn ich jetzt 7 Stunden streame, habe ich dann später wieder keine Zeit, auf RLO was weiterzubringen. Aus dem Grund, Grenze ist besser. Damit ich auch da ein bisschen weiterkomme, Jungs und Mädels. Werden wir aber machen. Wir sehen uns dann das nächste Mal, Leute. Ich wünsche euch wirklich eine gute Nacht. Vielen Dank für alle, die heute mit dabei waren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Endlich nach dem Urlaub wieder zurück gewesen. Und auf jeden Fall lancern wir demnächst mal wieder weiter, oder? Ja, ich piss mal kurz in den Busch, ne? Das haben wir früher gemacht, ja. Jo, wir haben ey, Bros, ich leg mich, Mann. Bros, ich leg mich hier mal hin, ne? Ich geh mal ein bisschen schlafen, so ein bisschen Mittagsschlaf, so, ja. Bros. Auf dem Mittelstreifen, jo? Jo, auf dem Mittelstreifen, Bro. Ey, auf Wutz, hast du jetzt mein Skateboard gebraucht, Mann? Ja, damit ich auf den Mittelstreifen komme, Broski. Ja, ich liege auf dem Stein, Bro. Alles cool. Also, eine wunderschöne gute Nacht, Leute. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen oder übermorgen. Wir sind angeschossen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssikowski. Und.